Die Kack- und Sachgeschichten ziehen euch heute in den Mikrokosmos, denn wir sprechen über den Superhelden Ant-Man. Einige Erkenntnisse der heutigen Folge: Ant-Man hat früher Iron Mans Job gemacht. Der Comic-Doktor Pym hat sich im Privaten nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ein realer Ant-Man würde beim Schrumpfen oder Wachsen sofort auf mindestens 10 verschiedene Arten sterben. Und wenn er tatsächlich auf Quantenniveau runtergeht, dann verwandelt er sich in eine geheimnisvolle... Dafür müsst ihr die Folge hören. Viel Spaß in der komplett bekloppten Welt des Allerkleinsten. Hier ist der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Trotz der Tatsache, dass ihr uns aus kleinen Böbbeln in euren Ohren hört und unseres heutigen Themas, sind wir normal groß und wir begrüßen euch aus Hamburg-Barmbek. Bei mir am Tisch hier sitzt der ehemalige Video-Editor Großmaul. Er hat sich ein kühles Radler aus der Dose hingestellt an diesem warmen Tag. Hallo Tobi! Salve! Außerdem, er war früher und ist auch immer noch Fotograf und hat sich wunderbar eingekleidet mit einem offenen Hemd und trinkt irgendeine undefinierbare Limo und ein kühles Fläschlein Bier. Hallo Richard! Hello! Geiles, ja. Intro übrigens, Fred. Findest du? Ja, vielen Dank. Fand das ganz gut. Das war so lebendig. Vielen, ja, Dank. Das war mal was anderes. Obwohl wir uns über kleine Knöpfe hört, sind wir normal groß. Komplimente nehme ich gerne, die großen wie auch die kleinen, ja, okay, heute. Jetzt, ja, übertreibst. Ja, mein Name ist Fred. Ich habe mir eine kühle Dose Bier hingestellt und ein kühles Wasser. Hochsommerliche Temperaturen im Spätsommer. Ohne Witz, ne? Prost. Das ist auch einfach. Tschüss. Aber durch solche Witze merkt man, dass Dadtum ist fest in ihm verankert. Ich bin stolz auf dich. Kein Bock mehr auf Sommer, ey. Bock mehr auf die Scheiße. Ja, das Ding ist, wir dachten ja halt eigentlich immer, weißt du, so, lass mal Sommerpause machen, lass mal im September anfangen, da sind schon leichte Herbsttemperaturen. Ja, fick mich, ey, Alter. Ja, wir machen 30 Grad in Hamburg und wir sitzen hier und mir läuft das Wasser die Kimme. Ich sag dir, in spätestens 3 Jahren verschieben wir die Sommerpause um 2 Monate nach hinten. Das ist echt so, ne? Richtig. Ja. Weil wir Sommerpause bis Januar. Genau, weil wir im Juli und im August dann in 10, 20 Jahren hier in Hamburg uns als Erntehelfer auf einem Weingut betätigen, ja, durch die Klimaerwärmung. Naja, oder dann ist halt erst Frühling, ne? So, dann können wir endlich unserem Hobby nachgehen und Vögel beobachten. So. Geil. Junge. Ja, guck selten auf unserer Seite, auf unserer Homepage, da steht das alle drin, Tobi. Ich weiß, und ich finde das grauenhaft, deswegen gehe ich da nicht drauf. Ja, weil wir deine ornithologischen Exzesse interessieren mich nicht. Weil wir deine Geheimnisse exposen. Deine ornithologischen Exzesse. Du, Alter, zeig mir kein Rohlkehlchen, ey, was ich gerade hab. Wir wollten mal wieder über einen Superhelden sprechen und wir konnten uns nicht entscheiden, ob wir über den Flash oder über Ant-Man sprechen. Hast du mitgekriegt, wir konnten sich entscheiden? Und, oh Gott, wow, und Leute, erzähl du mir noch was von Dad-Witzen. Ich wollte gerade sagen, Leute, pray for Tobi an dir an der Stelle. Mit 2 Dads Witze reißen ist wirklich anstrengend. Pray for Tobi. Wir konnten uns nicht entscheiden, ob wir über den Flash oder über Ant-Man sprechen und haben bei Steady ein Voting gestartet vor einer Woche und ganz schnell kam das Ergebnis. Es war tatsächlich so knapp wie selten. 52% wollten was über Ant-Man hören. Keine Angst, den Flash nehmen wir uns auch irgendwann nochmal vor. Und sprechen heute über den Ant-Man. Tobi. Yo. Kommt ein Außerirdisches auf die Erde? Was ist der Ant-Man? Ant-Man ist ein US-amerikanischer Comic-Held, vermutlich entstanden durch Stan Lee oder zumindest mit der Hilfe von Stan Lee oder unter dem Namen Stan Lee. Er war auf jeden Fall beteiligt. Genau, ja. Verkörpert von unterschiedlichen Charakteren. Der erste war, glaube ich, Hank Pym. Und er hat die Fähigkeit, sich klein und oder groß zu machen. Mhm. Und so kämpft er gegen das Böse. Ehemaliger Anführer der Avengers. Von Marvel Gründer. Und mittlerweile sogar, ja, weltbekannt durchs Marvel Cinematic Universe natürlich. Und Paul Rudd, der den jüngsten, wenn ich das richtig im Kopf habe, Ant-Man spielt. Ja. Nee, den zweiten Ant-Man. Ist der zweite? Ja, ich glaube, das wäre der dritte. Ist der zweite, nee, Scott Lang. Ja. Wir sprechen heute übrigens nicht im Detail über das Tier Ameise,
Weil da gibt's Filme, die sich dafür viel besser in der Zukunft eignen. Das große Krabbeln. Das große Krabbeln. Oder Ants. Oder Ants, ja. Der stimmt. War auch richtig geil. Die Zeit, wo Studios so geile Filme gemacht haben, völlig ab voneinander. Das eine sah geil, das andere scheiße, aber ich finde beide cool. Aber, guck mal, weißt du, das große Krabbeln sah voll geil aus, Ants sah irgendwie kacke aus, das große Krabbeln war so ein Wohlfühlfilm und Ants war bierernst. Ja, Mann. Das war richtig krass. Mann. Und hässlich as fuck, aber ich bin trotzdem gern. Wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, dass wir die Schnauze voll haben vom Marvel Cinematic Universe. Wir haben ja mittlerweile ganze Folgen diesem Thema gewidmet. Aber über die einzelnen Helden und deren Fähigkeiten und Probleme, die mit einherkommen, lieben wir es nach wie vor zu sprechen. Und heute nehmen wir uns mal den Ant-Man vor. Es wird eine bunte Folge heute mit ganz viel Physik, mit ganz viel Comic-Wissen. Die Filme werden wir tatsächlich im Fast Forward gleich durchsprechen. Also wir machen heute keine zweistündige Besprechung der Filme, weil die das auch nicht so richtig wert sind, oder? Ja. Nee, also man kann halt ja zusammenfassen, der erste war cool, der zweite war weird und der dritte war total zum Kotzen. Ja. Ich habe auch die ganze Kritikerschiene jetzt, so, was sagen die Kritiker zu Ant-Man? Ja, was soll man sagen? Selbst Stan Jeder Lee, weiß das. Ja, ey, selbst Stan Lee hat mal gesagt, Zitat, ich liebe Ant-Man, aber die Geschichten waren nie der Hit. Ehrlich? Ja. Hat er das zu den Comics gesagt oder zu über Ant-Man allgemein? Zu den Filmen, okay. Nee, zu Ant-Man halt allgemein. Und was soll man zu den Ant-Man-Filmen sagen? Ja, der erste war irgendwie, der war ganz nett und frisch und unschuldig und irgendwie so. Coole Kameraperspektive. Und danach, die anderen beiden sind so obligatorische, muss man gesehen haben, Filme, wenn er am Ball bleiben möchte. Aber die sind nicht sonderlich erwähnenswert. Ey, den zweiten nicht mal, der hat überhaupt keinen Einfluss auf das MCU, bis auf die Post-Credit-Scene. Ja. That's it. Ja. Das ist halt einfach wirklich. Und die ist halt ultra wichtig. Dass er halt in den Quantum Realm reisen kann, aber ansonsten ist das alles vernachlässigbar. Ja, Quantenquatsch werden wir heute bestimmt noch viel haben. Quantenquatsch? Ant-Man und der Quantenquatsch. Ant-Man und der Quantenquatsch. Du und ich haben vorhin schon in der Küche auch überlegt, dass wir die Folge einfach, was ist das, Folge 100, 245, wir nennen sie einfach Ja, oder halt Ant-Man and Bzzz. Ant-Man and Bzzz. Ja, wunderbar. Ja, wir sprechen über die Comics nachher noch ein bisschen. Ant-Man erschien 1962 das erste Mal auf der Bildfläche. Seine Comics wurde im Laufe der Zeit, Richard hat es schon gesagt, von mehreren Leuten verkörpert. Er trägt einen roten Anzug und ursprünglich so einen auffälligen, silbrig-metallischen Helm mit Antennen und so stilisierten Kauwerkzeugen. Mhm. Im MCU sieht der Helm eher aus, als würde ein Kampfpilot in eine Kanalisation runtersteigen. Der im MCU sieht aber geil aus. Der originale Ant-Man-Anzug sieht halt aus wie ein Schlafanzug mit einer Suppenschüssel auf dem Kopf. Ja, vor allem, weil der Mund und die Nase frei sind, wo der ganze Sinn irgendwie flöten geht. Der Helm sieht halt wirklich aus wie hier von, wie heißt er denn hier? Peacemaker, wie so ein Nachttöpfchen einfach. Ja, auf Mann. Kopf mit aber Antennen. Mit Antennen, ja. Ja. Ja, und seine zentrale Superkraft ist, dass er sich sehr stark schrumpfen kann, später dann auch wachsen lassen kann. Und er kann so ein paar Späße, da sprechen wir später noch drüber, wie mit Ameisen kommunizieren und diverse andere bunte Dinge. Lässt sich auf Gegenständen hin und her schießen. Das ist sehr schön. Kämpft gegen Thomas die Lokomotive. In den ersten Comics hat er sich tatsächlich mit so einer kleinen Spielzeugpistole, die in die Wand eingelassen war von seinem Labor, hat er sich, weil das Labor weg war, abseits war von der Stadt, hat er sich damit in die Stadt schießen lassen. Das finde ich arschgeil gerade. Ja, das finde ich richtig geil. Mit so einer billigen Software. Ja, genau, irgendwie so. Ja, voll geil. Hat sich damit in die Luft ballern lassen. Voll geil. Bester Mann. Die Filme. Kurze Zusammenfassung: Ant-Man 1, Ant-Man 1, einfach nur Ant-Man, erschien 2015 als großer Abschluss der Phase 2 des Marvel Cinematic Universe. Und da wird der Einbrecher Scott Lang rekrutiert vom genialen Wissenschaftler Dr. Hank Pym, um seinen Anzug zu tragen. Diesen Anzug, der dich unglaublich klein macht. Dass das bis zu diesem Zeitpunkt schon ein gigantisches Plothole ist, lassen wir jetzt mal außen vor. Ja. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum sollte er das tun? Wir kommen nachher noch bei dieser ganzen Wachsen- und Schrumpfen-Nummer. Der könnte ja eigentlich nicht mal durch. Der könnte nicht mal auf der Erdoberfläche stehen, wenn er geschrumpft ist. Aber das meine ich gar nicht. Ich meine, dieser Plot, so, ne? Ich bin ein genialer Wissenschaftler, ich habe Ressourcen zu so ziemlich allem. Ein Riesenname, ja, der ist gefallen, bla bla, ne? Aber so, Riesenname, Riesentyp und macht dann so ein merkwürdiges Um-die-Ecke-Spiel um irgendeinen Dieb, der zufällig einen Master in Elektrotechnik hat, zu einem Superhelden zu machen.
So ein Quatsch, aber gut. War unterhaltsam. Ich habe auch gerade schon selbst einen kleinen Fehler eingebaut, denn nicht der Anzug macht ihn klein, sondern die Pim-Partikel, auch dazu später mehr. Ja. Ja, gemeinsam müssen sie gegen den Bösewicht Darren Cross kämpfen, den fiesen Glatzkopf, der mit Hank Pims Technologie das Militär beliefern will. Dass du den Namen rausgeschrieben hast, ja. Alter, ist einfach immer der fiese Glatzkopf. Und wir erfahren bereits. Aber ich mag den Schauspieler voll gerne. Wir erfahren bereits, dass Hank Pym ist ja der Michael Douglas, dass dem seine Frau vermisst wird im Quantenreich. Dessen. Die hat sich mal so klein gemacht, um eine Atombombe zu entschärfen, dass sie auf subatomare Level geschrumpft wurde und hängt jetzt in diesem geheimnisvollen Quantenreich rum. Genau, da gibt es halt dieses Problem mit dem Anzug, dass wenn man unter Molekülgröße sich schrumpft, bremst der Schrumpfvorgang nicht mehr. Und man wird immer kleiner, unendlich kleiner. Mhm. Das ist so eine Fehlfunktion. Ein Problem, das sie später beheben, aber das ist erstmal so das Hauptproblem. Ja, der erste Film hat schon so ein paar wirklich interessante Szenen, wo man den Mikrokosmos schön erleben kann. Zum Beispiel, als der Ant-Man in die Badewanne reinfällt und der Michael Douglas, der Hank Pym, dann da Wasser einführt, reinlässt. Nee, das ist sein Kumpel, oder? Und ja, ich weiß es nicht mehr genau. Sein mexikanischer Kumpel. Und dann fällt er runter, ein Stockwerk weiter runter, durch die Ritzen der Boden und landet in dieser Diskothek, wo die Leute auf ihn rumtrampeln. Ja. Und das waren immer meine Lieblingsszenen in der Ant-Man-Reihe, wo man wirklich mal mit diesem Aspekt des Kleinseins spielt und zeigt, wie würde die Welt denn aussehen und was für Probleme würden sich eröffnen, wenn man wirklich so klein ist, wie irgendwelche Hippies, die auf einem rumhotten. Also da gab es schon wirklich auch im zweiten Teil wirklich richtig coole Kameraeinstellungen. Ah. Dinge, die im dritten Teil halt komplett fehlen. Und vor allem geile wie so The Wasp so auf einem geworfenen Messer entlang rennt und so. Da waren schon echt coole Ideen dabei. Und vor allem kleine, geile Witze, wie auch im ersten Teil dieses hier, dass er von Thomas die Lokomotive überfahren werden soll. Schnitt, und du siehst, dass das einfach nur Spielzeuglokomotive ist, die so von den Gleisen runterfällt. Großartig. Was hab ich gelacht? Im Makrokosmos super dramatisch. Ja, das Team rund um den neuen Ant-Man, rund um Scott Lang, schafft es am Ende natürlich, den bösen Feind zu besiegen. Scott geht sogar kurz in den Quantenraum, schafft es aber zurück. Happy End, auch der Familie geht's gut. Die Frau des Doktors ist aber nach wie vor gefangen im Quantenreich. In der Mid-Credit-Szene sehen wir, dass Hank Pims Tochter Hope jetzt auch so einen Anzug bekommt. Die wird jetzt zu Wasp. Und in der Post-Credit-Szene sehen wir, dass der Falcon den Captain America auf den Ant-Man aufmerksam macht. Also Teaser, dass der Ant-Man bei den Avengers noch mitmischen könnte. Ja. Was ich sehr lustig an dem Film fand, und viele, da bin ich absolut nicht der Einzige, was im dritten Teil ja komplett gefehlt hat, ist halt dieser Michael Peña, ne, dieser mexikanische Freund, den er da hat. Mhm. Wie gesagt, keine Ahnung, wie die Figur heißt, Michael Peña heißt der Schauspieler, der immer die Sachen so geil zusammenfasst und dann sind die auch so schön schnell mit so Reisschwenks geschnitten und er synchronisiert die Charaktere, die dann da erzählen, wie es zu folgenden Dingen kam. Und das ist ja in dieser Endcredit-Scene auch, wo er dann erzählt, ich kenne da wen, der wen kennt, und mein Cousin war da und da und da. Und er hat mit einem von den Avengers gesprochen und dann hat, also das ist halt wirklich cool gemacht. Ja. Fand ich super lustige nervig. Kleine Kniffe für eine komplett bescheuerte Handlung. Das ist aber, der ganze Ant-Man-Film stand ja schon auch im Hause Rudd ja auch schon unter schlechten Sternen. Ich weiß noch, als er gecastet wurde, hat er irgendwann mal in einer Talkshow erzählt, dass er seinem Kind gesagt hat, seinem Sohn, glaube ich, so, hey, ich bin im Marvel Cinematic Universe. Ah, oh, cool, wer bist du? Ant-Man. Echt? Geil. Und der ganze Film ist auch total weird vermarktet worden. Habt ihr mal diesen Werbeeinspieler damals gesehen, wo Michael Douglas und Paul Rudd beide da sitzen und nur so Händetrommeln machen auf den Oberschenkel und dann Ant-Man. War das nicht so ein Jimmy Fallon-Sketch oder sowas, was sie dann, ist das dann aber vermarktet haben? Ja, genau, das klingt eher nach etwas, das man macht, wenn einem echt gar nichts einfällt. Ja, genau, ja, so sieht das auch aus. Also wirklich genauso. Ja. Ant-Man hatte noch einen kurzen Auftritt dann im Film The First Avenger Civil War, wo Team Iron Man gegen Team Captain America kämpft, wo er in Deutschland auf dem Flugplatz das erste Mal groß wird. In Leipzig. Ja. Das ist tatsächlich eine sehr lustige Szene in einem Film, weil zu Giant Man, der War Machine dann feststellt. Ja, vor allem, weil er der Einzige ist, der einen Jetlag hat. Das finde ich sehr lustig, muss ich sagen. Ja, Mann. Er ist halt also Paul Rudd macht auch eine coole Figur in der Rolle. Ja, er ist halt, Ant-Man ist halt kein Meta-Human halt, wie alle anderen, ne? Sind die alle nicht. Tony Stark ist auch kein Meta-Human.
Ja, der ist aber super Wissenschaftler. Und deswegen hat man keinen America, Jetlag, oder was? Captain America, nee, natürlich nicht so viel, wie der säuft. Nee, aber Captain America ist ein Meter. Ey, kurzer Funfact, ich habe letztens gelesen. Aber ja, stimmt, es gibt ein paar. Natürlich, Falcon ist auch keiner, ja, aber da wird's schon dann sehr klein. Ich habe letztens gelesen bei Spiegel oder so, dass es einen Zusammenhang zwischen Langschläfer und Kurzschläfer und Jetlag gibt. Mhm. Menschen, die eher, also nicht Langschläfer und Kurzschläfer, sondern dieses Eule und. Nachteule und Lerche. Lerche-Ding. Ja. Ne, also Tag- oder Nachtmenschen, so rum. Und zwar, dass Nachtmenschen weniger unter Jetlag leiden, weil sie einen unregelmäßigen Rhythmus haben oder so ähnlich. Aha. Also die kommen damit einfach besser klar, schrägerweise. Okay. Jetlag macht mich immer voll fertig. Der zweite Ant-Man-Film war dann Ant-Man and the Wasp 2018. Die Tochter von Michael Douglas, die Hope, ist jetzt da auch als Superheldin dabei, als Wasp. Und die Handlung kommt ins Rollen, weil Dr. Pym meint, eine Möglichkeit entdeckt zu haben, seine Frau aus dem Quantenreich zu retten. Da gibt es dann auch ein, wie soll ich sagen, Handgemenge mit einer Superschurkin namens Ghost, die aber keine wirkliche Bedeutung im weiteren Verlauf des MCU hat. Die ist sehr gefährlich, weil die mit seltsamen Quantenverschränkungs- und Phasing Dingen und einen arschcoolen Anzug irgendwelche pseudophysikalischen Magie-Dinge macht. Ja. Und du bist wohl nicht bewandert in dem Feld der Quantenmechanik. Ich auch nicht, aber trotzdem. Ja, so, vor allem so niemand. Ja. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, vermutlich. Ja, aber das ist halt einfach Teilchen, Atome, Teilchen, was auch immer, auf ihre kleinste Einheit runtergeschoben. Die machen ja haufenweise weirdes Zeug, deswegen kann sich die Wissenschaft ja auch auf nichts einigen, was Quantenshit angeht. Richtig. Der Satz gerade war auf so vielen Ebenen Bullshit, Richard. Und im weiteren Verlauf. Da gibt's doch hier diese Quanten-Weirdness, wo die halt plötzlich überall und nirgendwo sein können und sich plötzlich verschmelzen, obwohl sie es gar nicht tun sollten und so. Also Quantenmechanik ist doch all over the place. Die Handlung kommt, wie gesagt, ins Rollen, weil sie die Frau retten wollen. Und helft mir mal im weiteren Verlaufe des Filmes. Am Ende gelingt es ihnen auch. Wie haben sie das denn nochmal geschafft? Das weiß ich gar nicht mehr. Also der Paul Rudd, Ant-Man, hat eine, weil er in der Quantenebene war, zum Ende von Ant-Man 1, hat er eine Nachricht von der Frau praktisch ins Gehirn gesendet bekommen, wodurch sie in der Lage ist, über ihn mit der realen Welt oder mit unserer Welt zu kommunizieren und die entscheidenden Gleichungsänderungen, die sie gebraucht haben, um den Quantentunnel zu öffnen, kann sie denen dann eben mitteilen und dann schafft Hank Pym es, in einem neuen Extra-Anzug mit so einem kleinen Mini-Raumschiff in die Quantenebene zu fliegen und sie da abzuholen. Genau. Und die Post-Credit-Scene ist ja dann, wie sie diesen Tunnel weiter erforschen wollen, aber plötzlich blippen drei Leute, die halt das Ganze überwachen, weg und Ant-Man ist jetzt in der Quantenwelt gefangen. Ja. Ja, genau, halt eben Hope, Hank und wie heißt die Mom nochmal? Ja, die Mom. Ja. Janet. Ja. Der zweite Film hat schon noch so ein paar, wie ich fand, ganz coole Mikrokosmos-Szenen, so wie da das Haus, das zusammengeschrumpft wird und dann als Koffer weggetragen wird. Das war schon cool, ja. Ja, oder wie sie da mit diesen kleinen Autos in der Gegend rumheizen, auch total bescheuert. Ja. Der hat unfassbar guten Wurffähigkeiten mit diesen kleinen Partikeln, die sie da haben, oder diese kleinen Nupsis. Diese Scheiben, mit denen sie Sachen kleiner und größer machen können. Und die auf ein Spielzeugauto zu werfen, das auch noch zu treffen bei der Fahrt, dass das nächste Auto halt groß wird und auf ein anderes ballert. Ey, Richard, das ist erklärt worden. Es gibt eine Trainingsmontage im ersten Teil. Danach kann man alles. Ja, das nach Trainingsmontagen, das wissen wir. Ja, und aber da gibt's wirklich lustige Sachen. Zum Beispiel, dass der Van von dem Peña nachher kaputt geht. Und Ant-Man ihm halt sagt, guck in der Dings nach, in dieser Box nach. Und dann macht er die Box auf und da sind da ganz viele kleine Matchbox-Autos drin, die sich als echte Autos nur in geschrumpft herausstellen. Und solche Sachen. Oder mit so einem gigantischen Petzspender Leute vom Motorrad hauen. So ein Quatsch halt, ne? Ja, das macht dann halt Spaß. Ja, das ist halt geil. Aber wir ahnen hier in dem zweiten Film schon, dass dieser ganze Quantenquatsch irgendwie total seltsam für Storytelling ist. Ja. Weil sich das alles so komisch magisch fast schon esoterisch, abstrakt anfühlt und naja, so wie Richard gerade gesagt hat, sich halt so anfühlt, wie das ist halt alles irgendwie so irrelevant und gleichzeitig doch
von großer Bedeutung. Ich weiß gar nicht, könnt ihr mir folgen? Ich verwandle mich gerade selber in so eine Superposition. Es ist einfach Plot-Device der Film. Die können immer genau das, was das Drehbuch gerade irgendwie braucht. Ist halt wirklich so, ne? Also gerade wenn ihr dann, da kommen wir jetzt ja zu den dritten Teil. Ist geil sein, die Filme zu schreiben, ist doch schon mega easy. Ey, ich stelle mir das so scheiße vor. Stell mir vor, du hättest den dritten Teil jetzt geschrieben. Ja, die ganze Welt hasst deinen Film, weil das Drehbuch muss echt eine Katastrophe gewesen sein. Die Macher hat es noch viel schlimmer. Mhm. Aber auf der anderen Seite, was hättest du denn sonst draus machen sollen? Wenn Disney sagt, mach mal was im Quantenreich und du stehst da, okay. 2019 hatte Ant-Man dann noch einen Auftritt im Endgame. Hier gelingt es mithilfe seiner geheimnisvollen Pim-Partikel durch die Zeit zu reisen und so letztendlich dann Thanos zu besiegen. Und der dritte Film war dann der fulminante Auftakt zur aktuell laufenden Phase 5 des MCU. Ant-Man and the Wasp, Quantumania, Februar diesen Jahres, 2023. Der ist auch brutal gefloppt, tatsächlich. In dem Film habe ich echt dauerhaft Second Screening gemacht, also auf meinem Handy, weil der war so langweilig, der war so blöd. Der war wirklich nur scheiße. Da kommt jetzt Scott Langs Tochter dazu, Cassie. Die ist jetzt natürlich auch so ein Schrumpfheld. Scott, Hope und Cassie, also Ant-Man, Pims Tochter und Langs Tochter, werden wider Willen dann ins Quantenreich gezogen und treffen dort allerlei seltsame Kreaturen. Unter anderem Bill Murray. Also im Quanten, das Quantenreich ist wie so ein fernes Land, wo seltsame Kreaturen leben und so eine ganz eigene Zivilisation entstanden ist. Ja, und komischer Glühbirnenkopf stirbt. Oh nein, Glühbirnenkopf. Mein Gott, was habe ich ihn geliebt. Und du hast das Pitch-Meeting gesehen, ne? Ja, aber ich fand, das war es genau auf den Punkt gebracht, weil er zerstört, mega dramatisch ist. Wer ist denn das? Voll so scheiße. Da muss ich auch sagen, bei diesen ganzen Quantensachen, da hört er doch irgendwann mein Comic-Wissen und Verständnis auf. Vielleicht, das ist so, Mann, ey, das. Also. Ja, vor allem, selbst wenn der Typ in irgendeinem Comic von Anno dazumal mal einen Auftritt hatte, wäre der immer noch scheißegal, so wie er inszeniert wurde. Es ist sowas von scheißegal, dass Glühbirnenkopf drauf geht. Ja. Aber es wird halt inszeniert, als wäre das super dramatisch. Sorry, jetzt haben wir den super wichtigen Plotpunkt vorweg. Überhaupt nicht. Wir erfahren, dass der durch das Multiversum reisende Superbösewicht Kang im Quantenreich sitzt. Der wurde dahin verbannt. Und der hat da aber einen ultraheftigen, totalitären Staat aufgebaut und arbeitet daran, vom Quantenreich aus das Multiversum zu unterjochen. Und das klingt jetzt viel geiler, als in dem Film tatsächlich ist. Ja. Und gemeinsam mit den anderen Weirdos der Quantenebene besiegen die Ant-Leute letztendlich dann Kang und können wieder in die Makrowelt zurückkehren. Und dieser Film ist furchtbar. Ja. Der Film ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Für mich hauptsächlich wegen diesem ganzen Quantenscheiß. Ja. Weil später sprechen wir vielleicht noch kurz über so Quantenphysik-Themen, aber ich kann schon mal sagen, nicht zu lange, weil das furchtbar schwierig ist, in den Kopf reinzukriegen. Und das wirkt für den Normalo oft wie Magie, obwohl es das wirklich nicht ist. Es wirkt nur sehr strange, weil es den Regeln unserer Makrowelt komplett widerspricht. Perfekter Stoff für ein Drehbuch. Ja, absolut. Und so wirkt aber auch diese Story, so sie entzieht sich allen Regeln von irgendeiner Plausibilität. Da passieren halt ständig irgendwelche Dinge, die damit erklärt werden, ist halt quantenreich, deswegen ist das so. Ja, ist halt, und das ist beim Gucken furchtbar unbefriedigend. Ja, ist halt wieder 13-Jähriger auf Crack, der das Drehbuch geschrieben hat, ne? Und dann das, und dann das, und dann, man kann übrigens Modoks Arsch sehen, so, ja. Also bei Modok würde ich gleich auch nochmal 3-4 Sätze verlieren, aber das schieben wir jetzt mal nach hinten. Das Hauptproblem oder die Hauptprobleme an dem Film sind jetzt abgesehen von dem CGI, von Modok und so weiter, also es gibt eine Menge Probleme, also es gibt wirklich eine unfassbare Fülle an Problemen, dieser Film hat. Eine unfassbare Fülle? Geil. Aber das Hauptproblem ist, dass die Dramaturgie halt von Anfang bis Ende überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja. Weil dieser Film, wenn du dir den wenn du es schaffst, dir bis zum Ende anzuschauen, und ich hab's geschafft, ich finde, ich habe dafür einen Orden verdient. Du bist eingepennt zwischendurch, das zählt nicht. Ja, aber ich habe ihn nicht oft pausiert. Und ich habe witzigerweise nichts verpasst. Ich auch nicht. Und ich war bei dem Film sogar im Kino, aber gut, ich hänge halt die ganze Zeit am Handy auf. Und jedenfalls, die Hauptfunktion der gesamten Dramaturgie ist es, Kang vorzustellen. Ja. So, alles läuft darauf hinaus, dass Kang, der Typ, der wie so ein guter Herrscher wirkt,
wo wir alle schon wissen, dass er der Böse ist, weil wir Loki gesehen haben. Ja. Ne, also in der Logik des MCUs. Wir wissen, dass er der Böse ist. Trotzdem tut der Film fast 2,5 Stunden so, als wäre der nicht böse. Ja. Was komplett albern ist. Und die Hauptfiguren, so, jetzt hast du mal ein cooles Team und Michael Douglas, der offensichtlich keinen Bock auf die Rolle mehr hatte, werden auch noch getrennt. Du hast dann auch noch so eine, wir müssen die Leute wiederfinden, gleichzeitig stellen wir den Bösewicht vor. Keine Figur spielt irgendeine Rolle in diesem Film. Naja, doch, doch. Cassie hat doch ihren großen Auftritt als so edgy Teenager, die alles im Fluge irgendwie lernt und kann. Dabei war die einfach nur scheiße und ätzend, Alter. Ja, aber das ist eines von den vielen Problemen, die ich meine. Aber dramaturgisch hat die auch keine Funktion. Niemand hat eine Funktion in diesem Film. Nee, leider nicht. Da hast du schon eine Hauptfigur, die man seit 2 Filmen kennt, die auch noch von einem astreinen Schauspieler gespielt wird. Ich meine, wie gut ist bitte Paul Rudd in solchen dusseligen Filmen? Mega, also, der macht immer Spaß. Ja. Der neue Ghostbusters-Film war auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber ich habe ihn super gerne halt gesehen. Ja. Und dann hast du den und dann macht Disney mal wieder das Typische mit seinen Hauptfiguren. Ja, wir zeigen jetzt mal, dass die eigentlich Stulle sind. Das ist also, ja, fickt euch. Fickt euch. Wer ist denn dann die Hauptfigur in einem Ant-Man-Film? Janet würde ich, in Teil 3 würde ich sagen Janet und vielleicht ein bisschen Cassidy. witzigerweise heißt der Film ja Ant-Man and the Wasp Quantumania. Achtet mal drauf, Hope kommt in dem Film überhaupt nicht vor. Die Wasp, Die steht meistens nur daneben, wenn sie überhaupt mal im Bild ist. Haben die den Titel also ist nicht, komplett weird. Haben die den Titel nicht sogar noch irgendwie, nachdem der Film fertig war und schon so irgendwie Beef abgekriegt hat? Ich glaube, da haben die den sogar noch geändert. Der hieß mal anders. Ich glaube, die hatten den erst Ant-Man, einfach nur Ant-Man 3, glaube ich, genannt. Und dann irgendwann hatten sie dann kurz vor Release, haben sie dann gesagt, nein, der heißt jetzt Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ja, okay. Wo sich dann auch ganz viele drüber aufgeregt haben, so, weil, ey, Leute, so, ja, war wahrscheinlich nötig, weil wir, die Konsumenten, sind Idioten. Wir müssen natürlich wissen, dass es auf Loki und Co. halt aufbaut. Ja, ist schon klar. Ja, also es ist wirklich eine Katastrophe. Und wenn man sich so einzelne, eigentlich wollten wir gar nicht so lange über den reden, aber es steckt echt tief. Das muss mal raus. Ja, das war einfach alles viel zu wild. Es gab für nichts irgendeinen Grund. Dann gab es eine riesige Endschlacht am Ende, wo man gefühlt eine halbe Stunde nicht einen echten Pixel gesehen hat auf dem Bildschirm, sondern nur CGI. Und keine gute CGI. Und es war halt einfach völlig überladen. Der Film war komplett überladen. Während die Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen die ganze Zeit nur da standen und auf Greenscreens gestarrt haben. Man sieht das richtig, dass die auf Greenscreen stehen und Greenscreen-Wände anschauen. Ja. Also niemand reagiert auf, niemand wirkt auch vom Cast, als hätten die Bock auf die Rolle. Am schlimmsten ist wirklich Michael Douglas. Ja. Du siehst ihm wirklich an, dass er keinen Bock auf diese Scheiße hat. Kann ich auch voll verstehen. Er ist ein gestandener Schauspieler, der halt in super Filmen mitgemacht hat. Ich meine, dass er Hank Pym spielt, ist halt super geil. Da hatte der ja auch Bock drauf, hat er genau, ja auch erzählt. Aber die anderen Sachen, das ist halt einfach nur noch scheiße. Vor allen Dingen halt auch so dieser kreative Bankrott, was halt so Sachen angeht, wie das Quantumversum halt zu zeigen, wo du einfach denkst, alles klar, ihr habt also After Effects geöffnet und einfach mal alles angeklickt, was ging, ja? Sorry, aber die Welt sieht einfach aus wie ein Screensaver von Windows XP. Ja. Und zwar über 3,5 Stunden. Ja. Oder 3 Stunden, wie lange der ging. Der ging ja ewig, da kommt er da oben drauf. Übrigens kommt man heute aus dem Wortspiel nicht raus. Ich muss die ganze Zeit dran denken, dass Fried gerade Ant-Schlacht gesagt hat. Die Ant-Schlacht. Die Entscheidung, die sie dann nachher treffen. Ja. Nee, und Mordok muss mir jetzt auch noch mal kurz MODOK. Also, MODOK ist ja eigentlich ein ganz witziger Charakter, so in den Cartoons zumindest damals gewesen. Ich fand den immer irgendwie lustig. Mechanized Organism designed only to kill oder for killing. For killing, glaube ich, ja. Also, bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Es ist halt so eine Ultra-Kampfmaschine, die komplett albern aussieht. Und aber MODOK ist in den Comics eigentlich ganz cool. Ich fand den immer ganz witzig, weil der aussieht wie Kramer bei hier Turtles, ganz genau. Und den da zu sehen. Krang. Danke. Kramer ist Seinfeld. Ja. same, but different. Es gibt auch von Disney eine Animated-Serie mit MODOK in der Hauptrolle, die so extrem satirisch ist und die ist ganz nett anzugucken. Ja, ich fand die auch ganz witzig. Jedenfalls, was sie bei Quantumania draus gemacht haben. Man muss sich das jetzt mal vorstellen, ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert, die meisten von uns werden in irgendeiner Form schon mal Bild- oder Videobearbeitung gemacht haben. Und wenn es nur ist, um eine Story zu posten. Also skalieren, denke ich mal, ist jedem ein Begriff, was man mit einem Bild machen kann. Ja? Du ziehst es größer. Und die haben offensichtlich einfach nur die Fresse von Corey Stoll, also hier Yellow Jacket, beziehungsweise Darren Cross, der Böse aus Teil 1. Die böse Glatze. Genau, die böse Glatze, der in jedem Film die böse Glatze spielt. Die haben einfach sein Gesicht genommen und bei der Skalierung eine Achse ausgemacht, sodass er nur zur Seite skaliert wird. Ja. Und das war das Gesicht von MODOK. Ohne Scheiß.
guckt euch das an, das ist nicht mehr, das ist wirklich das. Und das sieht so billig aus, das sieht so plump aus. Weil einfach nur hässlich. Weil er vor allen Dingen auch im Vergleich zu seiner Umwelt, bei der, wo auch mehr Arbeit wahrscheinlich reingeflossen ist, halt einfach auch unscharf und matschig aussieht teilweise. Ja, weil der einfach nur mies. Der ist einfach nur zur Seite skaliert. Du, davon wird das Bild nicht besser. Die dachten wahrscheinlich, das ist witzig. So, und der, es gibt ein ganz geiles Interview von einem aus dem VFX-Department, der an Ant-Man gearbeitet hat. Er hat mittlerweile einen ziemlich geilen YouTube-Channel, wo er ganz viele Sachen halt so aufdröselt. Okay. Und der auch sich massiv darüber beschwert hat oder halt auch bestätigt hat, was die Leute sagen, so die Effekte werden immer schlechter, wo er halt auch meinte, so, ja, soll ich euch sagen, warum? Weil Aufträge an VFX-Studios vergeben werden, wie bei Architekten, nämlich durch Wettbewerb. Das Problem ist an der Sache, Disney meldet sich dann bei dem Studio, sagt, hey, wir haben 2000 Shots, die umgewandelt werden müssen, gebt uns mal euer Angebot, das machen die bei mehreren Studios, und die lowballen sich halt gegenseitig raus aus dem Game. Unterbieten sich, ja. Genau, damit die den Zuschuss halt kriegen. Das Problem ist dann halt nur, in dem einen Shot müssen Raucheffekte gemacht werden, was relativ simpel wohl halt ist. Mhm. In dem nächsten Shot, der bearbeitet werden muss, muss eine komplett animierte Welt plus eine Figur halt irgendwie noch, die komplett CGI ist, animiert werden. Es gilt aber trotzdem als ein Bild, wofür du ein Angebot abgegeben hast, was dazu führt, dass diese Studios völlig überarbeitet, völlig unterbesetzt und völlig am Arsch irgendwann sind. Und unterbezahlt. Und unterbezahlt, ganz genau. Ja. Und deswegen werden die Effekte immer schlechter, weil Investoren und Co. interessiert die Scheiße nicht, weil wir jetzt Konsumenten fressen. CGI ist halt Massenware mittlerweile, ne? Ist nichts Magisches mehr wie früher, das ist ein Massenprodukt. Ja. Das hat nichts mehr mit dem T-Rex aus Jurassic Park zu tun. Nee, Mann. Ja, ich brauche 1 Million Eierkartons. Wer kann sie mir am günstigsten pressen? Ja, genau so ist es. Ganz genau. Ja. Super traurig. Ja, der MODOK ist echt der Beweis dafür. Ich wollte zu dem MODOK auch nur noch einen Flash Satz sagen. Auch. Der MODOK ist da ja so eine furchtbare Witzfigur, ne? Also er ist auf der einen Seite schon irgendwie gefährlich, aber eine komplette Witzfigur, wie er von allen behandelt wird. Also so ein extremer, wie sagt man, niedrig Statuscharakter. Der hat einen ganz, ganz niedrigen Status. Alle behandeln ihn als Witzfigur. Und ist auch komplett überflüssig. Und am Ende stirbt der und liegt sterbend am Boden. Und während er stirbt, machen die Leute um ihn rum, allen voran Ant-Man selbst, noch super geschmacklose Witze über ihn. Ja. Was witzig sein soll in der Situation, weil MODOK ist ja ein totaler so eine Witzfigur. Da er aber gerade wirklich tragisch sterbend ist, war die Szene für mich unerträglich. Das war voll respektlos diesem seltsamen Skaliermonster gegenüber. Und dadurch habe ich dann am Ende gedacht, ey, jetzt bin ich doch wieder für MODOK, die anderen sind Wichser. Ja, ohne Scheiß, genauso ging es mir auch. Ja, voll. Vor allem sein Konflikt, weil er ist ja die Killermaschine, bla bla bla, hat den Auftrag, Ant-Man zu töten und so weiter, wird gelöst, indem die Tochter von Ant-Man sagt, don't be a dick. Und er, ja, okay, cool, jetzt bin ich der Gute für 1,5 Sekunden und dann sterbe ich. Naja, Christen. Was war die Sender? Wer hat das geschrieben? Christen. Ja, aber weißt du, ich bin ja auf der Seite der Drehbuchautoren in diesem Streik, logischerweise, ja. Die sind nun mal das Herz eines jeden Films. Aber wer das geschrieben hat, hat es verdient, von KI ersetzt zu werden. Alter Schwede, jetzt ohne Scheiß. Jetzt schreiben wir aber richtig von den Filmen weg in 1000 Sphären. Das ist wie ein Ant-Man-Film. Ja, wir gehen hier. Meine Shitstorm Güte. Der amerikanischen Writers Guild incoming. Ja, und zwar jeder Einzelne, der schuld an solchen Drehbüchern ist, sollte aktiv ersetzt werden. Man bucht ihn und lässt eine KI das Ding schreiben. Ja gut, du weißt ja, es kann sein, dass da super geniale Leute dran gesessen sind, aber dass der Druck von außen, vom Studio und Änderungen denen dann das Leben schwer gemacht hat. Also nicht die Autoren, sondern ist halt... Ist schon klar. Die, aber trotzdem hat das irgendwer geschrieben. Chief Executives, die das in Auftrag so gegeben haben und gesagt haben, weißt du, da kann ja sein, dass da ein 1A-Drehbuch lag, was voll geil waren. Die saßen da, nee, hier brauche ich noch einen Arsch-Joke, hier, komm, lass mal über den Bösen ein bisschen Witze machen und ja, nee, Khan wird mir zu schnell revealed, so, nee, mach das mal später. Aber ja, wir wissen doch schon, dass er der Böse ist. Nein, der Film ist ja ein Standalone-Film, der sich aber in alles einführt und die neue Phase, deswegen tu so, als wäre er der Gute. Genau. Übrigens, unsere Abonnenten sind alles Vollidioten mit dicken Portemonnaies, erklär einfach mal alles in dem Film. Ja. Es gibt ja schon wirklich viele Filme und Kunstprodukte, wo man sich streiten kann und wo es verschiedene subjektive Meinungen gibt, auch unter uns drei. Aber das hat auch mein Glauben an den Geschmack des Mainstreams wenigstens ein bisschen wiederhergestellt. Bei Ant-Man 3 war sich praktisch die ganze Welt, das ganze Multiversum sicher, dass das ein Haufen Scheiße ist. Und das wurde dementsprechend an den Kinokassen dann auch abgestraft. Ja, wollte gerade sagen, es gibt dann immer wöchentlich eine Abstimmung und Ant-Man hat einfach nur verloren. Ja. Aber ja, trotzdem IMDb-Rating von 6,1.
Das ist brutal wenig für einen Comicfilm. Das ist für Marvel sehr wenig. Ja, ja. Aber es ist immer noch mehr, als er verdient. Also ich hätte ihn eher so bei 2,9 oder so, weil ja, ein paar Hardcore-Fans gibt's immer. Ja, so, weißt du, auf der Höhe von Daniel der Zauberer, ey, von nun mit Daniel Kübelberg. Das ist aber halt auch einfach IMDb und Co. Also Amazon haben die Bots jetzt nicht viel gekostet für Rings of Power, aber ich glaube bei Ant-Man und solchen Sachen, ja, komm. Man verliert den Glauben daran. Ja, das waren sie, die Ant-Man-Filme. So schnell haben wir, glaube ich, noch nie so eine Filmreihe zusammen besprochen. Das sind auch nicht viele. Und es wäre ja noch 10 Minuten kürzer gewesen, wenn wir uns nicht in unserem Hass auf Ant-Man 3 verharkt hätten. Ja, dieser Film ist halt einfach wirklich ein Produkt von so vielen jahrzehntelangen Hardcore-Gier und Ausbeutung innerhalb der Industrie, was wir dann als Produkt. Das ist so geil, weil normalerweise wird über sowas halt immer geredet. Und das sind Sachen, die irgendwie wie Feenstaub einfach in der Luft hängen, so reden hören sagen. Aber jetzt hast du aktiv ein produziertes Stück Scheiße, wo du solche Leute sagen, guck dir die Fehler daran an. Ja, also Quantumania ist praktisch die logische Konsequenz aus der Beschissenheit von Eternals. Mhm. So, Eternals wirkte so, oh, jetzt geht's bergab. Und Quantumania ist der Beweis, und zwar sehr steil bergab. Bauchgefühl liegt richtig. So. Ja. Gut, dass kurz danach Guardians 3 kam und den Karren wieder so ein bisschen aus dem Dreck gezogen hat, weil der Film einen Fick aufs MCU gibt und einfach einen dritten Guardians mal gemacht hat. Ja. Also das MCU ist echt komplett im Arsch, wenn die nicht den Karren ganz schnell rumdrehen. Ja, ist halt echt so, ey. Ja, lasst uns tatsächlich jetzt schon sprechen über Ant-Man in den Comics. In meiner Fantasie gibt's in den Comics voll viele super kreative, abgefahrene Geschichten, wo dieser Mikrokosmos auf kreative Art und Weise Probleme hervorruft, Konflikte schafft, super geile Ideen, wo man durch Schrumpfen oder Wachsen irgendwelche Gegner auf kreative Weise umbringt oder stoppt. MacGyver-Style. Ja, deswegen bin ich mal gespannt. Was wissen wir über Ant-Man aus den Comics? Ja, was soll ich dir sagen? Also die Geschichten sind langweilig, aber es wurde sich dann irgendwann sehr auf die Figur gestürzt, weil als sie nämlich genau das nicht machen konnten, nämlich geile Geschichten mit jemandem, der sich schrumpfen oder extrem groß machen kann, das ist immer so ein Eye-Opener, auch in den Comics, dann ist das halt ganz geil, dass er das plötzlich halt kann. Das ist ja wie eine Abraham Lincoln-Actionfigur, die auch den Karate-Griff kann oder sowas halt. Ne? Ist halt ein geiles Verkaufsargument halt irgendwie. Aber die Geschichten, wie gesagt, weil diese ganze Sache so geistig auch unfassbar ist, hat man sich halt angefangen, auf die Figur halt einfach zu stürzen. Und da hat der sehr interessante Probleme, will ich mal meinen, so auf menschlicher Ebene. Also die haben ganz schön viel an dem rumgedoktert. Aber fangen wir noch mal an mit dem ersten Ant-Man, und zwar the one and only Hank Pym. Ne? Der Pimp unter den Ameisen. Erschaffen von Stan Lee, Jack Kirby und Larry Leiber. Also drei Leute haben den zusammen gemacht, hatte seinen ersten Auftritt, Fred hat es schon gesagt, 1962 in Tales to Astonish, also Geschichten zum Erstaunen, Nummer 27. Und war tatsächlich in der Covergeschichte, und zwar Der Mann im Ameisenhügel. The Man in the Anthill, so hieß der ganze Shit damals. Und handelte davon, dass Mann, Hank Pym, sich selber schrumpft und von Ameisen und Bienen angegriffen wird. Ne? Okay, soweit so, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ganz genau, soweit halt Comics in den 60ern. So ist ein netter Zeitvertreib, kannst du auf dem Klo lesen, coole Geschichte, denk drüber nach, aber nicht zu viel. Ist doch ganz witzig, wir haben dir 8 Minuten deiner Zeit geraubt. Ja, ganze 8 Ausgaben später haben sie ihn dann tatsächlich selber einfach zum Superhelden gemacht, nämlich dann in derselben Serie, Ausgabe 35, also Tales to Astonish, war er dann offiziell Ant-Man. Und diese erste Ausgabe mit ihm als Ant-Man war ein Mega-Hit, weswegen sie es weitergeführt haben. Das Problem ist, danach nie wieder. Ui. Okay. Am Anfang war das einfach nur irgendein Dude, der plötzlich im Ameisenhügel stand. Das war noch gar nicht Hank Pym mit seinem ganzen Science-Kram. Nee, so richtig noch nicht. Also er hatte schon den Namen, aber es war noch nicht so richtig diese ganze Ant-Man-Geschichte. Weil, dass er wirklich eine Backstory bekommen hat, ist halt Comics. Das kam erst später, dass sie sich wirklich eine Hintergrundgeschichte dazu überlegt haben. Damals, als das rauskam, war das so ein typisches so Pulp Fiction einfach nur. Eine Geschichte, so wie der, der 6-Millionen-Dollar-Mann oder solche Sachen oder der Cyborg-Android oder was auch immer. Es waren einfach interessante Geschichten, wie kleine Gedankenexperimente in Comic-Panel halt gepresst. So, ne? Ja. Ja, wie so Kurzgeschichtensammlungen von Autoren. Ja, genau. Da gibt's ja ganz viele. Ich denke mir mal was aus. So, ja, genau. Und das ist halt auch mit Ant-Man dann passiert in dem ganzen Ding, weil außer, dass er halt irgendwie mit Ameisen reden konnte und die erste Geschichte ist auch, er wird geschrumpft und vergisst dabei, als er dann klein ist, dass sein Großmach-Serum irgendwo oben auf dem Regal liegt, weil er vergessen hat, fuck, jetzt bin ich ja klein, jetzt komme ich da ja nicht mehr runter.
rennt aus dem Haus, ruft nach Hilfe, keiner hört ihn, er fällt die Treppenstufe runter, landet im Rasen und stellt plötzlich fest, Ameisen sind fucking gefährlich, so, und der schafft dann halt über Umwege, dann wieder ins Haus zu kommen mit der Hilfe der Ameisen, um dann von dem Serum zu süffeln, um dann das Ganze wieder rückgängig zu machen. Mhm. Zerstört es dann auch in den Comics kurz darauf halt auch, weil er sagt, so, das ist viel zu gefährlich, weil wir sind ja in den 60ern, die Sowjets könnten es ja in die Hände kriegen. Mhm. Und zerstört die ganze Scheiße dann halt auch, weil das erste Comic endet auch wirklich damit, dass sie sagen, das war die erste und einzige Geschichte von Hank Pym als Ant-Man. So, es hört wirklich, es hört da auf. Mhm. Die machen kein, oh, er wird vielleicht wiederkommen oder irgendwann werden wir kleine Menschen brauchen oder was auch immer. Das ist falsch. So, in den Comic-Heften gab es keine Post-Credit-Scene. Ich wollte gerade sagen, die Post-Credit-Scene, die immer so aussieht, Ant-Man and the Wasp will return. Ja, ja, genau. Ja, und im Laufe der Zeit hat er halt, wie gesagt, in den 60ern, das war alles sehr politisch. Und Ant-Man ist so ein, der hat nur die weirden Geschichten erlebt. Ich habe eine, die ich gelesen hatte, die war sehr, sehr geil. Da hindert er die Sowjets daran, eine intelligente Affenarmee aus Gorillas aufzustellen. Zum Beispiel. Voll geil. Bitte was? Ja. Also die Sowjets wollten aus Gorillas eine Armee machen, aus Gorillon. Eine Armee, nicht aus Gorillas, dieser Firma mit den Fahrrädern. So, aus denen wollten sie eine Armee machen. Nee, also, die wollten den echten nicht Guerilla, sondern Gorillakrieg. Nee, Gorillakrieg, ja. Okay. Und die sollten der US-Regierung dann in den Salat wichsen. Ja, genau, so in etwa halt. Nice. Und da, bei solchen Sachen hat er dann geholfen. Das waren so Spionagegeschichten dann immer so ein bisschen, wo er halt dann mit aufkam, mitgeholfen hat oder solche Sachen. Tatsächlich in Ausgabe 44 aus derselben Reihe kam dann auch schon seine Laborassistentin und Freundin Janet Van Dyne als The Wasp dazu. Hatte da auch schon relativ früh ihren ersten Auftritt. Also die kam nicht erst Jahrzehnte später. Die war so, ich glaube, im ersten Jahr sogar war die schon gleich mit dabei. Mhm. Interessant. Jo. Und wie gesagt, zu seiner Geschichte ist alles erst später gemacht worden. Aber Dr. Henry Christopher Hank Pym war ein brillanter junger Biomechaniker und wuchs in Armut in Nebraska bei einer gewöhnlichen Familie auf. Er hat einen Doktor in Nanotechnologie und ist darüber hinaus auch noch Experte der Quantenphysik, Robotik, Kybernetik und künstlicher Intelligenz. Was und man so ist in den 60ern. Und ja, der kocht einen fantastischen Kaffee. Genau. Ich hab Google Hope, der zieht dir einen Schlipper aus. Ich habe irgendwo gelesen, er wäre Biophysiker. Und dann dachte ich, was ist denn das? Und nachgeguckt, gibt's tatsächlich. Ich wollte mich schon drüber lustig machen, aber es gibt tatsächlich Biophysiker. Ja. Ja. Zu seiner Motivation, das ist halt mega geil. Sein Vater hat sich halt immer beschwert, dass er mit allem, was er so halt kann, irgendwie nichts Hilfreiches erfinden konnte, was die Familie halt irgendwie reich gemacht hat. Geiler und Ant-Man hat jetzt nicht, oder Hank Pym hat nicht diese tragische Geschichte, wie, weiß ich nicht, mein Serum hätte dabei helfen können, einen Krebstumor aus irgendwem rauszuholen oder sowas. Nee, seine Familie war einfach scheiße, dass er, obwohl er so intelligent ist, die nicht reich gemacht hat. Und die Einzige, die ihn unterstützt hat, war seine Oma. Ey, das klingt wie eine absolut realistische Geschichte. Auf Oma Pym, würde ich sagen. Auf Oma Pym, volle Pulle, ja. Jo, in den Comics ist nach einem Urlaub, witzigerweise auch noch in Ungarn, dass das auch mal beschrieben ist, aber nach einem Urlaub in Ungarn ist seine Frau ermordet worden. Und Hank beschloss, Unmenschlichkeit und Ungerechtigkeit zu bekämpfen, wobei er seltene Partikel fand, die die Größe und angeblich auch die Dichte von Atomen beeinflussen konnten, die sogenannten PIM-Partikel. Mhm. Genau, und eigentlich wollte er diese Partikel eigentlich erst nutzen, um seiner Familie reich zu machen, denn eigentlich wollte er die erst dem Militär verkaufen anfangs. Nämlich, damit sie große Truppentransporte ganz klein halt machen können. Oder also das, was Darren Cross in Ant-Man 1 versucht. Ganz genau. Das war eigentlich auf Hank Pyms Mist eigentlich mal gewachsen. Und zu Hank Pyms weiterer Vergangenheit kommen wir ja gleich noch, weil der hat einen ziemlich unrühmlichen, kann man sagen, Rekord im MCU, wofür er bekannt ist, weil der ist nicht ganz so geil. Das ist später, wo haben sie das auf die Pym-Partikel zurückgeführt, nachdem es sogar in den 60ern mega Backlash gab dafür. Oh. Ja. Einmal zu den Partikeln. Es gibt in den Comics eine Erklärung dazu, was sie halt machen. Und zwar erklären sie es damit, dass die Partikel extradimensionell sind. Und sie extrahieren Masse in andere Dimensionen. Also die Masse, die du verlierst, geben sie in eine andere Dimension ab. Und wenn du wieder wächst, nehmen sie das aus einer anderen Dimension halt einfach wieder heraus. Das heißt, dieses Ungleichgewicht von Masse in den Dimensionen gleicht sich halt dadurch wieder aus, indem diese Partikel die Fähigkeit besitzen, das abzugeben, aber auch wieder zu holen. Da habe ich jetzt eine Frage. Wenn ich jetzt auf unserer Erde steht da so ein Hank Pym, schrumpft sich. Und auf Erde 137 stehe ich meine Alternativversion dann vor, einfach rum. Und auf einmal kommt so ein Haufen Fleisch und landet auf dem Boden. Ja, Mann, ja. Da kommt dann so ein Hank Pym-Hautsack aus dem Nichts. Das ist ja das, was Rick und Morty mal aufgedröselt haben mit diesem Restart-Button. So, ja, alles, was du tust, muss die Masse, die du verbrauchst, um quasi zu restarten,
der Morty muss irgendwo ersetzt werden. Also theoretisch hast du recht. Und wenn du dann wieder wächst, muss diese überschüssige Masse, dieser Hautsack aus der anderen Dimension ja wieder rausgenommen werden. Was ist, wenn in dieser anderen Dimension, also in Comics sind andere Dimensionen ja immer so parallele Welten, was ist, wenn in der Zeit auf der anderen Seite irgendjemand da reingekotzt hat oder dagegen getreten ja, hat? Ja, oder die gegessen. Oder dein, den Hautsack gegessen hat. Platzt du dann? Fliegt er dann aus dir raus? Du müffelst nach Urin plötzlich. Oder noch eine andere Frage. Sind die PIM-Partikel, markieren die die Teile, die sie wegschaffen, also die Partikel, werden die markiert und es sind exakt die gleichen? Oder verliert dann irgendein anderer Hank Pym auf einmal einen Teil seiner Masse? Ich find's halt, ja, verliert einen Teil. Ich find's halt voll interessant, weil vor allen Dingen, welche Partikel, also passiert das ja ganz körperlich oder bist du der Hank Pym in einer anderen Dimension und kriegst plötzlich ein Riesenauge oder so? Ja, von, Leute, voll der Cronenberg. Riesige Zunge und bevor das halt irgendwie wieder rückgängig war, bist du kurz vorm Verrecken, weil du keine Luft kriegst. Das sind halt so 60er-Jahre-Science-Fantasy-Erklärungen. Die musst du einfach schlucken. Ja, gutes. Ich schluck hier gar nichts einfach. Ich will das jetzt hier auch diskutiert haben. Ja, aber gutes Stichwort schlucken, denn die PIM-Partikel waren anfangs, als er sie extrahiert hat, waren flüssig. Später sind die dann, hat er sie in Gas umgewandelt. So Spray, ja. Ja, das halt einfach, wenn jemand die nimmt, er hat rausgefunden, wenn du das einatmest, dann schrumpfst du halt schneller. So, so weit, so logisch, ne? Schneller, naja, als du normal schrumpfst. Ja, genau. Vom ganzen Alkoholismus und Altern. Was? Ach so. Ja, perfekt. Ja, genau. Und als er dann das Mittel halt, wie gesagt, erst fürs Militär einsetzen wollte und dann ihm das Ganze aber auch alles zu gefährlich halt irgendwie war, weil er sich dachte, na, das ist schon irgendwie ganz krass, was die halt irgendwie können mit extradimensionell sein und solche Sachen, wollte er das Ganze halt auch irgendwie zerstören, bis er sich dann darauf selber besonn, dass in seinen Händen kann das ja was Gutes sein. Natürlich. Ja. Wie Iron Man halt. Ja, natürlich. Ja. Das ist bei so Superhelden, das habe ich mir heute beim Gucken von Ant-Man 1 auch noch mal wieder gedacht. In der Hände von demokratisch geführten Nationen sind solche brutalen Waffen immer ein Riesenproblem. Aber in der Hände von einzelnen Menschen, die der Meinung sind, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, ist es super. Ja, irgendwelche exzentrischen Milliardäre in gruseligen alten Häusern und mit Ex-Knackis. Ja, mit einem Alkoholproblem. Super. Ja. Ich gebe dir die potenteste Technik auf dem Planeten. Mach einfach das Richtige, komm. Ja, vor allem, ich meine, Scott Lang ist allein im MCU schon zweimal von der Regierung verknackt worden. Also der Typ ist echt nicht vertrauenswürdig. Der ist einfach illegal nach Deutschland geflogen, um sich mit seinen Jungs zu prügeln. Also, verkatert. Verkatert. Damit ist er eine Art Hooligan. Ja. Ja, Mann. Ja, Mann, Scott Lang ist der Hooligan des MCU. Ja, Oi-Ant-Man. Oi-Man. Verhext. Jinx. Ja, wie gesagt, in seinen Händen supergeiles Ding. Er hat seinen schwarzen seinen roten Schlafanzug dann rausgekramt und hat diesen Ant-Man-Helm halt gebaut, weil er sich halt dachte, so, hey, wenn die Ameisen mir halt einmal geholfen haben, vielleicht sind die ja auch hilfreich gegen andere Sachen. Achso, die Geschichte davon Beginn ist kanonisch. Ja, ja, die, okay. Genau, die ist kanonisch. Also er hat sich wirklich diesen Helm gebaut, um mit Ameisen zu quatschen, was ja dann, wie gesagt, auch Storytelling-technisch irgendwann an seine Grenzen stößt, nämlich so viele Geheimagenten kannst du mit Feuerameisen einfach nicht bekämpfen. Ja, so, und selbst wenn immer auf die gleiche Art. Ja, so, vor allem das Ding ist halt, die sind irgendwann auch relativ leicht, naja, außer Gefecht zu setzen. Da brauchen die Agenten ja nur eine Wolldecke mitnehmen und die über die Ameisen schmeißen oder ein Stück Zucker irgendwo hin. Aber hey, wir wissen doch, nichts macht fiesen russischen KGB-Agenten so viel Angst wie juckende Eier. Da waren es immer die Schienbeine und die Waden, aber ja, juckende Eier auf jeden Fall. Ja, weil er nicht gezielt hat. Der wäre viel effektiver gewesen, wenn er immer hit the balls. Alter. Mein Skrotum. Go for the balls. Go for the balls, genau. Ja. Ah, mein Skrotum juckt. Zack. Dabei. Bude SSR gestürzt. Zack. Ja. Oh Gott. Ja, zu The Wasp brauchen wir eigentlich auch gar nicht euch viel erzählen. Ich hab's mir trotzdem einfach mal mit rausgeschrieben, weil wie gesagt, Hank Pims auch. Ich brauch's nicht erzählen, tu's aber trotzdem. Ja, weil Hank Pims Originalfrau, wie gesagt, ist in Ungarn beim Gulaschessen halt verreckt, ne? So, und Janet. Die ist gar nicht im Quantenreich verschollen, im Comic. Nee. Ist ja auch Janet. Vor allem ist es nicht Janet. Janet wird seine zweite Frau. Ach so, genau. Okay. Janet wird seine zweite Frau, sie kommt nämlich zu ihm ins Labor, irgendwie als Assistentin oder sowas, und er weist sie halt auch erst ab und solche Sachen, aber als er ihr dann ins Gesicht sieht, erkennt er
die Ähnlichkeit zu seiner Frau, was ich derbe weird finde, und verliebt sich halt Hals über Kopf in sie. Scheißegal, wie der Charakter ist oder so, aber die sieht aus wie meine Uschi, also finde ich die toll. Wow, ja. Die 60er. Und genau, und als Janet sich irgendwann überraschend bei Hank meldet, via Telefon und sagt, ihr Vater wurde von einem Alien getötet, glaubt er erst, dass sie lügt, doch hilft ihr dann doch als Ant-Man. Das Comic geht übrigens wirklich so. Das wird doch nicht weiter aufgelöst, welches Alien das ist. Die bekämpfen wirklich ein Alien. Aha. Ich habe letzte Tage, da das ja in den 60ern spielt, war das doch wahrscheinlich Quark, der in Roswell gelandet ist. Ja, stimmt. Das wissen wir aus die Star Trek Deep Space Nine. Ja. Wunderbar. Ja. Der hat bestimmt Ant-Mans Frau getötet, ja. Quark aus Deep Space Nine. Der hat die nicht getötet, der hat die verkauft. Für Profit, ja. Finde ich super. Wie Hank, also im Sinne von Hank Pym, ne? Ja. Ja, genau, er macht ja halt den Wespenanzug und den Helm halt auch einfach, ne? Und dass sie dann fliegen kann. Ja. Er ist Gründungsmitglied der Original-Avengers neben Thor, Iron Man und Hulk. Aha, jetzt wird's spannend. Der Name der Avengers stammt tatsächlich von The Wasp. Genau, weil. Also, da gibt's eine kleine, das ist nur ein kleiner Disput unter Comic-Fans halt irgendwie, weil als Thor, Iron Man und Hulk eigentlich das Labor von Hank Pym verlassen wollen, sagt er noch kurz, wartet einen Augenblick. Und The Wasp sagt dann aber, hey, wie wär's, wenn wir uns das nächste Mal, wenn wir uns treffen, wir einfach eine Initiative sind und einen geilen Namen haben. Wie wär's mit The Amazing Avengers oder einfach The Avengers, sagt Hank Pym, und die Avengers sind geboren. Und da ist dann immer ein Riesenstreit. Moment, hat The Wasp jetzt die Avengers gegründet oder Hank Pym? Aber nein, man hat sich darauf geeinigt, das war Hank Pym, weil er sagte, wartet noch kurz. Wow, voll ein Argument. Okay. Was soll ich sagen? Weißt du, wie oft ich in meinem Leben warte mal kurz gesagt habe? Mir wurde nie zugesprochen, dass ich irgendwas gegründet hätte. Ja, aber der Name stammt von Wasp halt einfach. Und ja, das ist die Comic-Geschichte. Hinter der Gründung der Avengers. Ziemlich unspektakulär, kein Besäufnis, keine große Menschenverbrennung oder was auch immer da irgendwie. Vertragsunterzeichnungen, gar nichts. Ah, Mann, das wäre cool gewesen. So eine rituelle Opferung. Wir müssen das feiern. Ja, lasst mal ein paar Menschen verbrennen. Was ist das? Was soll das? Das waren die 60er, das waren wilde Zeiten. Ey, meinst du, woher der Name Burning Man kommt? Aha. Die wollten den eigentlich auch rekrutieren, bis sie gemerkt haben, die Fackel gibt's schon und den Menschen, den sie angezündet haben, das ist einfach verreckt. Ja, krass. Nee, warte mal, die Fantastischen Vier gab's zu der Zeit schon? Ich glaube, ja. Vermutlich. Geil wäre aber, wenn nicht, weil die haben selbst versucht, eine menschliche Fackel zu erstellen. Daher dieses ganze Missverständnis mit Menschen verbrennen. Es hat ewig gedauert, bis es geklappt hat. Also die Avengers, wie wir sie kennen und der Großteil unserer 13-jährigen MCU-begeisterten Hörer und Hörerinnen, wie ging der Satz nochmal los? Also wie wir die Avengers, wie wir die Avengers aus den Kinos kennen, da spielt Ant-Man ja am Anfang keine Rolle bei den Avengers. So, der kommt erst später dazu, aber in der Comic-Vorlage war er nicht nur von Anfang an dabei, sondern sogar wirklich Gründungsmitglied und hat den Namen im Prinzip seiner Frau geklaut. Genau, mehr oder weniger. Also er hat so ein bisschen Mansplaining betrieben und dann war es das halt dann irgendwie. Und, das ist kein Mansplaining, der hat es halt einfach geklaut. Ja, okay. Ja. Aber, und das ist halt so geil, weil Hank Pym ist voll wichtig fürs gesamte Marvel-Universum. Weil nicht nur, dass er die Avengers gegründet hat, nein, er hat auch Ultron gebaut. Ach ja, stimmt. Den bösen Superroboter. Ja. Genau. Ja. Stimmt, er hat Ultron damals gebaut, nicht Tony Stark. Nicht Tony Stark, aber die Geschichte ist ungefähr die gleiche. Also dadurch, dass, weil es gibt eine ganz interessante, wie gesagt, sie haben sich irgendwann von Hank Pym als Abenteurer abgewendet und haben so ein bisschen mehr oder weniger seinen Charakter größtenteils unter Beschuss bezweifelt, genommen. Bezweifelt? Ehrlich? Ja, in den Comics halt auch angefangen, an ihm zu zweifeln, weil, wie gesagt, Hank Pym, um einmal weit auszuholen, der trägt einen ziemlich unrühmlichen Rekord, nämlich war er der Erste in der Comicwelt des gesamten Marvel-Universums, der häusliche Gewalt angewendet hat. Er hat nämlich seine Frau geschlagen. Yay. Und es auch erneut getan hat, also der hat das mehr als einmal getan. Das ist doch kein Rekord. Ja, der ist dafür bekannt geworden halt. Das ist eine kriminelle Charaktereigenschaft. Ich glaube, deswegen haben sie sich auch gegen Hank Pym entschieden, als Protagonist im MCU, weil seine Comic-Vergangenheit ist, dass sich sehr viele Leute darüber aufgeregt haben, dass er seine Frau gebitch-slapped hat. Ja, ja, klar. Also zu Recht halt, ne? So, und das ist Disney und natürlich wollen die damit nicht in Verbindung gebracht werden, deswegen haben sie dann Scott Lang genommen. Meine Vermutung. Und warum haben sie dann Michael Douglas dahingesetzt? Hat der nicht auch so was an den Hacken? Das weiß ich nicht. Ich muss mal Kevin Dieter Jones mal fragen. Ich rufe sie nachher mal an. Ja. Krass. Jo, interessant. Genau. Und zwar zurückzuführen ist das Ganze nämlich darauf, dass im Laufe der Comicgeschichte rauskam, dass die Pym-Partikel in dieser Urform, weil der hat sich damit anfangs immer übergossen, hat sich das immer so über den Arm gegossen und dann später ja eingeatmet,
dass die so unausgereift waren, dass sein Hirn Schaden genommen hat. Und er was haben wir denn hier? Er hat mentale Probleme allgemein erstmal. Er leidet unter Imposter-Syndrom, er hat eine Identitätsstörung, unter starken Depressionen und Wutanfällen leidet er nämlich. Also das, was sie, oder andersrum, im MCU haben sie das ja eingebaut. Da werfen sie dem Cross ja vor, dass die Partikel, die er benutzt, also die ich sag mal, die Kopie der Pym-Partikel, genau, dass die das auslösen, weswegen er ja von dem Zögling von Hank Pym zu Yellow Jacket wird. Ja, genau, aber da ist es halt so, dass Hank Pym oder auch Scott, ich glaube, Hank Pym ist es dann da, die Stimme der Vernunft, ist halt in den Comics original, ist es halt so, dass Hank Pym ein ziemlich unzuverlässiger Frauenschläger ist, der seine Depressionen und Wutanfälle und sein eigenes Minderwertigkeitsgefühl nicht im Griff hat. Jetzt sind wir in den Comics hier jetzt wahrscheinlich, schätze ich mal, so in den Anfang der 70er, oder? Ja, so in etwa. Ende 60er, Anfang 70er, wo wir schon dann fast, wir sind fast in den 80ern sogar. Ach so, ja, dann geht's ja hier bei den Marvel-Comics ja schon Richtung Bronze oder vielleicht sogar Dark Age. Ja, das war so die Zeit, als sie angefangen haben, hier auch so Tony Stark ein bisschen in Frage zu stellen mit dem Comic hier Demon in a Bottle, wo es darum geht, dass er ein Alkoholproblem hat und so. Also da sind die Comic-Helden vermenschlicht worden in dem, was sie halt so tun. Aber Hank Pyms Geschichte klebt halt an ihm wie Armer ja. auf dem Honig. Also ich will das jetzt natürlich nicht rechtfertigen, aber wenn du Ende der 70er, Anfang der 80er ein Comic-Held bist, dann hast du normalerweise Alkoholprobleme oder eine Depression oder irgendwelche anderen Probleme. Und du rauchst mehr, als dass du atmest. Genau, also wenn du ein Comic-Held in ungefähr dieser Zeit bist, dann ist es nicht so unüblich. Mhm. Ja, aber trotzdem eine spannende Vergangenheit. Und die Autos in den 60ern hatten keine Katalysatoren und das hat alles, weißt du, die ganze Luft war voller Smog und so. Ja, und die Kühlschränke waren halt komisch dann. Die Kühlschränke waren viel zu laut. Ja, und Kühlschränke waren zu laut. Ständig dieses, wie hieß das, KFCKW oder sowas. FCKW. FCKW in der ganzen Wohnung verteilt. Vielleicht hat er sich auch nicht die Pym-Partikel, sondern einmal zu oft Haarspray selbst in die Fresse gesprüht. Und das hat sein Gehirn weich gemacht. Genau, Mikrowellen waren noch nicht ganz ausgereift, die gingen auch mit offener Tür, also war schon scheiße. Ja. So war das. Elektrosmog. Ja. Das war in den 90ern, ne? Ja. Weiter. Ja. Ach, keine Ahnung. Da war es die allgemeine Internetpanik. Sitzt dich am Computer, kriegst ein Virus, alle scheiße. Ja. So kam Corona? Jedenfalls, dieser Hank Pym halt, wie gesagt, ist der OG Ant-Man, der ist auch am besten dokumentiert über alles Mögliche, weil gibt's halt schon seit Jahrzehnten, ne? Und darüber hinaus, dass er lange halt Ant-Man war, war er auch Yellow Jacket, Goliath, Giant Man und später wurde er auch selber zu The Wasp, nämlich als Janet in einer der Comicreihen verstarb und in der What-If-Comicreihe ist er sogar Zombie Ant-Man. Yo. Und ja, der derzeitige Stand um Hank Pym in den Comics sieht so aus, dass er mit Ultron verschmolzen ist in der Comicreihe Die Rache Ultrons. Ultrons, ich glaube Avengers Rage of Ultron, glaube ich, heißt das. Im Deutschen, glaube ich, Die Rache Ultrons oder so. Aber da sind Hank Pym und Ant-Man, weil Ultron sich zu einem riesengroßen Planeten geformt hat, miteinander verschmolzen und sind mittlerweile eins. Stark. Ist Hank Pym nicht auch gestorben in den Comics und wurde dann von irgendwie zwei S.H.I.E.L.D.-Agenten ersetzt? Erst von einem, der dann auch gestorben ist und dann kam noch ein anderer? Bin ich hier in der falschen Dimension? Nee, du bist halb richtig. Ich bin in einer anderen Comic-Reihe. Ja, das waren Chris McCarthy und Eric O'Grady. Die beiden S.H.I.E.L.D., Low-Level-S.H.I.E.L.D.-Agenten, die nur das Labor bewachen sollten von Hank Pym und einfach den Anzug geklaut haben. Bevor wir zu Scott Lang kommen, das sind so geile Dishonorable Mentions, werden aber trotzdem im Comic-Kanon mit aufgeführt. Nämlich Chris McCarthy, der dritte Ant-Man, Scott Lang war der zweite, der dritte Ant-Man. Ist witzigerweise, die Comic-Reihe ist von den Co-Creatoren von The Walking Dead gemacht worden. Und wie gesagt, er war so ein Low-Level-Agent bei S.H.I.E.L.D., sollte das Labor bewachen und hat einfach den Anzug geklaut. Hatte den aber nur 3-4 Stunden vielleicht, weil der ist kurzerhand, nachdem er das Sicherheitssystem versucht hat zu überlisten, mit einem Laserstrahl in den Kopf getötet worden. Und sein anderer Kollege, Eric O'Grady, der ist danach der Ant-Man geworden und hat so einen Superior-Ant-Man-Anzug, den der vorher halt getragen hat, halt geklaut. Der hat so 4 weitere Arme und so ein kleines Jetpack. Sieht doch ziemlich cool halt irgendwie aus. Aber jetzt kommt's, weil diese unrühmliche Geschichte des Ant-Mans als Arschloch-Frauen gegenüber treibt dieser Eric O'Grady halt auf die Spitze. Denn nicht nur, dass er den Anzug halt danach gestohlen hat, von der Leiche seines Vorbesitzers, sondern der hat den Anzug auch nur verwendet, und das hat er aktiv im Comic gesagt, um als Superheld andere fertig zu machen,
andere auszustechen und um Frauen anzugraben. Das Ganze gipfelte darin, dass er relativ häufig in seinen Geschichten, unter anderem auch Miss Marvel, nackt in der Dusche beobachtet. Oh Gott. Ist oder Miss Marvel nicht irgendwie 14? Oder sich im Ausschnitt weiblicher Brüste halt versteckt. Also das, der Eric, oh, das ist so geil, der Eric O'Grady ist das größte Arschloch im MCU. Der nutzt seine Superheldenfähigkeit wie Bart Simpson, nur um Scheiße zu machen und Leute beim Duschen zuzugucken. Und wo hängst du so ab? Zwischen Titten. Klingt ein bisschen wie dieser komische, geschrumpfte Typ bei The Boys, der in den Schwanz reinspringt und dann wieder groß wird. Naja, oder der unsichtbare Typ aus The Boys, Translucent, der nackt im Frauenklo den Frauen zuguckt. Ja. Ja. Und zwar die Masche. Oder wie der nackt irgendwas macht bei The Boys. Ja. Und Eric O'Grady, wie gesagt, seine Masche ist halt die, er rettet meistens Frauen, um sich anschließend mit ihnen von denen zum Essen einladen zu lassen, um sie dann anschließend entweder unter der Dusche zu beobachten oder um sie zu knallen. Sich zu paaren. Ja, das ist sein Ding. Das macht er. Als Ant-Man. Das wird scheiße. Total geil, oder? Wow. Ja. War witzigerweise auch kurzzeitig Teil der Avengers und später auch der Thunderbolts. Und ja, der ist tot, der starb heldenhaft und wurde dann später als Roboter namens Black Ant wieder geboren. Also das ist eigentlich ein Roboter mit seinem Verstand. Warum man ausgerechnet die von so einem Duschvoyeuristen in einen Roboter packt. Also, dass jemand diese Kraft nutzt, um sie für sowas zu missbrauchen, ist ja total realistisch. So. Ja, ja. Blicken wir alle mal in die düsteresten Ecken unseres dunklen Verstandes. Es reizt einen schon, sowas mal auszuprobieren. Ja? Ich weiß, wie Möpse aussehen. Ich muss mich nicht in Duschen von anderen Leuten. Das sind immer Leute, so, beim Duschen zugeguckt. Das also, ist durch und durch unerotisch. Dass das realistisch ist, ist ja klar. Das würden bestimmt viele Leute missbrauchen, diese Macht. Aber ich stelle mir gerade, wie diese Autoren irgendwo in so einem Raum sitzen und die Handlung der nächsten Ant-Man-Comics besprechen. Und dann sagt der eine, ich habe eine Idee. Der neue Ant-Man rettet Frauen und bumst sie dann. Geil. Und die anderen Autoren gucken ihn an und sagen, ja, lass machen. Ja, oder sitzen einfach nur da, völlig entgeistert. Er ist ein einziger, so der ekelhafteste im Raum so. Endlich spricht's mal einer aus. Endlich das, was ich seit Jahren machen möchte. Also, ich habe folgende Präsentation vorbereitet. Ich habe folgende Vorzeichnungen für Ant-Man in Titten hier im Parat. Fantastisch. Ich habe 6 Servietten, eine klebt ein bisschen, aber sind alles gute Entwicklungen. Das ist schon sehr seltsam. Wie konnte der Teil der Avengers werden? Ich, keine Ahnung, weil er so ruchlos ist oder so. Ich kann mich das noch. Das ist doch der Punkt, wo ich den Charakter irgendwann übersprungen habe. Was hat denn der noch gemacht? Ah ja, war bei den Avengers, dann bei den Thunderbolts. Ja, komm, ey, Alter. Ich kann mich noch daran erinnern, dass mir das jemand erzählt hat. Ich glaube, das war sogar du, Richard, der mir das erzählt hat, dass ganz viele Dinge, die im Kino, im MCU, Tony Stark Iron Man gemacht hat, ursprünglich in den Comics Sachen waren, die Hank Pym, der ursprüngliche Ant-Man, gemacht hat. Ich glaube, das hatten wir also, dass diese, diese Figuren praktisch so ein bisschen ineinander diffundiert, um schon mal beim Thema Mikrokosmos zu sein, dass die so ineinander übergegangen sind. Ja, osmotischen Austausch über die Vorhäute. Ja, das heute ist mal los. Aber was wollte ich sagen? Ja, es kam wahrscheinlich daher, dass viel von den Geschichten von Tony Stark, ne, dem einzigen MCU oder einzigen Marvel-Charakter, den das frühe MCU nun mal nur hatte, relativ dünn waren. Ne? Dann haben sie halt Ant-Man ist albern, Iron Man ist cooler. Die Geschichte von Ant-Man ist aber cooler als die von Iron Man, also stopfen wir die irgendwie zusammen. Also dieser super, super intelligente Wissenschaftler, der die Avengers-Initiative maßgeblich beeinflusst und nach vorne bringt, das war in den Comics gar nicht Tony Stark, sondern das war zu einem großen Teil Hank Pym. Ja, ja, genau. Bevor wir gleich mal zu so kleineren Honorable Mentions kommen, weil dieses ganze Konstrukt von Ant-Man funktioniert super witzig und super geil, wie ich persönlich finde, als Nebencharakter. Weil da zum Beispiel, es gibt eine Ant-Man-Figur in Old Man Logan zum Beispiel, die super gefährlich und super cool eigentlich ist. Old Man Logan war so ein düsterer Wolverine-Comic. Ja, ganz genau, ja. Wo Logan ein alter Mann ist und versucht, den Hulk halt zu töten. Und die Familie Hulk. Die Familie Hulk, genau. Ja. Ach komm, ich sag es einfach, der Name des Jungen ist Dwight Barrett, wird als vollwertiger Ant-Man witzigerweise gezählt. Und der hat ein bisschen lame Aufgabe, weil es ist ein Kind, das diesen Ant-Man-Helm halt auf hat. Und kann sich nicht schrumpfen und nix, bewacht aber eine Brücke, eine ziemlich wichtige, und kassiert da im Prinzip schwarz die Maut, also der presst die Leute.
und sagt denen halt, pass auf, wenn du nicht bezahlst, dann kommt eine Ameisenarmee, also dann schicke ich Millionen von Ameisen auf dich und töte dich. Und sagt das unter anderem einem, ich glaube, mittlerweile einarmigen Hawkeye in der Geschichte. Mhm. Und du siehst dann noch, als er ihn bezahlt und er über die Brücke fährt, siehst du die Unterseite der Brücke, wo schon haufenweise Totenköpfe halt liegen. Weil das scheint er wohl mehrfach durchgezogen zu haben und wirklich erfolgreich wohl offensichtlich. Oh, wow. Ja. Das ist ziemlich krank. Und dann gibt's noch in der ganzen What-If- und Secret-Wars-Reihe gibt's noch James Howlett. Das ist Ant-Man als Wolverine. Wie geil. Die Kombination klingt sehr gefährlich. Finde ich geil. Schau, geht in deinen Körper und mach dein Inneres einfach zu Pudding. Wow. Also ein Typ mit Adamantium-Klingen, der sich aber sehr klein machen kann. Hat der Wolverines nicht das Adamantium, das meine ich nicht, sondern, wie heißt das? Temperament? Er hat alles von Wolverine, er ist nur Ant-Man. In der Geschichte. Das heißt, er würde uns die Frage beantworten, ob man in den Arsch springen und sich dann groß machen kann. Ja, genau. Ja, das macht er so, definitiv. Aber wenn du, kleiner Klugschiss oder kleine Anmerkung, wenn du dich so klein machst, brauchst du keine ultrascharfen Klingen, weil die Klingen, die du hast, sind ja dann irgendwie so auf so Mikrokosmos-Level und super scharf. Fred. Ich glaube, Haarriss in der Lunge ist nicht geil, Alter. Ja, aber brauchst du ja keine Klinge. Du brauchst ja kein Adamantium dafür, wenn du super klein bist. Ja, was soll er machen? Nimm halt ein Taschenmesser mit, Mann. Fred, ich glaube, du hast das Konzept unfassbare Coolness nicht verstanden. Man kann sagen. Wolverine. Mit einem Ant-Man-Anzug. Und Backenbart. Stell mal vor, der würde sich. Ja, genau, Ant-Man mit Backenbart. Stell mal vor, der würde halt mit seinen Kräften, der würde sich irgendwo super, super klein an deiner Kimme halt irgendwie festsetzen, wie so ein Floh. Und wird dann nachts immer nur so ein bisschen groß und sticht dir immer so leicht um den Anus herum, dass du jeden Morgen wach wirst und dein Arsch verheilt halt nicht richtig, weil du ständig Fissuren hast. Das macht dich wahnsinnig. Weißt, und auch wenn du unterwegs bist, dann haut der, weißt du, oben beginnend bei der Kimme seine Klinge rechts und links in die Backen und rutscht dann so langsam runter. Können wir das Wort Fissuren einfach weglassen? Ja, das ist natürlich widerlich. Eine Arschfissur mit einer scheiß mikroskopischen Blechklinge ist wahrscheinlich genauso schlimm wie mit einer mikroskopischen Adamantiumklinge. Ob mein Arschloch jetzt aufgeschnitten wird von einem mikroskopischen Stück Papier oder einem mikroskopischen Stück Adamantium, macht vermutlich keinen Unterschied. Doch, das Papier könnte dann noch kaputt gehen, das Adamantium nicht. Er kann es immer und immer und immer wieder machen. Ich kann sagen, ja. Der muss deine Kimme nie verlassen, um dich zu quälen. Ja, halt voll witzig. Stell mal vor, du bist bei der Darmspiegelung und er hat sich halt einen Gag gemacht und so mitten in deinem Darm irgendwo ist so eine kleine Wohnzimmergarnitur dann drin oder so. Einfach, weil er die nach und nach da reingetragen hat. Ja, pass auf. Ja, der wohnt dann da. Ich verstehe langsam. Wohnt jetzt hier. Ich verstehe langsam. Mit Kabelfernsehen und so. Ich verstehe langsam euren Punkt, weil wenn sich der normale Ant-Man in meinem Arschloch versteckt, um mir dort quälende Fissuren zu verpassen, wo ist das hier hingegangen? Dann könnte ich ihn ja mit einem kräftigen Furz töten, denn das wäre für ihn ein Hurricane der Stufe 99. So. Aber wenn er Wolverines Regenerationskräfte hat, wird er von meinem Furz zwar zu Chunky Salsa verarbeitet, setzt sich dann aber wieder so gruselig zusammen und kann weiter seiner Minenarbeit in mir nachgehen. Du hast dieses unangenehme Kribbeln zwischen den Arschbacken wie nach einem langen Wandertag. Oh mein Gott, ey, ich stell mir das gerade vor, wie das verfilmt wird. Also, du siehst erstmal nur Wolverine in diesem geilen Ant-Man-Anzug, wie er sich mit einer Klinge in irgendeiner fleischigen Masse festhält und so ein krasser Wind ihm so die Haut vom Körper reißt und er sich halt immer wieder und dann Schnitt raus, es ist einfach Freds Arsch, der kräftig einen fahren lässt. Genau, du siehst mich vor einfach nur in der Bibliothek sitzen. Aua. Und bei ihm ist er wirklich so die Haut zerfetzt. Die Partikel gehen weg und seine Gesicht. Wie bei so einer Atomexplosion, ne? Ja, genau. Oh Gott. Geil. Zurück zum Comic Ant-Man. Also es gibt einen Wolverine Ant-Man. Ja, genau. Ich glaube, wir haben auch alles jetzt ausgeschöpft, was der hergibt. Aber ich fand den großartig, deswegen dachte ich, nehmen wir mit rein, ey. Ja, arschcool ist er, ja. Das ist wie The Batman Who Loves. So eine geile Kombination einfach. Ja. Genau, und dann gibt's halt noch Scott Banner. Das ist halt Scott Lang und Bruce Banner. Also der Hulk als Ant-Man. Aha. Da kriegst du Hämatome im Arsch, du. Also, da muss jetzt. Das muss ich erstmal verarbeiten. Ne? Okay, der Hulk als Ant-Man. Also wird er dann als Hulk klein oder wenn er als Ant-Man klein ist und wütend wird, dann groß? Nein, er ist der Hulk. So ein Mini-Hulk. Und wird entweder ein Mini-Hulk. Kann er sich auch zum Giant-Hulk-Man machen? Nee, das kann er wohl nicht. Okay. Mhm. Weil das wäre krass. So Godzilla-mäßig.
Ja, gut, aber der Hulk, über den Hulk haben wir schon gesprochen, der ist ja eh so krass, krass, krass und in manchen Comics so krass, dass er mit ganzen Planeten Bowling spielt. Also, wozu mussten den jetzt noch größer machen? Ja, oder kleiner. Oder kleiner. Ne? Ja. Also. Der verprügelt dich halt auf subatomarer Ebene. Ne? Braucht er aber nicht, wenn der auf deinen Kopf smasht, dann bist du selber eine subatomare der macht Ebene. Halt genau das, was Russell Crowe jahrelang machen wollte. Der geht halt in dich rein und kämpft dann da gegen Krebs. Aber wirklich Faust. Du spielst so Punching Ball mit deiner Lunge. Schlägt dir von innen gegen die Eier. Ich wiederhole, dafür muss der nicht schrumpfen. Der reißt dir den Brustkorb auf und spielt Punching Ball mit deiner Lunge. Richard, weiter bitte. Weiter, bitte. Ja, kommen wir endlich mal zu Scott Lang, ne? Der zweite Ant-Man. Junge, ey. Der zweite Ant-Man wird in den Filmen von Paul Rudd gespielt und wird in den Comics später Fire Ant, was ich ziemlich cool finde. In einer anderen Comic-Reihe. Da wird Scott Lang zu der sogenannten Fire Ant, arbeitet für Hydra. Und später auch dann tatsächlich geht der eine Symbiose mit Venom dann ein. Okay. So im Laufe seiner Comic-Geschichte irgendwann sehr mal. Sehr bunt. Aber cool. Ja. Scott Lang als Ant-Man trat das erste Mal in Erscheinung 1979 in Ausgabe 181 der Avengers. Und ja, wurde wie in den Filmen. Ant-Man, weil er den Anzug geklaut hat. Der wollte den ursprünglich verkaufen, um seine Tochter ja was hatten die, einen angeborenen Herzfehler oder so, ne? Aber er wollte sie retten. In den Filmen nicht, da muss er nur die Unterhaltszahlungen rückwirkend leisten, genau, um sie wiedersehen zu dürfen. Stimmt, und im Comic hat sie, glaube ich, irgendwie Herzprobleme oder sowas. Jedenfalls wollte er den Anzug eigentlich ursprünglich, er hat das Falsche aus den richtigen Motiven halt irgendwie getan. Er wollte seine Tochter retten. Im Laufe seiner Geschichte wird er auch wie so eine Art freier Mitarbeiter von den Fantastic Four, was ich ziemlich cool finde. Und später auch ein vollwertiges Mitglied der Avengers und derzeit sogar Lover von Jessica Jones. Ist das halt schräg, dass ich halt gerade ultra hot finde? Ich finde, die passen irgendwie cool zusammen. Ja, voll. Ich finde Jessica Jones ja eh eine ultra coole Figur. In 2000. Ja, weil du eine der 30 Personen bist, die Netflix-Serie gesehen hat. Und ich hab die auch gesehen. Ich hab die zweimal gesehen. Ich finde die richtig geil. Ja, die Netflix-Interpretationen waren geil, bis auf Iron Fist. Das war scheiße. Und Luke Cage war ein bisschen langweilig, aber. Mhm. Und Defenders war blöd, aber die Einzelserien waren cool. Ja, also einigen wir uns auf Daredevil und Jessica Jones. Daredevil und Jessica Jones waren echt klasse. Und Punisher war cool. Und Punisher, ja, stimmt. Mehr haben sie ja dann nicht geschafft, dann hat ja Disney den in den Finger in den Arsch gesteckt. Ja. 2004 ist er getötet worden in Avengers Heldenfall, so heißt es im Deutschen, das heißt im Original Avengers Disassembled, ist er von Scarlet Witch nämlich getötet worden, kam dann aber 2011 erst wieder, also der war 6-7 Jahre tot, und zwar in der Miniserie Avengers Kinderkreuzzug, einfach die Young Avengers-Reihe ist es. Er verlor im Zuge seiner Comicgeschichte irgendwann leider seine Tochter, die ist von Dr. Doom getötet worden. Und ist auch der derzeitige Ant-Man der gesamten Comicserie und in den Filmen. Aha, also die haben den auch weitergeführt, nämlich was ich ziemlich niedlich irgendwie finde. Und zwar seine derzeitige Comicreihe heißt Ant-Man Volume 1 Second Chance Man. Oh. Aha. Ja, habe ich auch als Leseempfehlung für euch mit drin. Ja, das war zu Scott Lang. Einmal noch ganz kurz die Kräfte von Ant-Man. Er kann seine Größe verändern und die damit einhergehenden physikalischen Vor- und Nachteile genießen. Er hat einen Kommunikationshelm für Nicht-Ameisen, aber allgemein niedere Lebewesen. Das heißt, er könnte theoretisch auch ein Bakterium kontrollieren, wenn er das möchte. Könnte er dann den Hulk kontrollieren? Das weiß ich nicht. Das würde mich auch mal interessieren. Ich habe nämlich genau das Gleiche gedacht. Also es gibt ja mehrere so krasse Figuren im MCU, nicht im MCU, in der Marvel-Lore, die echt stulle sind. Ja, aber vielleicht ist bei dem Hulk halt einfach, weißt du, sein Hirn schwimmt halt in Gammastrahlen aufgeladenem Wasser und deswegen ist das Hirn noch mit einer Extraschicht und deswegen kommt das nicht durch. Ionische Interferenzen. Ja, bla, es gibt bla, schon noch einen Unterschied zwischen dem Hulk-Gehirn, auch wenn er ein sehr doofer Typ ist, und einem Ameisengehirn. Das sind schon noch ein paar Größenordnungen. Ja, aber Richard meinte ja gerade, das gilt nicht nur für Ameisen, sondern für generellen. Ja, ein Ameisengehirn. Fuck, das ist mir in irgendeiner Doku vor ein paar Tagen untergekommen. Wirklich jetzt Gedächtnisprotokoll, stimmt wahrscheinlich null. Ein Ameisengehirn hat irgendwie ein paar hunderttausend Nervenzellen, wenn ich mich recht erinnere. Schon mal was. Ja, aber ein Gehirn von einem Menschen zum Beispiel, das hat mehrere Milliarden. Nicht von allen. Also. Ja. Nicht von allen, ja. Jo, und später
mit den PIM-Partikeln, mit denen ist halt ganz viel gemacht worden. Die haben so peu à peu über die Jahrzehnte immer mehr Sachen halt irgendwie bekommen. Da fand man jetzt mittlerweile heraus in den Comics, wie gesagt, dass wenn du lange genug den PIM-Partikeln ausgesetzt bist durch dieses Inhalieren, fängst du irgendwann an selber, also dein Körper fängt an selber PIM-Partikel zu produzieren. Deswegen gibt es so einen unerschöpflichen Vorrat daran mittlerweile. Also da zapft sich jemand einfach Blut ab und inhaliert das dann einfach oder extrahiert das dann raus. Mhm. Die Nachteile sind allerdings, das haben sie auch geklärt, mittlerweile oder mit reingebracht ins Spiel, wer die Partikel zu lange benutzt oder zu häufig, läuft Gefahr, Geistesverlust zu erleiden, Wahnvorstellungen oder einen kompletten mentalen Zusammenbruch, wie der Original Ant-Man Hank Pym. So. Also wenn du das zu lange benutzt, kriegst du Blade-Heit des Leibes. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe, Gott. Ey, bitte. Richard, das dumme Wort hast du von mir. Ey, benutze es bitte nicht. Ich glaube, das ist so ein ganz schlimmes Wort, das so 19. Jahrhundert Nationalisten benutzt haben, um behinderte Leute zu diskreditieren. Okay, tatsächlich. Aber es klingt schon witzig. Blade-Heit des Leibes ist so ein ganz fieses 19. Jahrhundert Nazi-Wort, okay, um geistig behinderte Leute zu beschreiben. Also, witzig, warum haben die Nazis sich nicht selber so benannt? Ja. Übrigens, ich habe gerade noch mal gegoogelt, ja, tatsächlich ein Ameisengehirn, wenn man das so nennen kann, hat 250.000 Nervenzellen, ein Mensch etwa 100 Milliarden. Das ist schon mal ein krasser Unterschied. Also das mit dem Blut jetzt. Es gibt ja in so Comic-Geschichten wahnsinnig viele Nummern, wenn du mit kontaminiertem Blut von egal wem gefühlt in Berührung kommst, dann hast du das Problem, dass da was auf dich zukommt. Ja, ne? Ist auch egal, wovon du gebissen wirst oder so. Genau, du kriegst prinzipiell, du wirst dich dann verstrahlt und dir fallen die Haare aus. Nee, du kriegst das, was du berührst. She-Hulk ist dann zum Beispiel auch so entstanden. Ne? Die hat das Blut von ihrem Cousin abgekriegt. Ja, Cheeseman, der war zufällig in der Parmesanfabrik und ist in die Verarbeitung geraten. Den Tina Turner-Song kennen wir doch alle. What you touch is what you get. Ja, genau. Darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. So, wenn ich jetzt hingehe und Scott Lang ein paar aufs Maul haue, so wie dieser Knacki da am Anfang des Films, des ersten Teils. Ne? Ja, stimmt, Kumpel, wenn er sein Blut abkriegst, ja. So, und wenn das jetzt aber vollgestopft ist mit PIM-Partikeln, werde ich dann klein und habe ein Problem, weil wie soll ich wieder groß werden? Weißt du, was buddelt Stan Lee aus, fragt den das. Aber das wäre doch voll der geile Move. Ja. Weißt du, einfach ohne Helm rumlaufen, kommt böse an, haut dir in die Fresse, wird klein und ist für immer im Arsch. Ja. Stell dir vor, du buddelst wirklich deswegen Stan Lee aus. Und Zombie Stan Lee steht halt vor dir und du stellst ihm diese Frage und er... Tobi, fick dich. Und legt sich wieder hin. Ja, wie bei Dungeons & Dragons. Wie bei Dungeons & Dragons, wollte ich gerade sagen. Ja. Kann man das? Ja. Voll geil. Ja, Mann. Voll gut. Ja, und ich weiß, Ant-Man ist unser aller Lieblings-Superheld, aber ich habe natürlich auch wieder ein paar Leseempfehlungen für alle, die da reingucken wollen. Ich weiß, dass es nicht tut, aber ich sag's trotzdem. Also, wer mehr über Ant-Man wissen möchte, macht's mir gleich und lest die Tales to Astonish. Entweder die ganze Reihe oder nur Nummer 27, da steht alles drin, was ihr wissen müsst. Avengers 1 oder Nummer 223. Wie gesagt, ich rede hier von den alten Ausgaben. Gesundheit. Verzeihung. Avengers Trial of Yellow Jacket. Das kann ich allerdings empfehlen, das ist ganz geil. Da ist Hank Pym ist Yellow Jacket und da geht es darum, dass er halt auf die schiefe Bahn gerät. So. Das ist ganz cool. Yellow Jacket war der Bösewicht aus dem ersten Teil. Genau. Also der Glatzkopf in seiner kybernetischen Form. Genau, und das ist in seiner kristallinen Form. Ja. In seiner finalen kristallinen Form. Der trägt einen Anzug in seiner Anzugsform. Ja. Young Avengers oder Avengers Kinderkreuzzug heißt das im Deutschen. Oder tatsächlich, die neue Ant-Man-Reihe ist gar nicht mal schlecht. Die ist ein bisschen wie der erste Film. Irrelevant, aber ist ganz witzig zu lesen. Mhm. Und zwar Ant-Man Volume 1, Second Chance Man. Ja. Stark. Leute, wir lassen jetzt mal ganz, ganz, ganz dringend hier in den Raum ein paar Luftmoleküle rein. Boah, das wäre echt cool, Mann. Ja. Voll geil, ja. Bitte. Und dann machen wir gleich weiter und dann sprechen wir übers Wachsen und Schrumpfen. Pack uns auf Geschichten. Ich finde das Thema Schrumpfen so für Science-Fiction-Geschichten mega spannend auf den ersten Blick. Ja. Und ich wundere mich total, dass es vergleichsweise wenig Filme oder Geschichten damit gibt. Es gab in den 50ern einen Schwarz-Weiß-Sci-Fi-Film, The Incredible Shrinking Man, mit dem tollen deutschen Titel Die unglaubliche Geschichte des Mr. C. Punkt. Ehrlich gesagt finde ich den Titel besser als das Original. Da wird ein Typ von einer magischen Wolke getroffen und fängt dann an zu schrumpfen.
und wir begleiten ihn, wie er zuerst einfach nur ein Kleinwüchsiger ist und dann wird er wirklich so wie so ein kleines Tier. Dann betritt er praktisch so die Welt der kleinen Tiere, muss sich mit einer Spinne um ein Stück Brot streiten und er wird dann immer kleiner und betritt dann tatsächlich so den Mikrokosmos. Und das alles mit so 50er Jahre Special Effects und Pappmaché halt dargestellt und der Film hat keine Happy End. Am Ende des Films gibt er in einem traurigen Monolog praktisch zu verstehen, dass er jetzt den Mikroquantenkosmos betritt. Und das ist das Ende des Films. Naja, das ist halt so ein uralt Sci-Fi-Film. Aber ey, good for him, ne? Ja. Dann gab's Gullivers Reisen, wo der Reisende plötzlich auf einer Insel ist, wo alle winzig klein sind. Also durch diesen Umweg ist er praktisch gewachsen. Ja. Und geschrumpft. Auf der anderen Seite sind es ja Riesen und er ist klein. Wie bei Rick und Morty, ne? Wir nannten uns Gigantomania, bis wir gemerkt haben, dass wir mikroskopisch klein sind. Die Reise ins Ich gibt es noch. Der Film, der ist ein Remake des Uraltfilms Die fantastische Reise. Oder vorhin sogar schon erwähnt, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, Ende der 80er. Großartig. Kultfilm unserer Generation, der noch zwei seltsame Remakes, Sequels, sogar noch nach sich gezogen hat. Ja, die waren basiert nicht so das cool. Geile Spiel Grounded auch darauf? Das wollte ich auch noch ansprechen, ja. Es gibt dieses Computerspiel Grounded von Xbox Studios, glaube ich sogar. Ist sehr cool, ist ein kleines Survival-Game, aber leicht. Sagenhaft geiles Spiel. Ich habe es vor kurzem angefangen. Ja. Ich finde es großartig. Ja, ich habe das mit Hebben und den Jungs im Stream komplett durchgezockt, tatsächlich sogar über Monate hinweg. Wow. Und das ist so vom Gameplay, man muss Survival-Spiele mögen, um das spielen zu können. Es ist halt ein Survival-Spiel. Aber das Setting ist einfach arschgeil und so richtig schön liebevoll designt. Du bist halt vier Kids, die in einem Garten, Hintergarten halt, im Garten eben überleben müssen, aber geschrumpft. Stark. Ja, und da so lernst du gegen Spinnen kämpfen und Motten und ich wollte gerade sagen, so Spinnen, Fliegen, Ameisen, alles, was so kreucht und fleucht. Ameisen sind die schlimmsten, Alter. Dann gab's die schlimmsten sind die Radspinnen nachher. Boah, die sind übel, ey. Wolfsspinnen. Erst vor ein paar Jahren gab's den Film Downsizing, den ich nicht gesehen habe, aber der hat einen ganz schlimmen Leumund. Der war scheiße. Den habe ich gesehen. Die ersten 20 Minuten des Films sind so geil. Also wirklich geil. Eine geile Idee. Geile politische Themen. Voll. Müssen zum Beispiel geschrumpfte Menschen volle Steuern zahlen und solche Sachen. Aber haben sie gleichzeitig auch eine volle Stimme bei den Wahlen, wenn sie weniger Steuern zahlen? Blablabla. Super spannend. Und dann wird er einfach nur blöd. Ja. Dann ist ein bisschen Liebesgeschichte, ein bisschen Piu-Piu und dann ist er aus. Ist ein Paradebeispielfilm tatsächlich für Boring Character. Boring Character Design, weil die Figur, die Matt Damon in dem Film spielt, macht in dem ganzen Film keine Entwicklung durch. Der ist am Ende des Films da, wo er am Anfang war. Wenn ich sogar einen Schritt zurück gemacht hat. Aber Downsizing war mit hier The Great Wall. Ich glaube, die beiden Filme haben Matt Damon damals in eine Depression gestoßen, weil die auf dem Papier klangen die geil, deswegen hat er zugesagt, dann waren das voll Scheißfilme. Aber das ist so eine Sci-Fi-Prämisse, die man echt erstaunlich selten findet in unserer Literatur und Popkultur. Vielleicht ja auch, weil sie auf den ersten Blick voll geil und spannend wirkt, aber man merkt relativ schnell, dass man doch nicht so viel damit machen kann. Ja. So kam es mir jetzt bei Ant-Man zumindest ein bisschen vor. Ja, du hast immer die Problematik bei solchen Story-Arcs, Geschichten einfach, dass wenn du dir die Konfliktmodelle so von Figuren anguckst, dann wird es immer auf das Basismodell runtergedampft, nämlich Überleben. Und wenn die Motivation ist, einfach wieder groß zu werden oder zu überleben, dann wird da meistens immer ein sehr vorhersehbarer Film draus. Ja. Mhm. Und es ist im Endeffekt egal, ob du dann klein oder groß bist. Also die Geschichte zahlt nicht so richtig auf die Science-Fiction-Idee dann ein, weil du bist klein. Das ist halt wie bei Downsizing, 20 Minuten lang cool. Und danach musst du halt aber noch 90 Minuten füllen. Genau, und wenn du im Hintergarten bist, dann entweder also irgendwie haufenweise grün, du siehst nichts und alles, was dort eigentlich lebt und sich verstecken kann, will dich töten. Dann kann ich mir auch Predator angucken. Ja. Ist auch viel grün. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft und Ant-Man 1 machen das ja eigentlich sehr gut, weil die halt sehr humoristisch an das Thema rangehen. Da macht's ja auch Spaß. Aber sobald du es ernst behandeln willst, kommst du relativ schnell an Grenzen. Mhm. Also Downsizing hätte es schaffen können, wenn sie auf den Themen rumgeritten wären, weil der war anfangs ja super ernst und trocken, ne, weil es halt eben hauptsächlich um Papierkram und so ging. Und das war sehr spannend, das war eine sehr spannende Idee, wenn es so Arrival-mäßig durchgezogen hättest. Aber haben sie halt nicht. Die haben dann Piu-Piu und
Liebesgeschichte und Boote, die nach Norwegen fahren und da eine Arche. Das war so Christoph Waltz. Und so. Christoph, der war aber lustig. Ja. Christoph Waltz als so ein geschrumpfter Pimp da, so ein reicher Wichser mit irgendwelchen Sexpartys. Das war schon geil. So, und jetzt haben wir endlich mal wieder eine sehr technische Kack- und Sachgeschichte vor uns. So, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Habe ich jetzt mega Bock drauf. Wir sprechen über das Wachsen und Schrumpfen und im Prinzip die tausend Arten, mit denen sich Ant-Man in der Realität wahrscheinlich selbst umbringen würde, ohne dass irgendwelche fiesen Tiere oder so kommen, einfach nur durch Schrumpfen und Wachsen. Erinnert ihr euch an unsere Folge 24, Pacific Rim und die Pornoroboter? Ja, na klar. Ja. Gypsy Danger begleitet mich jede Nacht. Das war November oder Dezember 2016, also in unserem ersten halben Jahr praktisch. Mhm. Eine ganz frühe Kack- und Sach-Folge. Oh, haben wir da noch in das eine Mikrofon gebrüllt, alle Mann? Oder hatten wir da schon? Ich glaube, ja. Haben wir die nicht sogar in der Mitte des Raums aus irgendwelchen komischen Gründen aufgenommen? Nicht am Tisch, sondern auf der Couch? Nee, da saß sogar schon am Tisch. Ja? Ich habe nie auf der Couch aufgenommen, weiß ich. Okay. Wir haben schon, also doch, ich bei einer Hub- und Pup-Geschichte. Ja? Ja. Nee, da haben wir die Plätze aber gewechselt. Die Mikros es gab auch mal eine Hub und Pup, wo wir alle auf der Couch saßen. Aber wurscht, wurscht. So, wir haben nämlich heute ein Wiedersehen mit dem Quadrat-Kubik-Gesetz. Yeah. Und das ist mega spannend, weil das in so vielen Superhelden und auch Monstergeschichten, allgemein Sci-Fi-Geschichten, uns die Möglichkeit gibt, die Handlung als Bullshit zu entlarven. So, das Quadrat-Kubik, und wir hatten das in dieser Folge über Pacific Rim auch schon besprochen, aber wir machen es heute nochmal und besser, weil wir sind ja 7 Jahre älter und klüger und sprechen jetzt über das Quadrat-Kubik-Gesetz. Ich nenne es auch das Problem beim krassen Wachsen oder Schrumpfen. Wir staunen ja. Die ist echt so ein Grundschulphysiklehrer verloren gegangen, finde ich super. Wir staunen ja über die krassen Leistungen von so winzigen Tieren, ne? Mhm. Flo XY kann das 200-fache seiner Körpergröße hochspringen. Und wenn wir das hochskalieren auf uns Menschen, würde das behaupten, dass ein 2-Meter-Mann plötzlich 400 Meter hochspringen kann. Und sowas. Ja. Das kann nicht mal Spider-Man. Und wir werden im Folgenden darlegen, dass das vermutlich Bullshit ist. So. Wir stellen uns jetzt mal kurz zur Erklärung des Quadrat-Kubik-Gesetzes vor. Scott Lang hätte die Form eines Würfels. Mit einer Seitenlänge von 1 Meter. Willkommen bei physikalischen Erklärungen. Ein Würfel in einem luftleeren Raum, bla bla bla, da könnte das passieren. Ja, pass auf, wieder stellen sich mal so geil. Wieder der eine Typ, der 24 Millionen kauft und so eine Scheiße, so ein Mathe-Problem. Das ist super, tatsächlich gibt's das ganz oft in der Physik, dass du Sachen gut erklären oder auch berechnen kannst, indem du unwichtige Details einfach weglässt. So. Natürlich ist Scott Lang kein Würfel mit einer Seitenlänge von 1 Meter. Dann nehmen wir doch Modok. Ja, aber lass Gott nehmen. Alle Dinge, die jetzt kommen, alle Erklärungen kannst du natürlich auch auf das komplexe System Mensch Scott Lang übertragen. Da musst du halt noch viel mehr rumrechnen mit Arme, Zylinder, Torso ist eine Art Zylinder und so weiter. Also wir reduzieren das System für die bessere Verständlichkeit, aber alles, was jetzt kommt, kannst du auch übertragen auf den humanoiden Scott Lang. So. Scott Lang ist jetzt ein Würfel und sein Volumen und damit seine Masse berechnet sich ja aus dem Produkt von Höhe, Breite und Tiefe. Ja? Mhm. Höhe mal Breite mal Tiefe ist das Volumen. Also 1 Meter breit, 1 Meter lang, 1 Meter hoch ist gleich 1 Kubikmeter. So. Die Fläche seiner Außenseiten, die Seiten des Würfels, beträgt ja 1 Quadratmeter. Also 1 Meter hoch 2 wird das auch geschrieben. Ja, Meter mal Meter. Ja. Wenn dieser Würfel jetzt wächst, dann wächst die zweidimensionale Fläche der Außenseite mit dem Quadrat der Seitenlänge, also hoch 2. Das dreidimensionale Volumen in ihm drin wächst aber mit der Potenz 3. Meter hoch 3 ist Kubikmeter. Beispiel. Verlängern wir die Seitenlänge auf 2 Meter. Also wir machen Scott Lang, den Würfel Scott Lang jetzt doppelt so hoch. Beträgt die Fläche der Außenseite 2 mal 2, also 4 Quadratmeter. Das Volumen beträgt aber 2 mal 2 mal 2, also 8 Kubikmeter. So. Die Außenseite hat sich verdoppelt,
Das Volumen hat sich aber verdreifacht. Kann man dem noch folgen? Mhm. So. Nee, warte mal. 8 Kubikmeter, sind das dann nicht verachtfacht? Von 1 auf 8? Habe ich doch gesagt, das Volumen hat sich verachtfacht. Du hast verdreifacht, gesagt. Habe ich das gesagt? Ja. Versprecher, verachtfacht. Ja. So. Wir verlängern jetzt zum weiteren Verständnis ihn noch die Seitenlänge nochmal. Also der Würfel hat jetzt 3 mal 3 mal 3 Meter. 9 Quadratmeter und das Volumen. Genau, jetzt hat er 9 Quadratmeter Fläche außen, aber 27 Kubikmeter Volumen. Das ist krass. Im Vergleich zum Anfangswürfel haben wir die Länge verdreifacht. Die Seitenfläche haben wir verneunfacht. Das Volumen haben wir aber versiebenundzwanzigfacht. Und das geht immer jetzt so weiter. Mhm. Ja? Wenn wir Ant-Man zu Giant-Man machen und er von 2 Meter auf 10 Meter wächst, dann haben wir seine Länge verfünffacht, seine Oberfläche ver25-facht, sein Volumen aber ver125-facht. So. Also das Volumen wächst viel krasser als die Fläche. Und die Stabilität, da kommen wir jetzt zum ersten Problem. Die Stabilität der Knochen wird definiert durch die Dichte des Materials und den Querschnitt. So, die Dichte bleibt ja konstant bei Ant-Man. So, er wird ja nicht zum Schwamm. Wenn seine Dichte abnehmen würde, wäre er irgendwann nur noch ein lappriger Schwamm. Es müsste aber eigentlich passieren, weil wenn er sich schrumpft, nimmt seine Dichte zu. Ja. Müsste seine Dichte zunehmen. Also in den Filmen erklären sie das so, da kommt diese Transdimensionalität nicht drin vor. In den Filmen erklären sie, dass der Schrumpfmechanismus, also diese PIM-Partikel, schieben die Atome näher beieinander. Kommt man nur dazu, ja. Die Erklärung der böse Glatzkopf sagt mal in einem Satz, dass die Dichte erhöht wird, was nicht sein kann, kommen wir gleich dazu. Ja. Wir müssen annehmen, dass die Dichte konstant bleibt, was Magie wäre, aber wir müssen es erstmal annehmen. So, wenn er jetzt wächst, dann bleibt die Dichte konstant und der Querschnitt ist ja eine zweidimensionale Fläche. Seine Masse hängt aber von dem Volumen, dem dreidimensionalen Wert ab. Das heißt, Giant Mans Knochen würden sofort unter dem Gewicht des restlichen Körpers brechen. Ja, also müsst ihr euch so vorstellen, die Knochen können halt nur, da ist ja plötzlich nicht mehr Stabilität oder mehr Material in den Knochen, wenn er größer wird. Aber wenn wir uns jetzt überlegen, dass die Haut, die Muskeln, die Blutgefäße, das Blut darin auch alles, dass das alles plötzlich größer und mehr wird, ja, dann fällst du in dich zusammen halt einfach unter deinem einen Fettsack da. Ja, dann bist du halt wie ein Wal am Strand. Ja. Das zweite Problem. Wie eine Qualle außerhalb des Wassers. So. Ja. Das zweite Problem, Muskeln, das finde ich spannend. Die Kraft der Muskeln wird hauptsächlich definiert durch den Querschnitt der Muskeln und wohl gar nicht so sehr durch die insgesamte Muskelmasse. So, also, und dieser Querschnitt ist ja eine zweidimensionale Fläche. Sprich, der 125 mal schwerere Scott Lang ist leider nur 25 mal so stark. Kann man mir noch folgen? Ja, vielleicht wären seine Arme nutzlos, weil sie kaum das eigene Gewicht tragen können. Und er wäre auch zu langsam, wenn sie es könnten. Ja. Ja, ich meine, also das jetzt addiert zu den eh schon zerbrochenen Knochen. Zusammengefasst könnte man das Quadrat-Kubik-Gesetz in diesem Fall so zusammenfassen: Wenn Dinger größer werden, dann wachsen die Oberflächen schnell an, aber das Volumen wächst noch viel krasser. Und das Spannende hier bei Ant-Man, beim Schrumpfen, viel wichtiger, beim Schrumpfen geht das in die andere Richtung. Ja, dann, wenn wir den 2 Meter großen Scott Lang auf 2 Zentimeter schrumpfen, dann nimmt dadurch seine Länge um das Hundertstel ab, seine Oberfläche nimmt um das Zehntausendstel ab, sein Volumen aber nimmt um das 1 Millionstel ab. Und unter dem Aspekt wirken tatsächlich die abgefahrenen Leistungen von kleinen Tieren gar nicht mehr so krass. Du wärst als Ant-Man zwar sehr stark im Vergleich zu deiner Körpergröße, aber wenn man die Ameise jetzt auf unsere Größe hochskalieren würde, wäre das nicht mehr so. Andersrum, wenn wir jetzt Tobi runterskalieren auf 2 Zentimeter, dann ist seine Masse so gering
im Vergleich zu, zu der Oberfläche seines Muskelquerschnitts, dass er ohne Probleme das X-Fache seines eigenen Körpergewichts hochheben könnte. Ja, was aber nicht heißt, dass ich ein Auto hochheben kann. Nee, und ja. Ich kann es halt meiner eigenen Körpermasse, dass es die gleich null ist. Ganz genau, also ein Matchbox-Auto wäre dann schon, wäre vielleicht drin. Nee, natürlich nicht. Also eine Ameise kann auch kein Matchbox-Auto hochheben. Das ist aber halt auch in dem Film diese Szene, wo dann auch Wasser das erste Mal in die Badewanne kommt, wenn er sich das erste Mal halt klein macht. Da hatte ich auch was von einer Physikerin gesehen, die auch gesagt hat, so, wenn wir dem jetzt glauben, dass die PIM-Partikel wirklich das machen, was sie halt sagen, dann müsste aber theoretisch, wenn er so klein wird, seine Dichte so krass zunehmen, dass das Wasser ihn nicht wegspült, sondern er darin einfach ertrinkt, weil sie ihn nicht wegspülen kann, weil er auch die Dichte ungefähr von einem Stein halt hätte. Ja. Und dann würde der einfach durch jedes feste oder nicht feste Material, der könnte nicht mal auf der Erde stehen, der würde halt einsinken in dem Sand. Ja, also wichtig ist, je kleiner du wirst, desto weniger ins Gewicht fällt dein Volumen im Vergleich zur Oberfläche. Wir hatten das mal in einer Team Kirschwässerle-Shitmenge, wo uns eine Wissenschaftlerin auch geschrieben hat zu Nanomaterialien. Wenn Dinge sehr, sehr, sehr klein werden, dann bestehen die laienhaft ausgedrückt fast nur noch aus Oberfläche. Also die Eigenschaften des Volumens treten total in den Hintergrund vor der Oberfläche. Und Scott Lang hätte damit ein Riesenproblem, denn er würde extrem schnell Wärme verlieren. Wenn du so klein bist, bestehst du im Prinzip nur noch aus Oberfläche und verlierst deine Körperwärme sofort. Ja, es gibt sogar eine Szene, ich weiß nicht mehr, ob es im ersten oder im zweiten Ant-Man war, wo er sich beschwert, dass der Anzug kein Innenfutter hat und er friert. Ist aber auch im Flugzeug oder so, da fliegt er irgendwo. Ja, das ist doch auch das gleiche Problem generell bei Säugetieren. Also korrigiert mich, aber ich glaube, eines der kleinsten Säugetiere, was wir so in Europa haben, ist doch, glaube ich, die Spitzmaus. Die Spitzmaus, dankeschön. Und der müsste halt nach dem Prinzip, wie die Spitzmaus. Die Spitzmaus muss relativ häufig fressen. Die müssen immer essen, sonst verrecken die. Und das gleiche würde bei Ant-Man halt auch zutreffen. Ja. Wenn der sich klein macht, der müsste, um das zu tun, was er tut, müsste der permanent am Snacken sein. Was richtig dem Verbrechenskampf sehr, sehr schwer. Ja, sehr schwer. Die Spitzmaus. Das ist ein Dönermann. Die Spitzmaus ist das kleinste Säugetier, das es gibt. Und die hat genau das Problem. Die besteht nur aus Oberfläche. Und ich kann es kaum glauben, aber ich habe das auch gelesen. Die Spitzmaus verhungert, wenn sie mal 3 Stunden nichts zu fressen kriegt. Ja, und die müssen immer fressen. Und die haben einen extrem hohen Stoffwechsel, so kleine Tiere. Wenn der Herzschlag, der liegt auch bei ein paar hundert Schlägen pro Minute. Das hört sich an wie ein Maschinengewehr. Warum? Erstens wegen diesem Wärmeverlust. Zweitens, dieses winzige Herz hat fast kein Volumen. Ja. Das Volumen dieses Herz ist im Vergleich zu den Oberflächen an dem Körper mega winzig und muss nonstop maschinengewehrartig ballern. Ja, deswegen ist es auch keine gute Idee, als Lebewesen, als Säugetier zu klein zu werden. So, Insekten haben da ja andere Lösungen, biologische Lösungen gefunden für solche Probleme, dazu gleich auch nochmal ein bisschen mehr. Ja, das Quadrat-Kubik-Gesetz, das macht uns leider häufig bei solchen Sci-Fi-Geschichten ein Strich durch die Rechnung. Wenn du groß wirst, hast du einen Haufen Probleme. Wenn du klein wirst, hast du ganz andere Probleme plötzlich. Ja, das ist auch. Ey, da kommen so viele andere Faktoren noch mit dazu. Alleine auch, wenn er schrumpft, überleg mal auch seine Augen halt so, ne? Das ganze Sichtfeld würde sich einschränken. Seine Pupillen würden kleiner werden, weniger Licht einfangen. Da kommen so viele Sachen dazu. Das ist auch ein mega spannendes Problem. Das Problem mit Wellen und Schwingungen. Wie wir das Licht und auch Schallwellen um uns herum wahrnehmen, ist ja bestimmt durch deren Frequenz und Wellenlänge. So. Und Schall ist ja eine Druckveränderung, die sich als Welle so durch die Luft wabert, so bewegt. Und Licht ist eine Form der elektromagnetischen Strahlung, die auch Wellencharakter hat. Liebe Physiker, es ist jetzt stark vereinfacht natürlich, ne? Oh, ich bin wieder 60, Tobi. Wenn Ant-Man jetzt sehr klein ist, dann werden natürlich auch seine Stimmbänder sehr, sehr klein und seine Stimme wird immer höher. Na, kleine Frequenz. Ja. Und die wird so hoch, es gibt das haben natürlich Cracks im Internet ausgerechnet, eigentlich kann man es total einfach ausrechnen, weil die Größe des Stimmbandes um den Faktor 300 kleiner wird, wenn er zu Ameise wird, ungefähr. Nee, kürzer. Also kürzer, genau, kürzer. Genau, kürzer. Die Frequenz deiner Stimme hängt von der Länge des Stimmbandes ab. Ja, und es wird so hoch, dass es kaum noch hörbar wird im menschlichen Spektrum. Ich habe heute Nachmittag mal eine kleine Aufnahme von mir selber gemacht, wo ich euch eine Botschaft geschickt habe.
und habe die so weit hochgepitcht, dass sie ungefähr einem Ameisenmenschen, also das, der 300-fachen Erhöhung in der Frequenz entspricht. Das klingt richtig scheiße. Das ist unerträglich. Hey, danke, Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass du mir deine Anteile vererbst. Audiophile haben jetzt schon gehört, dass da so Artefakte drin waren, also so Störgeräusche, weil die Software, ich habe eigentlich eine gute Software, die das macht, aber da schon an ihre Grenzen gekommen ist, das so weit hoch zu pitchen. Also so würde Ant-Man eigentlich so klingen. So würde Ant-Man reden. Ungefähr so. Hank Pym würde jetzt natürlich sagen, aber deswegen ja der Anzug. Aber da kommst du bestimmt. Pass auf, das nächste Problem ist, sein Brustkorb hat ja nur noch ein winziges Volumen im Vergleich zu allem anderen. Ja. Also er kann kaum Luft bewegen. Und ich meine, die menschliche Stimme ist, du bringst Luft in Schwimmung. Stimmung. Schwingung. In Stimmung. In Schwimmung. Du bringst Luft richtig in Stimmung. Die machst du richtig fertig mit 3 Grey Goose und so, da geht die voll ab. Wenn Bimmel raus, Ant-Man würde, Ant-Man würde brutal schreien. Und niemand würde es hören. Wahrscheinlich nicht mal die Ameisen, die ein paar Zentimeter von ihm entfernt sind. Wahrscheinlich nicht mal das Mikro in seinem Helm. Bringst du richtig für Sommer raus, ist es Titten. Das noch größere Problem ist aber nicht mal seine Sprache, sondern seine Wahrnehmung. Sein Trommelfell und auch seine Pupillen sind ja jetzt auch viel kleiner. So klein, dass er Probleme beim Hören und Sehen bekommt. Er ist ein Blindman. Die Pupille eines Menschen ist ungefähr, jetzt wird es ein bisschen abstrakt, schwierig zu verstehen, Konzentration. Die Pupille eines Menschen ist ungefähr 10.000 Mal so groß wie die Wellenlänge der meisten Farben im sichtbaren Spektrum. Ja? Mhm. Also die Pupille ist ein echt großer Tunnel, wo diese winzigen Farbwellen, diese Lichtwellen durchgehen. So. Ja, nur wenn, rot und grün nicht, danke Gott, fick dich. Wenn Scott Lang um das 300-fache schrumpft auf Ameisengröße, dann ist seine Pupille nur noch 30 Mal so groß wie die Wellenlänge des Lichts. So, die Pupille ist immer noch größer als diese Wellenlänge des Lichts, aber es ist halt ein deutlich eingeschränkterer Bereich. Er würde Licht und Farben noch sehen, aber er würde sie total verschwommen sehen. Das ist auch in Sachen Optik. Ich meine, jeder von uns hat schon mal richtig weit, wenn du so wie wir hier auf dem flachen Land halt auch irgendwie lebst, ne, bis an den Horizont geguckt und nach hinten raus wird ja alles immer auch verwabener und verworrener und so, ne. Das gleiche Problem hätte der in der Badewanne da halt schon. Also, der könnte gar nicht weit gucken, weil alles in weiter Ferne natürlich wie mit einem Nebelschleier wäre und verschwommen wäre, weil er das gar nicht mehr richtig, weil seine Augen das gar nicht mehr einfangen können. Alltagsbeispiel, um das zu verstehen, tiefe Bässe, Sound. Tiefe Bässe, die haben auch eine sehr lange Wellenlänge. Also tiefe Bässe, die gerade noch so hörbar sind fürs menschliche Gehör, die haben teilweise eine Wellenlänge von 10 Metern. So, das ist auch mit einer der Gründe, wieso du echt große Boxenmembranen brauchst, um Bässe geil darzustellen. So, und wenn du Dinge in so tiefen Bässen hörst, du nimmst die wahr als Mensch, aber die sind immer so dumpf. Du kannst kein klares Gespräch aufzeichnen in so einem tiefen Bassspektrum. Da hörst du nur noch so. Ja. Das ist dein Spaß gerade, ne? Und ähnlich wäre seine. Das ist Fredsbereich gerade. Ähnlich wäre auch seine Lichtwahrnehmung. Das ist ja auch einer, das finde ich super spannend. Das ist einer der Gründe, warum Insekten sich meistens eher auf chemische Sinne verlassen, auf so Geruchsstoffe. Und die Insekten verlassen sich relativ wenig auf Licht und Ton. Insekten können mit ihren Fühlern den Kohlenstoffanteil in der Luft messen wohl. Ja, ja. Finde ich total geil. Es gibt irgendwelche abgefahrenen Schneckenarten oder so, die so rein theoretisch einzelne Moleküle in irgendwelchen Stoffen wahrnehmen können. Ja, und Insekten haben ja fürs Gucken auch eine ganz andere biologische Technik entwickelt wie wir. Die haben so Facettenaugen. Und Facettenaugen sind voll scheiße darin, Umrisse zu erkennen. Aber die sind dafür super gut darin, so Helligkeitsunterschiede zu sehen. Insekten sehen super strange. Die sehen, die sehen nur so ein verschwommenes Hell-Dunkel-Bild. Also eine Fliege sieht zwar sehr schnell,
Ja, die sehen irgendwie, wie viel Frames pro Sekunde? Ich weiß gar nicht, wie viele. Aber eine Menge. Eine Menge. Aber wenn die auf eine Zeitung guckt, sieht die nur verschwommene Scheiße. Auf jeden Fall schnell. Ja, aber so kannst du halt super gut, und das kennt jeder, der mal versucht hat, eine Fliege mit einer Klatsche zu jagen, du kannst super gut und leicht und schnell Bewegungen erkennen. Ja, mit der bloßen Hand zu jagen, ne? Mit der Klatsche geht's ja halbwegs noch, aber mit der bloßen Hand. Ja, also, ne, die sind ja so. Mhm. Die haben eine schnellere Wahrnehmung, was voll krank ist da irgendwie, ne? Ja. Genau. Also das hast du ja selbst beim menschlichen Auge, dass du starke Kontraste schneller wahrnimmst als nicht starke Kontraste. Mhm. Und da rede ich jetzt gar nicht von irgendwelchen Fotobearbeitungen, sondern wenn jetzt jemand ankommt und komplett schwarz-weiß gekleidet ist, wie so ein Doppler-Effekt bei Big Bang Theory, du kannst dessen Bewegungen schneller erahnen als jemand, der in komplett bunten, verwaschenen Sachen durch die Gegend läuft. Mhm. Das ist doch das Erste, wenn ich gerade so an meinen Sohn zum Beispiel denke, in seiner Entwicklung, das Erste, was die halt sehen können oder was so uns halt geraten wurde, war, wenn er ihm ein bisschen Entertainment geben wollt, ein Kontrastbuch. Genau. Ja, halt einfach ganz rudimentär, weiß ich, das ist ein Löwe in Schwarz und Weiß, halt wirklich einfach nur so wirklich auf schwarzem Grund so eine weiße Dings. Fand der geil. Ja, haben wir auch. Nicht mal 2 Monate Kontrastbuch. Ja. Hier, ich hoffe, dass das mit den Pupillen und der Lichtwellenlänge verständlich war. Ich habe ein geiles Bild dazu irgendwo im Netz aufgeschwappt. So, stell dir vor, deine Pupille ist ein Hafenbecken. Und das Licht sind Wellen, die dir entgegenkommen im Wasser. Und du misst diese Wellen. Mhm. So, wenn du ein schönes, breites Hafenbecken hast, dann kommen diese Wellen rein und du kannst die schön messen. Wie schnell die sind, wie breit die sind und so weiter. Wenn dieses Hafenbecken aber immer enger wird, dann kommen diese Wellen zwar noch rein, aber erstens sind die Ränder ausgefranst und es gibt auch so Interferenzen, dass die Wellen sich am Rand deines Hafenbeckens brechen und sich gegenseitig beeinflussen. Also du nimmst die Wellen noch wahr, aber eine wirklich präzise Wahrnehmung ist dann nur noch sehr, sehr schwierig möglich. Ja. Kommen wir mal zu der Schwierigkeit, wenn er kleiner wäre als ein Sauerstoffatom. Ja, die Sache mit der Dichte wolltet ihr ja schon unbedingt drüber sprechen. Ja, da will ich unbedingt drüber sprechen, weil so. Das finde ich faszinierend. Was halt auch bescheuert ist, wenn du selber, wir bestehen ja aus Atomen, du selber kannst dann nicht kleiner als ein Atom werden. So, okay. Doch, der Anzug. Also in dem, also Evil Glatzkopf hat in Ant-Man 1 gesagt, dass ein Effekt der PIM-Partikel ist, dass die Dichte sich erhöht. Genau. Auf der anderen Seite wird aber wohl auch in den Comics mal gesagt, dass die Dichte konstant bleibt. Das ist alles ein bisschen seltsam. Beide Fälle sind gleich unmöglich irgendwie. Mhm. Denn wenn seine Dichte konstant bleibt, also wenn er kleiner wird und die Dichte konstant bleibt, dann geht da ja Energie, da geht ja Masse verloren. Was natürlich mal wieder ein krasser Bruch des Energieerhaltungssatzes ist. Es sei denn, sie werden transdimensioniert. Fettlappen wird in einer anderen Dimension ausgestülpt. Ja. Ja. Wenn die Masse aber erhalten bleibt, also wenn das gleiche Gewicht auf diese Größe runtergeschrumpft wird, dann werden die Sachen komplett krank. Das finde ich halt. Denn wenn du als Ameisenmensch die gleiche Dichte hättest wie als großer Mensch, dann hättest du eine Dichte pro Kubikzentimeter, die tausende Male höher wäre als die Dichte des uns schwersten bekannten Elements Osmium. Deine Dichte wäre vergleichbar mit der eines weißen Zwerges, eines kompakten Sterns. Weißt du, machst dich klein und wirst dabei zum Weltenschlucker, weil du alles um dich herum anziehst, weil deine Dichte so und Anziehungskraft dadurch so groß wird, dass du vielleicht zum kleinen schwarzen Loch wirst dann irgendwie irgendwann, ja? Wenn wir Tobi verkleinern auf einen Kubikzentimeter, aber er immer noch 90 Kilogramm wiegt. Ach, schön wär's. Das. Also, dann hätte er so eine krasse Dichte, dass in ihm wahrscheinlich Fusionsprozesse losgehen und er sofort zerstrahlt. Schreibt uns, liebe Astronomen, was ihr da für Ideen habt. Ja? Ultrakrank. Ich hab auch mal. Alter, wenn ich den Ant-Man-Anzug hätte und der in der unserer Realität funktionieren würde, würde ich so krass strahlen, dass du zum Hulk wärst, Richard. Geil. Voll geil eigentlich. Ja. Ja. Ich habe auch mal irgendwas gelesen, wenn das alles halt so hinkommen würde, dass die wirklich extradimensional sind und halt auch Masse abgeben und er im Prinzip sich so schrumpfen kann und einfach auch Mensch dann halt ist, ne? Mit
90 Kilogramm Gewicht und damit auch, dass er in den Film ja auch, wenn er damit zuschlägt, dann kriegst du auf kleine Fläche den Wumms von 90 Kilo Faustschlag dann halt irgendwie ab, ne? Was er dann hochgerechnet ja auch sehr, sehr viel mehr dann wäre. Irgendein Forscher, das hatte ich jetzt online heute noch gesehen, hat auch gesagt, ja, wenn das wirklich so ginge, wenn wir das komplett ausrechnen, dann wäre ein einzelner Faustschlag von Ant-Man so stark wie ein Kanonenkugelschuss. Das heißt, der würde durch Sandstrahle nach hinten. Ja, das sagt Hope auch im ersten Teil. Also deswegen lernen die kämpfen, weil wenn er mit voller Wucht zuschlagen würde, hätte das die Kraft einer Pistolenkugel, meinte sie. Ja, das ist ja interessant. Das ist ja eine Idee von Ant-Man, die ich so als Sci-Fi-Idee eigentlich ganz geil finde. Bei Ant-Man, korrigiert mich, aber ich habe das immer so verstanden. Es ist ja so, er als Minimann schlägt er zu. Und im Mikrokosmos ist die Schlagkraft da natürlich Pillepalle. So. Ja, genau. Und aber im Moment des Schlages macht er sich groß. Ja. Das sieht man in dem Film auch oft, dass die so im Moment der Aktion, zum Beispiel, wenn sie zuschlagen, sich groß werden. Und die Sci-Fi-Idee dahinter ist ja, dass nicht nur dein Körper hochskaliert wird, sondern auch die Kraft, die in deinem Arm steckt, in diesem Moment mit hochskaliert wird und dadurch ein Vielfaches der normalen Schlagkraft hat. Das ist aus der Sicht von realer Physik einfach pure Magie. So, aber das ist als Sci-Fi-Comic-Idee, finde ich, total geil. Ja, aber das versauen sie sich ja selber andauernd, weil wenn der klein ist, ist der auch einfach ultra stark. Ja. Vor allen Dingen, also der kann ja auch als kleiner Mann einfach Leute komplett zu Brei hauen, weil seine Stärke halt gleich bleibt, beziehungsweise krasser wird, weil er ja verdichtet ist, weil die Atome sind ja näher aneinander, das ist ja die Idee. Der PIM-Partikel im MCU, wie gesagt, in den Comics funktioniert es anders. Aber das irgendwie habe ich das nie so ganz begriffen. Ja, aber das ist halt auch einfach. Ja. Es ist sowieso, aber ja. Weil es ist mal recht, so, mal ist, so, je nachdem, was das Drehbuch gerne hätte. Genau, das ist halt auch, wenn du dir anguckst, was die einzelnen Superhelden halt auch so können. Oder wie resistent die auch gegen bestimmte Sachen halt einfach sind. Wenn ein Scott Lang sich da hochskaliert und theoretisch einem Captain America halt in die Fresse hauen möchte, der halt mit Superserum und Co. A, eine dickere Haut hat, B, stärker ist, mehr Widerstandskraft hat, Ausdauer etc. pp. Also rein vom Kräfteverhältnis her müsste dem Scott Lang, auch wenn er mehr Butter jetzt auf den Schlag halt irgendwie hat, dem müsste die Hand brechen. Wenn nicht sogar der gesamte Arm. Weil ein Captain America dürfte das, oder wenn er sein Schild davor hält, theoretisch müsste er das wegstecken können. Eigentlich schon. Naja, weil er ja 100.000 Mal dichter ist als Osmium. Ja, oder wenn er sein Vibranium-Schild halt davor hält, oder Adamantium, auch so ein mega harter Stoff ist. Aber ich habe eine ganz interessante Diskussion noch online gefunden, da gab's, dass die Comics das noch nicht aufgegriffen haben. Was ist, wenn Scott Lang oder Hank Pym auf Mjölnir sind und sich so klein machen, um im Prinzip nicht um den Hammer zu heben, sondern um in den Hammer vielleicht irgendwie, da wird ja irgendwo einen strukturellen Fehler vielleicht haben, um in irgendeinen so Riss von Mjölnir reinzugehen, um mal zu gucken, A, wie es da drin aussieht, und B, um vielleicht nur ein Atom von Mjölnir zu heben. Das fände ich mal interessant. Ja, aber das Problem bei Mjölnir ist, geiles Gedankenexkrement. Aber innerhalb der Comic-Lore dürfte das eigentlich relativ wenig Sinn haben, weil das nicht der Stern, dieser Ubu, Uru oder wie dieses Material heißt, aus dem er besteht, macht den Hammer so schwer, sondern die Verzauberung, die er drauf liegt. Richtig. Das ist Magie. Mjölnirs Hammer hochzuheben ist ja kein physikalisches Problem. Genau. Das ist ein transzendentes Problem. Du musst würdig sein. Ja. Du kannst die ganze Energie des Universums aufwenden. Wenn du nicht würdig bist, kannst du den Hammer nicht hochheben. Und was ist, wenn du eines Atomes würdig bist? Das ist die Frage. Ja. Du bist Mjölnir nicht. Okay, ein Atom kannst du haben. Na, hier Captain America konnte den auch nicht erstmal komplett heben. Jetzt weiß man nicht, ob er nur so getan hat oder es auch hätte tun können. Ne? Aber das würde mich halt interessieren, ob das halt ob du zu 100% würdig sein musst. Ja, ja. So ein 10 hoch 8 Milliardstel reicht, oder was? Also, wahrscheinlich. Würdig ist würdig, fragt sich nur, zu welchem Anteil. Ne? Nächstes Problem, du hast vorhin schon gesagt, Sauerstoff. Wenn du so klein bist, hat deine Lunge kaum noch Volumen und die effektive Dichte der in der Luft vorhandenen Sauerstoffatome ist für dich ja auch viel kleiner, weil du so klein bist. So, du kannst ja nur eine abzählbare Menge von Sauerstoffatomen einatmen und die dir zur Verfügung stehenden sind halt viel, viel weniger, weil das Volumen deiner Lunge unfassbar klein ist.
Und pro Atemzug schwirren viel weniger Sauerstoffatome in der Luft rum. Und er bräuchte zwar weniger Sauerstoff natürlich, weil er viel kleiner ist, vermutlich, weil sein Körper kleiner ist. Aber wir wissen ja bereits, das Volumen von Dingen schrumpft viel krasser als die Oberfläche. Also seine Lungenoberfläche könnte niemals genug Sauerstoff absorbieren. Da ist nichts mehr drin in der Lunge. So. Auch nicht, wenn durch den Helm die Sauerstoffatome mitgeschrumpft werden? Das ist ja, glaube ich, sogar mit eine Idee des Helms. Ne? Dass sie zumindest im Film den deswegen auch geschlossen gemacht haben und nicht wie in den Comics offen. Ja, ja. Genau, in den alten Comics ist der Helm ja offen. Mhm. In den neuen Comics ist der zu, was ja eine konsequente Idee ist, dass der den Sauerstoff mitschrumpft. Er hat ja auch auf dem Rücken so einen Tank. Also der hat so ein Sauerstoff Ding am Rücken, oder? Wir wissen nicht genau, ob das ein Sauerstoff ist. Doch, für mich war das immer ein Sauerstoff. Für mich auch. Aber, aber es wird nicht erklärt in den Filmen. Nee, aber gut, aber es wird halt erklärt, der Helm muss aufbleiben. Ja. Geschlossen bleiben. Also auf im Sinne von aufgesetzt. Ja, aber den nimmt er ja auch relativ häufig auch in geschrumpfter Form ja dann auch später ja auch immer ab. Ja, in Quantumania, aber wie gesagt, den Film ignorieren wir. Ja, klar. Ja. Gut, das mal außen vor gelassen. Ach, das wäre ein Sauerstofftank, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Siehst du? Also vielleicht. Weil ich habe das mal so interpretiert. Wenn der Helm geschlossen bleiben soll, irgendwann ist die Luft ja da auch aufgebraucht, sonst könnten wir einfach Astronauten in Raumanzüge stecken, Deckel drauf und sagen, ja, viel Spaß, die Luft hält für eine Minute. Dann guck mal, was du schaffst. Ja, ja, gut, aber wenn er halt einen Tank hinten drauf hat, plus Marvel-Magie, Nanotechnologie, Sauerstoff, wie auch immer die das erklären. Nanoteilchen, die in deiner Lunge sind und sie einfach immer weiter kontrahieren lassen. Mini-Sauerstoff. Mini-Sauerstoff mit der effektiven Dichte von oben dabei. Wieso? Tony Stark kann auch einfach Nanoteilchen an dein Herz setzen und auch wenn dein Herz eigentlich nicht mehr schlagen würde, dann schlagen die Nanoteilchen halt. Ameisen haben, also wenn du so klein bist, hast du mit so unserem System von Lungen ein Riesenproblem. Ameisen und Insekten haben da ja auch ganz andere Lösungen. Mhm. Die haben so, das hatten wir, glaube ich, in der Pacific Rim-Folge sogar auch besprochen, Verzeihung, die haben so Tracheensysteme. Mhm. Das sind so Röhren, die durch den ganzen Körper gehen und die mit ganz schnellen Vibrationen da die ganze Zeit Luft durchballern. Und deren Stoffwechsel ist auch irgendwie so, dass die viel weniger Sauerstoff brauchen als wir in Relation. Ich rede mich wahrscheinlich gerade um Kopf und Kragen, aber Fazit, Insekten sind total schwierig zu vergleichen mit uns aus dem Mikrokosmos. Würdest du Insekten hochskalieren auf unsere Größe, würden die sofort verrecken. Und würdest du uns runterskalieren auf die Größe von Insekten, würden wir sofort verrecken. Jetzt kommen wir zu dem heftigen Scheiß, Leute. Wie kann sich Ant-Man schrumpfen? Durch den Sack. Die Idee ist ja richtig geil. Ich wollte nur was sagen. Die Idee, wie sich Ant-Man schrumpfen kann, wie sie so ansatzweise in den Filmen erklärt wird, die ist ja richtig geil. Unsere Atome sehen ja vereinfacht so aus, du hast in der Mitte so einen kompakten Böbel, so einen Atomkern im Zentrum und darum kreisen die Elektronen, so ganz vereinfacht. So. Der Kern enthält 100% der Masse, glaube ich, ne? Und der Kern ist super massiv und enthält über 99% der Masse und das ist total krass. Wenn du dir das verbildlichst, der Atomkern in der Mitte, so das gängigste Bild ist, stell dir vor, du hast ein Fußballstadion und dann liegt in der Mitte auf dem Abschlagspunkt ein Reiskorn. Das ist der Atomkern. Und der enthält 99,9% der gesamten Masse. Und an den äußeren Rändern des Fußballstadions, da kreisen die Elektronen. Das heißt, dieses Atom besteht im Prinzip fast nur aus leerem Raum, wenn du das so betrachtest. Und zwischen diesen Teilen wirken aber krasse Kräfte, die das Ganze zusammenhalten, beziehungsweise die Elektronen so ein bisschen nach außen drücken und das Ganze auch nach außen abschirmen. Und dieses System Atom ist super, super stabil. Das ist super packed und super stabil und das sind die Grundkräfte des Universums am Arbeiten, dass dieses System so funktioniert, wie es ist. Und existenzielle Angst setzt dahin. Ja. Der Grund zum Beispiel, warum wir Materie nicht durcheinander durchschieben können, ist aber, weil die Elektronen sich auf der Außenwand, die da drumherum kreisen, sich gegenseitig abstoßen. Du kannst diese Atome nicht durcheinander durchschieben, obwohl da so viel leerer Raum ist, weil da so unfassbar krasse Kräfte am Wirken sind, die sich gegenseitig abstoßen. So, die Elektronen
kreisen auf einer festen Bahn. Die haben einen festen Orbit, wie so ein Satellit, der um die Erde kreist. Und je mehr Energie diese Elektronen haben, desto weiter vom Kern wegkreisen die. Hat ein Elektron viel Energie, kreist es relativ weit weg. Hat es wenig Energie, dann kreist es relativ nah dran. Ja, wie der Orbit von einem Satelliten zum Beispiel. Und die Idee der PIM-Partikel ist ja im Prinzip, dass wir die Bahnen dieser Elektronen nach innen oder nach außen verschieben. Das wird wirklich nur ganz, ganz rudimentär, also wirklich unfertig erklärt in dem Film. Aber die Idee ist, dass wir die Elektronenbahnen zum Schrumpfen nach innen verschieben und dadurch wird die Materie kleiner. Ist das noch nachvollziehbar? Mhm. Ja, das ist so grob die Idee der PIM-Partikel, wie sie im Film gezeigt wird oder erklärt wird. Und das ist eigentlich eine ganz geile Idee. Ich habe ein Video sogar vom Mitteldeutschen Rundfunk gesehen, wo eine Physikerin gesagt hat, ja, das hatten diese Logik, die könnte funktionieren. Dass dadurch die Dinge kleiner werden, indem wir einfach diesen leeren Raum dort kleiner machen. Kann man mir noch folgen? Ja, total, aber macht das nicht eine ganze Reihe, also ist das problemlos möglich? Naja. Vor allem, wenn die sich so, ich denke nämlich auch, wenn dieser riesige luftleere Raum, oder leere Raum, nicht luftleer, dieser leere Raum, und jetzt bringen wir die Teilchen, die sich so krass mit universeller Kraft voneinander abstoßen, näher aneinander. Ich glaube auch nicht, dass das ganz unproblematisch wäre, aber das wissen wir nicht, ob atomare Energie bei frei werden. Also die, aber ich wollte sagen, ich denke nämlich auch, weil wenn du in der Mitte etwas hast mit so einer hohen Dichte oder so einer hohen Masse, dann halt auch einfach, ne? Wenn dann die umliegenden Teile, die ja irgendwie, weiß ich nicht, abgestoßen werden durch so eine Art Mini-Gravitation. Mikro, danke. wenn das halt dann näher rankommt, da müssen ja dann auch im Prinzip dieselben Kräfte wirken, wie wenn der Mond jetzt näher an die Erde käme. Also dass sich diese Elektronenbahnen verändern, das passiert tatsächlich in der Natur und das kann man auch herstellen. Das passiert tatsächlich relativ regelmäßig, zum Beispiel durch Anlegen von Magnetfeldern, ganz billig durch Lichtbestrahlung kannst du das auch erreichen oder chemische Reaktionen oder es gibt auch bestimmte Quanteneffekte, die ich null verstehe, die das machen. Und wenn das passiert, wenn du diese Elektronenbahnen verschiebst, passieren eine Menge Sachen. Da passieren eine Menge Sachen. Zum Beispiel sowas völlig Krankes, wie die Sachen fangen an zu leuchten. Wenn eine Elektronenbahn schrumpft, wird Energie frei in Form von Photonen. Dinge leuchten. Ja, das meine ich ja gerade. Ganz genau. Das ist ja exotherme Reaktion at its best. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen warm, wir können es so nicht wahrnehmen. Oder die Stoffe verändern dann ihre chemischen Eigenschaften oder ihre magnetischen Eigenschaften. Aber was nicht passiert, und das kann man auch so beobachten und das kann dir auch ein Chemiker und ein Physiker erklären, warum nicht, ich nicht, ich kann dir nur das Fazit da um die Ohren schleudern, dass Materie dadurch ihre Größe verändert, das passiert nicht. Dadurch, dass du die Elektronenbahn in ihrer Orbithöhe verschiebst. Ah, Wissenschaft, du enttäuscht mich immer mehr. Ja. Lame. Warum ist das nicht so, wie ich mir das denke? Langweilig. Es gibt ja aber auch noch eine andere Erklärung für diese PIM-Partikel. Das ist sogar die aus dem ersten Film vom Glatzkopf, glaube ich. Kannst du das bitte sagen, ohne dir dabei an der Brust zu kratzen? Ja, das ist warm, Alter. Das sagt ja der Glatzkopf. Und zwar, der Glatzkopf im ersten Film sagt, der erklärt das ja in 2,5 Sätzen. Ja, ja. So. Und da meinte er, dass die den Abstand zwischen den Atomen verringern. Genau, das meinte ich ja vorhin. Genau. Ja. Unsere Materie entsteht ja dadurch, dass Atome in so Gittern angeordnet sind. So, manchmal chaotisch, manchmal total geordnet. Metalle zum Beispiel, bei denen ist es so, dass diese Gitter so richtig schön geometrisch geformt sind und dadurch sind die super stabil. Super genormte Kohlenstoffatome, und, ja. Diamanten. Die Idee, dass du den Abstand zwischen den Atomen verringerst, um die Materie klein zu machen, diese Idee ist nach allem, was ich jetzt hinterher recherchiert habe, tatsächlich plausibel. So, dass du dadurch eventuell wirklich die Materie schrumpfen könntest, indem du den Atomabstand verringerst. So, wie man das machen soll,
abgesehen von wir quetschen Dinge zusammen, wir erhöhen den Druck, weiß man jetzt nicht, aber... Aber wenn man das macht, dann müsste man ja auch gleichzeitig leuchten. Könnte schon passieren. Aber also, wir verändern ja nicht die Elektronenbahn, sondern das Gesamt, wir verringern den Raum zwischen den gesamten Atomen. Ja. Aber wenn du jetzt hingehst, sagen wir mal, okay, du nimmst jetzt, ich habe ja keine Ahnung von solchen Sachen, deswegen halte ich auch die ganze Zeit meine Fresse. Ich stelle nur Fragen. Du hast jetzt einen Flummi, ne? Und den zerquetschst du. Dadurch wird er ja kleiner. Und wie du gerade schon sagtest, durch hohen Druck schiebst du die Atome ja auch näher aneinander, ne? Deswegen zerquetscht man Dinge ja. So, jetzt mache ich das aber ohne Druck, durch die Pimpertikel, so Magie, ne? Gehe ich hin und mache genau das Gleiche. Ich schiebe die Atome näher aneinander. Aber ist das Ergebnis dann nicht das Gleiche, als würde ich zerquetscht werden? Das ist eine sehr gute Frage. Die kann ich dir nicht beantworten. Ja. Weil das ist ja, im Prinzip das, was bei dem Cross, also bei Yellow Jacket, dem bösen Glatzkopf, im ersten Teil ja bei seiner Variante der Pimpertikel ja passiert. Mhm. Du wirst halt zu so einem Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Naja, zu so einem Schmierfleck halt einfach. Das würde aber natürlich nur so weit gehen, bis die Atome direkt aufeinander aufliegen. Und bei Ant-Man ist es ja so, dass er sich sogar in den subatomaren Bereich schrumpft. Ja, das macht er schon im ersten Film. Schon im ersten Film am Ende betritt er kurz den Quantum Realm, das Quantenreich. Und um in den subatomaren Bereich zu gehen, um kleiner als Atome zu werden, müsstest du diesen Atomabstand ja so weit verringern, dass die Atome sich praktisch überlappen. Mhm. Versteht ihr, wie ich meine? Mhm. Dass die wirklich so ineinander übergehen. Wenn es das Universum eins gelehrt hat, dann das ist nicht ohne Konsequenz. Sowas, ist er? Ja, auch das gibt es in der Natur. Das hatten wir ganz kurz angesprochen in der Folge über Interstellar. Das nennt sich entartete Materie. Sowas finden wir auch in Zentren von Sternen, kurz bevor sie zu schwarzen Löchern werden oder so. Ja, das gibt es im Zentrum von supermassiven Sternen. Leitet das alles. Das ist so ein Zustand, so ein total kranker Zustand von extrem starkem Druck und extremen Temperaturen. Also wenn Scott Langs Atome sich so überlappen, dann wird er im Prinzip auch hier wieder zum Stern und strahlt wahrscheinlich Millionen von Grad Temperatur ab und du würdest ihn sofort aus der Unterhose rausziehen, weil er heiß wird. Okay, aber wenn dann wie Tobi in diesem Zustand Reaktion abzustrahlen. Ja, ja. Und in diesem Zustand der entarteten Materie, liebe Physiker da draußen, schreibt mir dazu und korrigiert mich und schreibt Add-ons. Ja, CERN, warum haben wir das nicht gesehen? Haben in diesem Zustand der entarteten Materie verändert die Materie auch ihre fundamentalen Eigenschaften und Scott Lang wäre wahrscheinlich kein humanoider Ant-Man mehr, sondern einfach nur noch so ein kleines strahlendes Kristallding oder einfach nur noch Licht oder einfach nur noch so ein Fleischklops wie der im ersten Teil ausgenießt wurde. Ja, also hätte das nicht, also ich versuche das gerade zu verarbeiten. Wenn das jetzt passieren würde, ja, er wird so klein, dass diese Reaktionen einsetzen, gäbe es die Erde dann noch? Ja, das ist ja genau der Punkt, den Fred hat. Wenn er halt irgendwann klein genug wirst, geht ja nach der klassischen Physik und Chemie und allem Möglichen, geht ja dann einfach, fängt ja eine Strahlenreaktion in dir irgendwann abzusetzen. Da er so wenig Masse hat, da er so klein ist, würde er wahrscheinlich. Aber die Masse verändert sich ja nicht. Die wird ja nur kleiner. Er ist also halt, die Anzahl der Atome verändert halt, sich ja nicht. Er ist halt ein Stück supermassive Sternenmasse, aber halt nur so ein Nanokubikmeter supermassive Sternenmasse. Ja. Wahrscheinlich würde er kurz zerstrahlen, es gäbe eine Explosion und fertig. Der würde wahrscheinlich, so wie die kleinen erschaffenen schwarzen Löcher im CERN, der würde wahrscheinlich in sich selber verdampfen. Ja, wahrscheinlich. Ja, ne? Wahrscheinlich. Ja. Also, das klingt plausibel. Ja, aber als kleinen Physiker. Oh, jetzt alle Leute, die irgendwie halbwegs Physik studieren, sitzen jetzt vor den Rechnern. Ja, das will ich wissen, weil wir haben ja trotzdem noch so einen 90-Kilo-Typen, der da rumläuft und der dann halt klein wird. In dieser Theorie seine Masse ja entweder beibehält, also die Anzahl der Atome bleibt ja die gleiche. Die wird ja nur zusammengequetscht. Im Film jetzt, ja. Im Film, ja. Aha. Das muss doch eine Reaktion hervorrufen. Ja, das kann doch jetzt nicht konsequenzfrei bleiben. Obwohl es doch irgendwo cool ist zu sagen, er ist von einem Stickstoffatom erschlagen worden oder so, weißt du, weil er zu klein war. Ja, und das mag ja sein, aber sein Körper, das Ding, was von dem Stickstoffatom erschlagen wird, ja, klar. Das besteht ja auch aus diesen Atomen. Ja, oder schrumpfen die Atome? Alter, das gibt noch ganz andere Probleme. Das ist nicht nur sein Körper, dieser ganze Anzug halt auch. Überleg mal, da sind ja keine biologischen, doch, da sind biologische Teilchen drin und so und Gedöns, aber diese ganzen Stoffe und Fabrikate und wenn er wirklich Sauerstoff auf dem Rücken hat und so, das würde ja alles mitschrumpfen, aber
Ey, eigentlich voll geil. Du hast einen biologischen Körper, du hast eine Biomasse, du hast, wenn da wirklich Sauerstoff in dem Tank hinten drin ist, dann hast du Stickstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff da halt mit drin. Ja, ne? Oder halt nur Sauerstoff und der ist die ganze Zeit high. Kohlenstoffdioxid, Entschuldigung. Ja, ist die ganze Zeit high, genau. Und wenn das alles so krass komprimiert wird, dann hast du alles für einen kleinen Urknall. Für einen Mini-Urknall. Ja, so, pass auf. So, und dann hast du so eine Mini-Galaxie. Ja, die überall. Dann in sich selber zu verbrennt. Ja. Es gibt auch noch weitere Probleme bei unserem Ausflug. Es gibt nur Probleme heute, nur Probleme. Da gehe ich mal pissen und hol Bier. Tobi, oh, bringst mir auch eins mit. Ja, Tobi, du hattest mich ja drum gebeten, dass ich versuche herauszufinden, ob Ant-Man theoretisch zwischen Atomen durchschlupfen kann. Ja. Weil er schlüpft ja da im Film durch so eine Titanplatte durch. Genau, bei Yellow Jacket, ja. Auf der Atombombe. Das ist genau, oder West, später bei Yellow Jacket. Genau. Da schlüpft er so zwischen Atomen durch, um durch eine Wand zum Beispiel durchzukommen. Genau. Und wir sind nochmal bei diesem Atommodell, also dieses sogenannte Bohrsche Atommodell, von dem hatte ich vorhin gesprochen. Also wir haben in der Mitte einen Böbel und da fliegen Böbel drumherum. Das ist das sogenannte Bohrsche Atommodell von Niels Bohr. Wir alle kennen ihn aus dem Film Oppenheimer. und dieses Modell ist für uns Makrowesen, für uns Menschen zum Verständnis dieser Quantenwelt ausreichend. Mhm. So, für uns in der Schule, um das zu verstehen, ist es ausreichend, zeigt aber nicht, nach allem, was wir wissen, wie das in dieser Skala wirklich aussieht. In der Realität, jetzt wird's krank, das ist jetzt Quantenphysik, das muss man einfach akzeptieren, dass die ein bisschen weird ist. In der Realität sind die Elektronen, die um diesen Atomkern rumkreisen, keine Bälle, die da auf Kreisen umhersausen, sondern die kann man sich eher vorstellen wie so eine Wolke aus Wahrscheinlichkeiten. Ich weiß, das ist sehr weird. Und ich empfehle hier tatsächlich das Buch vom vom Physiker Florian Aigner, der auch schon ein paar Mal bei den Hoaxillas war, warum wir durch Wände gehen und weitere faszinierende Erkenntnisse der Quantenphysik. Die Elektronen, die um den Kern rumkreisen, das ist eher wie so eine Wolke aus Wahrscheinlichkeiten. Also, wie soll ich das erklären? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. In der Quantenwelt gibt es Sinn, weil in der Quantenwelt, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, gibt es Dinge, die keinen genau definierten Standort haben, sondern nur so eine Wahrscheinlichkeit, irgendwo zu sein. So. Ach so, ah, okay, ja. Ja? Ja, ja. Und wenn Scott Lang selbst so klein wird wie ein Atom, unterliegt er selbst diesen quantenmechanischen Effekten. Das heißt, er selbst wird auch zu so einer Wolke aus Wahrscheinlichkeiten und aus nicht klar definierten Möglichkeiten, wo er gerade sein könnte. Mhm. Frag mich dazu bitte nichts im Detail, Tobi. Nee, aber ich stelle mir Fragen, wie dann Janet und wie auch immer die Figur von Bill Murray hieß, poppen konnten, wenn ihre Position innerhalb dieser Welt auf Wahrscheinlichkeiten basiert. Das muss ein sexuelles Erlebnis gewesen sein. Das ist, ja. Vor allen Dingen können dann halt, auch wenn die gepoppt haben, kann ein kleines Spermium und eine kleine Eizelle ein normal großes Baby gebären? Ja, vor allem, weißt du, wenn die innerhalb dieser Wahrscheinlichkeitswolken existieren, wer weiß dann, wo das Spermium landet? Oder die einzelnen Teile des Spermiums. Was sind denn diese Teile? Was ist das Atom eines so klein geschrumpften Dinges, das so klein ist wie ein Atom? Ja. Oder also kleiner. Die werden dann noch kleiner laut der Visualisierung. Stan Lee hat seine Geheimnisse mit ins Grab genommen, ist das echt so. Also die. Ach, Quantumania war so scheiße. Die Quantenphysik ist super. Deswegen so schwer daraus eine gute Story zu machen. Ja. Da haben sich echt ein eigenes Ei mitgelegt, ey. Die Quantenphysik ist absolut strange. Und liebe Leute da draußen, die mehr davon wissen als ich, schreibt bitte, wenn ich da falsch liege. Das ist wirklich hier nur zusammengefasst von einem interessierten Laien. Die Quantenphysik, wir kennen sie seit mittlerweile rund 100 Jahren, die wirkt auf uns Alltagswesen, auf uns Normalos, extrem weird. Und widerspricht, die ist so wie das Drehbuch zu Ant-Man 3, die scheint komplett der Logik zu widersprechen, die wir hier aus unserer Makrowelt kennen. Mhm.
So. Und deswegen gibt es mega viele Missverständnisse. Und die diese ganze Quantenphysik wird auch gerade von so Leuten aus der Esoterik-Szene gerne vereinnahmt, um so magische Konzepte irgendwie zu rechtfertigen. Und dann gibt es Leute, die dir was von Quantenheilung erzählen. Ach, und dass das, du deine Atome informieren musst. Oder und die so. Gleichen Leute, die am liebsten den Physikunterricht aus den Schulen verbannen möchten. Super geil. Die Quantenphysik ist heißer Scheiß in der Physik, wo noch geile neue Entdeckungen gemacht werden und die in der Zukunft immer wichtiger wird. Ja, also wir haben Laser zum Beispiel, sind eine Technologie, die wir ohne Wissen über die Quantenphysik nicht hätten. Unsere Computerprozessoren, wie wir sie heute hätten, wäre ohne Wissen aus der Quantenphysik nicht möglich. Also das beeinflusst tatsächlich unser Alltagsleben. Es ist kein abstrakter Scheiß, der nur die Leute im Elfenbeinturm interessiert. Das beeinflusst unser Leben und unsere Technologie. Aber für uns Normalos ist sie extrem schwer zu verstehen. Sie ist sehr gut erforscht, die Quanteneffekte. Die sind, da wird seit über 100 Jahren dran rumgedoktert. Es ist nicht so, dass die Physik mit einem riesengroßen Fragezeichen vor der Quantenphysik steht. Mhm. So, natürlich gibt es noch viele Geheimnisse. Aber es gibt da wirklich viele, viele, viele Experimente und viel Wissen, das wir gesammelt haben. Und wir wissen viel schon über Quanteneffekte. Die widersprechen aber, ich zähle gleich zwei, drei Beispiele auf, so krass unserer Makrologik, dass manche Leute denken, das wäre Magie. Ja, das ist keine Magie. Das folgt nur anderen Regeln, die wir als Makrowesen aus unserer Makrowelt nicht kennen. Mhm. Ja. Weißt du, was LCD bedeutet? Das bedeutet, dass er lebt. Nee, Plasma. Nee, aber ich hatte auch den guckst du ja auch ganz gerne mal, Fred, hier den YouTube-Channel Because Science. Mhm. Der setzt sich ja sehr häufig mit wissenschaftlichen Prinzipien bei Superhelden halt irgendwie auseinander. Und der hatte auch zum Thema Ant-Man, wenn er quasi der Herrscher über die Quantenmechanik ist, wäre er der stärkste Avenger überhaupt, stärker als Thor, stärker als alle anderen, weil, wenn er die Regeln, die gerade erforscht werden, die für uns überhaupt keinen Sinn ergeben, halt beherrscht und wirklich kann, weil er in diese Welt halt reingucken kann, hat er auch gemeint, dann wäre der mehr als ein extradimensionales Wesen, weil der könnte sowohl an mehreren Orten gleichzeitig sein, zu mehreren Zeiten, in mehreren Größen, in mehreren Zuständen und so, weil der das dann alles vereint, was für uns heute ein großes Fragezeichen ist. Kennt ihr die Serie Lucifer? Na klar. Ja. Ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal erwähnt. In den Comics, das ist ja aus der DC-Welt, es gibt ja sogar Überschneidungen zwischen Lucifer und Superman zum Beispiel, der hat auch mal mit der Justice League zusammengekämpft und so. Der kann das. Und zwar aus ähnlichen Gründen, also in den Comics kann er das, in der Serie nicht, also etwas besserer Bulle, der eine Frage stellen kann. Ach, hast du Angst vom Tod oder so? Oder? Nee, was ist dein größtes Verlangen? Ja. Und zwar aus einem ganz banalen Grund. Er war bei der Erschaffung dabei. Er weiß, wie es geht. So geil. Und der kann nämlich genau das. Deswegen ist er auch viel krasser als Superman. Finde ich voll richtig. Ja. Also ist schon folgerichtig. Ja. Die zwei bekanntesten Quanteneffekte, und die werden im Prinzip bei Ant-Man auch kurz besprochen, hätte ich fast gesagt, aber angespielt. Die zwei bekanntesten Quanteneffekte sind wahrscheinlich einmal der Tunneleffekt und die Superposition. Beim Tunneleffekt geht es darum, dass zwei subatomare Teilchen durcheinander durchgehen können. So, die wabern durcheinander durch, beziehungsweise sie sind plötzlich auf der anderen Seite. Und der zweite Effekt, die sogenannte Ant-Man, das klingt gerade nach diesem Warp-Effekt vom Flash, aber gut. Oder Flash, ja. Oh, bei Flash müssen wir dann, werden wir dann auch Phasing, wahrscheinlich über Quantenphysik sprechen. Ja. Phasing, ja, oder Phasing zum Beispiel. Das Phänomen der Superposition ist das, was ich im Prinzip gerade mit diesen Elektronenwolken angesprochen habe. Das Phänomen der Superposition sieht so aus, dass Quantenteilchen mehrere Zustände gleichzeitig haben können. Und das ist komplett crazy. So. Und das ist etwas, ja. Und das macht ist, mein Hirn nicht mehr mit. Das ist etwas, das unserer Makrologik komplett widerspricht. Und es hat für unsere Makrowelt auch gar keine Auswirkung. Es hat null Auswirkung für unsere Makrowelt. Das ist aber geil, dass es gibt. Weil das sind Effekte, die immer nur so ganz spezielle einzelne Quanten betreffen, die keinen Einfluss von außen haben. Wenn du ein Experiment in der Physik hast, wo du quantenmechanische Sachen untersuchen willst, dann kann selbst Luft, einfach nur Luft in deinem Experimentierbehälter dazu führen, dass dieses System
keine Quanteneffekte mehr zeigt, weil es durch dein Quanten, ich rede mich gerade im Kopf vom Kragen, dein Quantensystem, dein Teilchen wird durch den Kontakt mit zum Beispiel deinem Messgerät oder mit Luft, die da zufällig drin war, plötzlich zu einem Makrosystem und dadurch tauchen diese Quanteneffekte gar nicht mehr auf. Geil. Ich möchte auch rauchen gehen. Und das haben die in Ant-Man gezeigt, das ist ja fett. Nee, also, das haben sie tatsächlich in Ant-Man 2, als sie versucht haben zu erklären, wie Ghost funktioniert, da fielen so Sätze in die Richtung, aber die klangen bei weitem weniger detailliert als das da gerade. Ich finde das so geil, so, weil wir können das, das ginge, aber nur eine Kleinigkeit kann das wieder aussetzen, sodass dieser Effekt nicht einsetzt. Das haben die gezeigt, das ist ja fett, das mache ich kontinuierlich, seht das? In Ant-Man 3 Quantumania gibt es diese Szene, wo plötzlich diese Millionen von Ant-Mans auftauchen. Mhm. Mit der Erklärung, wenn ich mich richtig erinnere, dass hier in diesem Quantenraum plötzlich alle seine Varianten plötzlich da auftauchen. Ja, genau. Das war der verzweifelte. Also, dass jede Entscheidung eine neue Variante aufmacht. Das war vermutlich der verzweifelte Versuch von Drehbuchautoren, den Quanteneffekt der Superposition darzustellen, dass Dinge mehrere Eigenschaften oder Varianten gleichzeitig einnehmen können. So, ich rechne es den Autoren auch an, dass sie es wenigstens versucht haben, einen Quanteneffekt in eine Comic-Story einzubauen. Es ist natürlich gescheitert, die Szene war scheiße und unlogisch. Total albern. Ja, aber was sollst du machen? Liebe Drehbuchautoren, Finger weg von Quantenphysik. Ja, aber was sollst du machen, wenn du ne, wenn du so einen Film machst, PG-13 oder für 12-Jährige, wenn die ins Kino gehen, am Wochenende mit ihren Eltern als Ausgleich, weil du hast eine super Mathe-1 irgendwie gekriegt oder so, ne, und dann plötzlich da auch noch was lernen. Fred, also, komm mal dahin. Oppenheimer war ein Riesenerfolg. Ja, das hat aber kein 12-Jähriger gesehen. Stell mal vor, du kommst gerade aus dem Physikunterricht, hast deine Physikklausur gerade so mit 4- geschafft und musst nicht sitzen bleiben und ziehst dir dann, hör mal, wir gehen heute ins Kino und ziehst dir Oppenheimer rein. Mhm. Ja. Und sagst, sowas will ich mal machen. Atombomben? Nein, Filme, fick dich. Atombomben? Ja. Nein, Filme. Ja. Ja, ziemlich genau so lief das bei mir. Ja, ja, ich kenn das also. Bei Ant-Man wirkt dieses Quantum Realm, was ja so richtig erst beleuchtet wird im dritten Teil, wie so ein fernes Land, ne? Das ist so albern. Ja, Alter. Das wirkt da ja so, als würde man. Das ist der Tobi zu dumm. Das war mir wirklich so dumm. Also das ist mal ein Gütesiegel für Tobi zu dumm. Ohne Scheiß. Also ich bin ja wirklich ein ganz großer Fan von maximal stupiden Handlungen. Ja, Mann. Ich liebe das ja. Je dümmer ein. Riddick halte ich für ein Meisterwerk. Ja. Scheiß auf Metropolis. Riddick ist ein fucking deswegen Meisterwerk. Deswegen auch so, Cocaine Bear hat nicht geliefert. Das hätte viel dümmer sein können. Ja, ohne Scheiß. Cocaine Bear hat nicht abgeliefert, der hat zu viel gewollt. Ja. Du meinst nicht dumm genug. Zu dumm. Also Quantum Mania war dir nicht dumm genug. Nein, der war zu dumm. Ach so. Also weißt du, der, also diese magische Grenze zwischen dumm und witzig und einfach nur dämlich. Das hat er nicht geschafft, weil das alles so nonsensig ist. Also mein Gedanke bei dieser Quantum Realm Nummer ist ja so, dieses Quantenland, nenne ich es jetzt mal, das ist hier auf der Tischplatte, so. Ja. Das ist dieser eine Nano, dieser Pico Quadrat Mikrometer auf dieser Tischplatte. Da, genau da, so. Genau hier. Tot. Genau, weg. Genau. Und das ist kleiner als Atom, das wird einfach durchgehen, aber egal, ja. Quetsche ich halt genug Atome zusammen. Die Idee ist gar nicht mal so blöd wahrscheinlich. Ja, du kannst es ja nicht mit dem Finger zerdrücken, weil es durch. Nee, aber kleiner ist als. Wenn Ant-Man in den Filmen ins Quantum Realm will, dann fühlt es sich so an, als ob der einfach so dahin springt. So. Ja. Was ist, wenn der jetzt einen Pikometer zu weit hoch oder links oder rechts oder runter springt, dann ist er halt auf einem falschen Kontinent. Ja, so dumm wie der Film ist, gibt dann da, keine Ahnung. Und muss 1000 Jahre laufen, um zu Bill Murray zurückzukommen. Kreist auf einem Quantenelefanten dahin. Die gibt dann da in der Logik. Genau, die Quantenelefanten. Oh, ich hasse den Film. Ich finde dieses Wort halt auch so geil. Stell dir mal vor, in dieser Logik mit der Superposition, so alle Möglichkeiten in allen Wolken der Wahrscheinlichkeit hat irgendwie, da kommst du halt irgendwo in dem Quantum Realm dann da an, wo du wirklich, wo die Welt, diese Welt bevölkert ist von Füßen. Halt die Quanten. Also damit diese. Diesen geilen Film The Spirit. Kennt ihr den? The Spirit ja, hier mit Gabriel Macht und Samuel L. Jackson und so weiter. Und Scarlett Johansson. Da erschafft Samuel L. Jackson, spielt so irgendeinen kranken Genetiker und er erschafft so Füße mit Köpfen und dann guckt er sich dann an. Das ist total bescheuert. Klingt wie etwas. Zu seinem eigenen Werk.
Klingt wie etwas, das ich in der Pyramide auf einem Papyrus finden könnte. Ja, der Film war arschgeil, ja, völlig unterschätzt. Also damit diese ganze Story funktioniert, ist das Quantenreich hier bei Ant-Man im Prinzip wie so eine andere Dimension, wie so ein Land in so einer magischen, anderen, zweiten Welt. So, was ja irgendwie totaler Quark ist. Das ergibt so wenig Sinn. Wieso haben sie nicht einfach einen Dimensionssprung gemacht? Warum haben sie diese, nachdem sie Janet gerettet haben im zweiten Teil, weil da war das ja irgendwie noch halbwegs witzig. Naja, im Prinzip haben sie einen Dimensionssprung gemacht in dem Film. Ja, aber halt in diesen Quantenraum, also basierend auf klein und nicht auf woanders. Also, ja, also woanders wäre doch cooler gewesen, so Rick and Morty-Style. Und liebe Physiker, ja, wir benutzen das Wort Dimension hier im Comic-Sinn. Ja, ja, und nicht, ja, ja, genau, und nicht genau, im realen, ja, Physik-Sinn. Ja. Also das wäre doch viel cooler gewesen, so, ja, bla, wir versuchen da Kontakt. Warum nehmen die da überhaupt Kontakt? Das ergibt von vorne bis hinten keinen Sinn. Wieso sagt Janet nicht, ey, Achtung, da unten ist übrigens Kang the Conqueror, weiß ich, weil ich mit seinem Kumpel gepennt habe. Also dieser Film ist so scheiße. Ja, ja. Der ist echt mies. Überraschend tun bei Dingen, die andere Charaktere schon ewig lange wissen. Ja, das ist immer, das ist immer die Grundproblematik bei solchen Sachen. So, weißt du, du konntest nach Hilfe rufen, aber das war nicht drin? Bist du dumm? Ja. Ja, also jetzt mal ohne Witz. Ja, Leute. Eine bunte und technische Folge. Mal wieder richtig Hardcore-Superhelden-Shit. Wunderbar. Voller Quanten und Mauken und Elefanten. Wie? Wo haben die das Essen hier? Quanten-Elefanten. Bauen die da, was weiß ich, Hirse an? Ja, die essen, die essen ja da auch nur so Quantenquatsch. Quantenquark. Ja, aber wo ist das her? Ist das Quantenhirse? Angebaut auf Quantenfeldern. Das ist ein Superfood, das Quantenquinoa mit Quantenavocado. Aber geh nicht an den Salat, der gehört Quantenseed. Stell mal vor, du setzt dich hin, ja, du legst dir was zu essen auf deinen Teller und dein Essen ist auf einmal in einer Wolke aus Wahrscheinlichkeit weg. Ja, vor allem glauben die da unten an Götter, ich weiß nicht. Und das schmeckt gleichzeitig gut und scheiße. In anderen Zeiten und Dimensionen. Oh Gott, ich. Liebe Leute, die Show neigt sich dem Ende entgegen. Wir machen das erste Mal jetzt etwas in unserer Geschichte. Gleich hier im Podcast. Oh, geil. Aufregend. Tobi zieht dich aus. Wir haben ein Gewinnspiel über die Sommerpause laufen gehabt. Und zwar alle, die unseren Premium-Kanal abonniert haben, sowohl alte, treue Hörer als auch neue Hörer, alle, die angemeldet sind bei unserem Premium-Kanal bei Steady, wo ihr ab 5 Euro unseren Premium-Kanal hören könnt. Genau, denn wir denken an unsere Bestandskunden. Auch die Bestandskunden, alle, die zum Stichtag 1. September 2023 angemeldet waren bei uns beim Crowdfunding-Dienst Steady, aus denen haben wir ausgelost, wer diese geilen Kacki-Kopfhörer bekommt. Kurz zur Erinnerung, die hat uns die Firma Hörlux gestellt, die machen so hochqualitative In-Ear-Kopfhörer, die haben wir verlost am 1. September. Haben wir auch ein Video von der Verlosung gemacht bei Insta und gewonnen hat tatsächlich der Jan R. Und den rufen wir jetzt an. Ich habe mit ihm geschrieben und unter einem Vorwand seine Telefonnummer bekommen. Also er ahnt, glaube ich, schon, dass wir anrufen, ja, aber er weiß nicht, was los ist. Und den Jan rufen wir jetzt an. Moment bitte, ich gehe kurz raus. Jo. Ah ja, die Stimme erkennt man. Jan, hier sind die Kackis, hallo, hier sind Fred, Tobi und Richard. Hallöchen. Hi. Hallöchen, Mann. Wo erwischen wir dich denn gerade? Bei einem Kunden, Aluminiumverarbeitung. Oh. Prüfe deren Geräte. Geil. Hast du einen Kopfhörer drin? Nein. Ah, guck mal, da haben wir vielleicht was für dich. Jan, hast du das mitbekommen, dass wir diese In-Ear-Kopfhörer von Hörlux mit Kacki-Design verlosen wollen? Ich habe es gerade eben auf Instagram gelesen. Ja, wir haben es am Freitag verlost und ja, du bekommst sie, Alter. Ja, krass. Also du, das sind so In-Ear-Kopfhörer, wo du wirklich dann zum Hörakustiker gehst und die werden dann perfekt angepasst an deine Öhrchen. Okay, krass. Und die haben einen Wert von rund 900 Euro und sind im Kacki-Design richtig geile Dinger. Kannst du die gut brauchen? Natürlich, natürlich. Geil. Musik hören bei der Arbeit muss ja sein. Ja. Podcasts hören sollte das Erste sein, was ich nenne, ne? Sprich das aber mit deinem Chef ab. Wir haben die mal getestet, da hörst du echt nichts mehr. Ja. Die schirmen echt richtig gut ab, ja, ja. In welcher Situation hörst du uns normalerweise? Meist beim Autofahren, wenn dann. Tatsächlich. Okay. Jetzt kann ich ja nicht mehr anders. Jetzt musst du Kopfhörer aufsetzen, auch im Auto. Ja. Genau, und die Kopfhörer sind auch so designt, dass nur unser Podcast läuft, alle anderen werden geblockt. Genau. Diese Störgeräusche. Jetzt so, pssch.
Herzlich willkommen bei Besten Kralzen. Ja, ey, vielen Dank, dass du unseren Premium-Kanal unterstützt. Ja, natürlich, natürlich. Ich habe doch schon lange viel Spaß mit euch. Was ist dein Lieblingsformat? Euer Quiz ist schon geil. Die Stuhlprobe. Ja, klar. Geil. Das ist einfach. Religion ist auch immer wieder herrlich mit Tobi. Vielen Dank. Nice. Wusstest du, dass es, wo waren das, in NRW irgendwo eine Bar gibt, die mit den Stuhlproben vor allem ganze Pub-Quizzes veranstalten? In Essen war das? Ja, in Essen war das, ja. Da gibt es eine Kneipe, okay. Da, bei denen waren wir auch nach der Show, die veranstalten wirklich so eine Art Pub-Quiz-Abend mit unseren Folgen dann, wenn eine neue kommt. Das hat ein Kumpel hier erzählt, der Thierry, der auch bei Twitch immer rumhängt, der hat das mal als Betriebsausflug gemacht, weil der ist Teamleiter und hat mit seiner Abteilung einfach einen Stuhlprobenabend gemacht. Der hat sich einfach alle Fragen rausgeschrieben und die sollten die dann beantworten. Ja, geil. Auch eine Art, unseren Content zu klauen. Ja. Viele Grüße an den Kunden, habt noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Ja, danke, danke euch auch und ja, macht weiter und das natürlich noch mindestens 1000 Jahre, ne? Das war ein bisschen sehr deutsch. 993 Jahre, also. Na gut. Ich habe aufgerundet. Muss ja irgendwann mal in Rente gehen. Oh Gott, wunderbar. Nix ist nix. Ja, Fred und ich haben ja schon jeweils einen Sohn. Wenn Tobi noch nachzieht, dann ist ja die nächste Brut fertig. Ja, wenn du Bock hast, zu einem unserer letzten Auftritte, unserer Tour Brainfuck zu kommen, dann sag Bescheid, dann schreiben wir dich auf die Gästeliste. Ja. Krass, geil. Ja, ich schaue in den Kalender, gar kein Thema. Dürfte ich noch jemanden grüßen? Ja, natürlich, klar. Liebe Grüße an die Community und an meine liebste Anja. Also danke für die ganzen Jahre und auf viele, viele zukünftige Jahre freue ich mich mit dir. Cool, ja dann gute Fahrt noch, Alter. Jo, reingehauen. Tschüss. Tschüss. Ja, ist wie im Radio hier, ne? Ja. Ja, liebe Grüße an Anja an der Stelle. Ja, und Anja, genau. Viel Spaß mit den Kopfhörern. Das war irgendwie out of context. Das voll. War echt schräg. Ja. Ach, Fred, unterbrich das bitte. Keine Folge ohne. Lass das doch nicht laufen. Ohne ein bisschen Weirdness-Faktor. Vielen Dank an alle, die unseren Premium-Kanal abonnieren und dadurch uns zu dem machen, was wir sind und uns die Möglichkeit geben, das hier Vollzeit zu machen und so viel Zeit in diese Scheiße zu investieren. Wenn ihr Bock habt, dann besucht unsere Live-Shows. Im November sind wir in Stuttgart, zweimal in Zürich, in Bremen, Leipzig und Berlin. Nochmal der Hinweis, bei dem Block Stuttgart und Zürich wird das Team Kirschwässerle dabei sein. Zu den Tourterminen möchte ich eine Sache sagen. Und ich will jetzt keinen bescheuerten Kulturkampf oder so einen Blödsinn auslösen, ne? Sondern jetzt hier einfach mal Lachs auf dem Tisch, ja? Als wir die ersten Tourdaten veröffentlicht haben zu Brainfuck, gab es einen riesen Shitstorm von Menschen aus dem östlichen Bereich Deutschlands. Leipzig und Berlin ist noch nicht ausverkauft, Leute. Wenn ihr so meckert, dann kauft auch Tickets. Was ist denn da los? Mhm. Ja. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Tobi, für diese motivierende Rede. Und damit kommen wir jetzt. Damit, ja, erscheint zahlreich, Leute, den Auftritt in Bremen und den in Leipzig, den filmen wir höchstwahrscheinlich auch. Yeah. Und jetzt kommen wir zum Hörerfeedback. Schreibt uns kleine oder große Briefe, Hörermails an unser Kontaktformular auf kackundsach.de. Also große Briefe im Sinne von wirklich einfach große Schriftzahl aus. Hallo, Schriftgröße 72. Größte Schriftgröße, dankeschön. Ja, Schriftgröße auswählen, wenn die so ewig lange sind, hör mal, wir haben auch noch andere Sachen zu tun. Ja. Also wir haben jetzt heute tatsächlich auch mehrere Sachen, die an Richard gerichtet sind. Oha. Heute ist tatsächlich großer Richard-Tag beim Hörerfeedback. Oh nein, ich hab mal Angst vor. Daniel Saurer schreibt, hallo ihr drei. Ich bin seit Jahren Fan von euch, habe auch den Premium-Kanal abonniert und teile meistens auch eure Ansichten. Allerdings musste ich mich letztens bei Richards Konfrontation über Bargeld dermaßen über seine Präpotenz seiner Aussagen ärgern, dass ich euch bzw. ihm die Perspektive der Handwerker und Dienstleister und Hausbauenden darlegen möchte. Oh, meine Lebenspunkte. Kurze Anmerkung der Redaktion, Präpotenz heißt so viel wie anmaßend überheblich. So, Daniel schreibt weiter, ohne Bargeld sind viele dieser Berufe und Hausbauvorhaben nicht umsetzbar. Der Automechaniker, der zum Beispiel einen Service ohne Rechnung macht, um sich was dazu zu verdienen. Die Jungfamilie, die es sich ohne Schwarzarbeit nicht leisten kann, ein Eigenheim zu bauen oder zu renovieren. Bitte das nächste Mal bei so heiklen Themen nachdenken, bevor man sich für die Abschaffung eines Zahlungsmittels ausspricht, welches der Bevölkerung Freiheiten verschafft, nur weil man zu bequem ist, ab und an beim Bankomaten
Geld abzuheben. Feier euch trotz dieser haarsträubenden Aussagen immer noch und freue mich auf die 8. Staffel. Liebe Grüße, Daniel. Fair enough, aber zwei Sachen dazu. Erstens, wir hatten am Anfang herausgestellt, dass das nur ein Mods-Format ist. Ne? Also da steckt nicht so viel Überlegung dann dahinter. Und zweitens, und das habe ich auch da mit angebracht, ich habe kein Problem damit, wenn Leute mit Bargeld zahlen, aber halt im gängigen Tagesgeldverkehr, finde ich halt, könnte man Bargeld, ich habe mich ja am Ende drauf geeinigt, beides verstärkt anbieten, also vor allem das Digitale halt weiter ausbauen, aber nicht nur auf Bargeld halt irgendwie setzen. Das ist dann jetzt schon der zweite Punkt gewesen, aber einen dritten habe ich noch. Ey, PayPal an Freunde und Familie, schon mal gehört? Ja, gut, digital und damit nachverfolgbar. Ja, weiß ja, das Bargeld auch. Am Ende fragt dich auch jemand, wo die 7.000 Euro hingegangen sind, die du bar abgehoben also hast, muss und du Richard, hast keine Belege. Ich muss Richard einen Schutz nehmen. Diese oder ähnliche Kritiken wurden häufig jetzt geäußert zu dieser Konfrontation-Folge. Ja, da haben sich auch Leute beschwert, was ist mit dem Prostitutionsgewerbe und sowas. Ja, halt auch. Aber pass auf, da, liebe Hörerinnen und Hörer, die das geschrieben haben, ich will jetzt nicht über euch ragen, aber da habt ihr, glaube ich, eine Angst in diese Folge rein projiziert, weil niemand hat in dieser Folge Konfrontation und auch nicht Richard verlangt, dass Bargeld abgeschafft wird. Ja, ich habe mich nur darüber aufgeregt, dass das noch so prominent ist. Es hat niemand verlangt in dieser Folge, dass Bargeld abgeschafft wird. Es wurde nur darüber gemotzt, dass es in Deutschland noch gang und gäbe ist, dass die Kartenzahlung nicht geht. Da habt ihr was reinprojiziert. Aber spannendes Thema. Das hören natürlich die Finanzbeamten, die Finanzamtsschergen nicht so gerne, dass Dinge schwarz bezahlt werden. Es gibt ja natürlich auch Argumente dafür, dass man diese Schwarzarbeit abschafft, weil dem Staat dadurch viel Geld durch die Lappen geht. Aber aus Perspektive von einer Familie, die jetzt Fliesen verlegen lassen will in der Küche und sich das sonst nicht leisten kann, ist das natürlich auch interessant. Ja, ne? Aber wie gesagt, darum ging es mir gar nicht. Und außerdem auf dem Flohmarkt oder so, ich habe mir neulich Schallplatten auf dem Flohmarkt mal wieder gekauft. Und da war es halt auch so, kein Bargeld dabei gehabt, ja, PayPal für Freunde und Familie, das geht auf irgendein anonymes Konto, noch ist es halt nicht so, dass wenn du nicht ein Gewerbe angemeldet hast, so ein PayPal-Konto nicht zwingend die Steuer interessiert, das kann man auch umgehen, also die Möglichkeiten sind da und wenn der Handwerker halt irgendwie sagt, komm, anstatt für 10.000 mache ich es dir für 7.000 Euro, dass hier halt irgendwie alles ordentlich, ja, dann wechselt aber auch wieder nur Bargeld einen Besitzer den nächsten. Das kann man auch digital machen. So, es gibt einen digitalen Schwarzmarkt, Mann, dann hol dir doch eine Crypto-Wallet oder so. Ja. Wie gesagt, das ist alles relativ, es geht nicht darum, das Bargeld abzuschaffen, also in der Konfrontation, das ist ja hier kein politisches Statement, ne? Wir reden über emotionale Meinungen, so an der Stelle. Wenn es danach geht, dann würde alles, wenn es nach mir da geht, dann würde alles, was verschifft werden, nur noch in Stullenpapier kommen. Also, da haben wir ja auch hier Dystopie. Nächste Zuschrift. Florian schreibt, moin, ihr füge Fäkalwort ein. Bevor ihr fragt, ja, ich habe gerade nichts anderes zu tun und höre wieder von vorne. Geil. Oh, wow. Den Podcast. Bin eben bei Starship Troopers und kann hier eine Korrektur einwerfen. Unbemerkt wurde hier schon erzählt, was Richards Jugendsünde-Tattoo ist. Oh. Peace und bis demnächst in Leipzig, Florian. Alles klar. Ist das so? Kannst mal sehen. Das war also gar kein Geheimnis. Da waren wir noch sehr viel offener mit diesen ganzen Sachen, als wir wussten, uns hört keine Sau. Scheiße, das Internet vergisst nicht. Ja. Und Mr. Pink schreibt uns. Das ist jetzt richtig blöd. Das ist voll ist irgendwie so peinlich. Wir machen da ein Geheimnis draus, obwohl wir das schon längst erzählt haben. Ja, aber es gibt ja so viele neue seitdem. Das war schon lange her. Mr. Pink hat begeistert unsere Folge über die ägyptische Mythologie gehört und macht uns darauf aufmerksam, dass die altägyptischen Hieroglyphen im weltweiten Standard für die Darstellung von Zeichen, den sogenannten Unicode, aufgenommen wurden. Das heißt, wenn du die richtige Schriftart installiert hast, kannst du dir mit diesem Unicode gegenseitig Hieroglyphen schicken. Und Mr. Pink schreibt, warum sollte man das tun? Aber ist das nicht nur so ein Kink bei, weil du kannst das bei... Es ist technisch möglich. Das ist ja geil. Du kannst dir, wenn du die richtige Schriftart installiert hast, kannst du wie Buchstaben und Smileys im international anerkannten Standard Unicode dir gegenseitig Hieroglyphen schicken. Boah, ohne Witz. Mach das mal bei der nächsten Geburtstagsparty. Weißt du, anstatt zu schreiben, liebe Nachbarn, an denen und denen feiere ich, könnte ein bisschen lauter werden. Mach's einfach mit Hieroglyphen an der Wand. So, wie man spricht. Mr. Pink schreibt, Typ mit Peitsche, Scarabeus. Das ist jetzt Teil 3 der Richard-Mails. Mr. Pink schreibt, dass ich Richard in eurer ägyptischen Mythologie folge, sich über die Vorstellung einer Penis-Hieroglyphe beömmelt hat. Wollte ich euch nur kurz mitteilen, dass es diese wirklich gab. Yes! Und das nicht nur einmal, sondern zweimal.
Ja, na klar, Penis dran und Penis ab. Wie bei Osiris. Nein, ich hab's nachgeguckt. Pass auf, ich hab's nachgeguckt. Das sind auch beides so, die haben einen Unicode, so U irgendwas. Es gibt einmal die Hieroglyphe für den Phallus. Aha. Und einmal für den Phallus mit Erguss. Geil. Ja. Und die sieht auch wirklich so aus. Einmal so ein Schwanz mit Eiern und einmal so ein Schwanz mit Eiern mit einem Strich vorne. Geil. Moment, also nur damit ich das richtig. Also das Aubergine-Emoji hat eine Hieroglyphe für sich. Ja. Nee, nur damit ich das richtig verstehe. Leute haben auch schon vor 5000 Jahren Pimmel an Wände gemalt. Volle Pulle, ja. Ja, und die ganze. Und Wichsen und Co. war für die Altägypter schon so wichtig, dass sie eine extra Hieroglyphe haben mit einem sich ergießenden Penis. Was viel, ich sag mal, präziser ist als das Wort Wichsen, weil das Wort Wichsen kommt ja von was völlig anderem. Vor allem so, ey. Das kommt ja von, wie nennt sich das, Beschichten? Wie sind wir? Dingen? Wie sind Schuhe wir wichsen? Von so geilen, wie nennst du es immer, polyatheistisch? Nee. Polytheistischen, dankeschön, ja. Polyatheistischen, so ein Blödsinn. Polyatheistisch, ich glaube, ganz viel nicht an Götter. Aber an alle nicht. Ja. Nee, aber wie sind wir von so polyistischen, geilen Sachen, die über proteinreiche Salatmixe und was auch immer halt irgendwie erzählen, zu dem gekommen, der sagt, fass dir nicht an, ich seh das. Ja. Ist doch langweilig. Ey, das Thema ist doch voll blöd, ey. Warum folgen wir dem Christentum? Ah, das Thema Hieroglyphen ist auch so spannend, Mann. Das ist ja eine der ersten Schriftformen. Und bei den Hieroglyphen ist es ja so, dass jedes Zeichen, also in unserer Schrift ist es so, dass jedes Zeichen einem Laut oder einer Silbe, zum Beispiel bei den Chinesen ist oder bei den Japanern ist jedes Schriftzeichen einer Silbe zugeordnet, bei uns einem Laut. Und bei den Hieroglyphen ist es so, dass jedes Zeichen einer Bedeutung, einem Wort, einer Wortbedeutung. Tobi schüttelt den Kopf. Später gab es noch Hieroglyphenarten, die ähnlich wie unsere heute funktionierten. Aber Tobi nickt an. Tobi gibt mir nonverbal hier. Aber ursprünglich war es so, dass eine Hieroglyphe einer Wortbedeutung wie Penis oder Elefant zugeordnet war. Und das hat voll viele Nachteile. Es ist der Du brauchst echt eine Menge Hieroglyphen. Ein Nachteil ist zum Beispiel, dass es voll übel ist, Hieroglyphensprache zu lernen, weil es tausende Zeichen gibt. Ja. Aber ein Vorteil ist, das finde ich super interessant, ein Vorteil der Hieroglyphensprache ist, dass Leute, die unterschiedliche Sprachen sprechen oder unterschiedliche Dialekte, gemeinsam sich mit dieser Schrift trotzdem verständigen können. Für den einen ist es Elefant, für den anderen Elephant. 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 Oder für den einen ist es Penis, für den anderen ist es Cock. Aber die benutzen das gleiche. Der eine spricht Deutsch, der andere Englisch, aber sie benutzen die gleiche Schwanzhieroglyphe. Verstehst du das? Ja, ja. Jeder versteht es, wenn du Pimmel an der Wand malst. Ja. Und alle lachen immer andächtig, so dieses leichte Verschämen. Also, siehst egal halt, in welcher Sprache. Ja, liest so, ja, Osiris, bla bla, Rückenbuch, Pimmel. Ja. Und eine letzte Zuschrift habe ich noch. Vielen Dank an Matthias Klein, die lese ich aber nicht vor, die fasse ich nur zusammen. Kannst mal sehen, Alter, ey, wenn du die Menschen unterjochen möchtest, nimm ihnen die Pimmelbilder weg. Die lese ich nicht vor, weil es nimm ihn. Das Thema wird zu kompliziert für den Podcast. Ich fasse nur zusammen, aber vielen Dank, Matthias Klein. Er ist promovierter Chemiker und er korrigiert die Korrektur zum Verdünnungsfaktor in Chemikalien. Oh, was habe ich denn da jetzt gesagt? Habe ich das jetzt gesagt? Nee, pass auf. Ich liebe alle, die hier zuhören, ganz ehrlich. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich habe die auch gelesen. Das ist die Korrektur von der Biologin. Von der Mikrobiologin, ja, geil. Also ich liebe allein schon die Tatsache, dass uns eine Mikrobiologin schreibt, um uns zu korrigieren. Ja. Und dass dann ein Chemiker hinkommt und die Mikrobiologin korrigiert. Ja. So, ey, wie geil seid ihr da draußen? Ja. Das ist so geil. So. Geiles Prinzip, also bewiesenes Prinzip von, egal wie du das machst, machst du es falsch. Und kommt drauf an, welche Gewerke sich unterhalten. Es gibt immer nur noch jemanden, der noch klüger ist als du. Oder also, das Thema besser kennt. Ja, oder es anders betrachtet. Also in dem Fall, der das Thema besser kennt. In der Skepsis-Homöopathie-Folge, übrigens, Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. In der Skepsis-Homöopathie-Folge habe ich was gesagt über einen Verdünnungsfaktor. Den hat eine Mikrobiologin in der letzten Folge korrigiert. Und das korrigiert jetzt nochmal der Matthias Klein, der hat bei Steady unter der Folge kommentiert. Er sagt im Wesentlichen, dass das, was ich gesagt habe, wohl doch stimmt. Also 1 zu 100 Verdünnung heißt, dass ich doch 100 Milliliter Wasser reinballer und da 1 Milliliter Feenstaub, wie das die Homöopathen machen würde, reinmache. Leute, ganz ehrlich, das ist
Vielen Dank, Matthias Klein. Ihr könnt euch das im Detail auf unserer Steady Wall angucken. Das ist jetzt etwas zu monoton und zu lange, um das hier in einem akustischen Audioformat für Nichtchemiker rüberzubringen. Aber wir verfolgen die Diskussion weiter. Für uns in der Makrowelt als Nichtchemiker und Nichtbiologen erlaube ich mir einfach jetzt zu sagen, 1 zu 100 Milliliter ist, ich schütte da ein Ding rein und 100 Milliliter dazu. Verzeiht uns den 1% Fehler. Egal, ob jetzt der Matthias recht hat oder die Dame aus der letzten Folge. Aber ich das ist ein arschlecht. Thema, mit dem sich Laborratten, Laborleute in der Zukunft auseinandersetzen sollen. Ja. Aber bitte, falls da noch Gesprächsbedarf ist, Leute, kommentiert oder diskutiert das bitte aus bei Steady. Ich finde es unglaublich geil, das zu lesen. Ich reiz zwar nix, ich finde das einfach geil. Ich finde das auch geil, weil halt nicht als Nachricht geschickt, sondern direkt drunter kommentiert. So, ja, geil. Cool. Genau, also die Diskussion ist jetzt gestartet, der Thread ist gestartet und auf unserer Steady-Seite unter dem Beitrag zur Folge zur ägyptischen Mythologie. Ja. Und damit kommen jetzt die... Der Discord-Channel ausrasten, ey. Moll. Podcast-Rezensionen. Schreibt uns Podcast-Bewertungen. Schreibt uns Podcast-Rezensionen. Wir lesen ausgewählte vor. Zum Beispiel aus der Android-App Podcast Addict. Da schreibt Sergej: Alter, ich habe alternative Wissenschaft gelesen und wundere mich eine halbe Stunde, warum ihr übers Arsch abwischen redet. Bei der Folge alternative Abwischmethoden. Alternative Wischmethode heißt die, glaube ich, ne? Ja. Dass man sich da schnell. Kann man sich verlesen. Ich habe alternative Wissenschaft gelesen. Warum suchst du nach alternativen Wissenschaften? Nee, also, genau, das ist ja die Frage. Wahrscheinlich hat er einfach nur den Titel gelesen, weil er unseren Podcast kennt. Wie geil wäre aber, wenn er so richtig so ein krasser Querdenker wäre und denkt so: Alter, ich suche jetzt einen Podcast mit dem Titel Alternative Wissenschaften. Und dann hört er die Folge, wo wir über Bidets und Arsch abwischen reden. Ja, geil, ey. Also das unterstelle ich dir jetzt nicht, Sergej, dass du so bist, aber lustig wär's. Ja. In unserem Kopf macht's sehr viel Spaß. Sepp gibt uns bei Apple Podcasts leider nur 4 Sterne. Er schreibt: Ich hab euch lieb, aber. Das ist okay. Oh. Je nach Thema interessanter oder weniger, aber immer unterhaltsam, auch wenn manchmal die eigene Ignoranz abgefeiert wird, gerade bei alten Filmen oder wenn es mal ums Künstlerische geht. Ja, das ist aber eine Kritik immer noch an fein. Euch beide bestimmt. Er schreibt aber, ist aber immer noch fein. Ja, das war super. Ja. Ich liebe alte Filme. Ja, ein bisschen Ignoranz gehört dazu. Ja, Fred feiert sich immer mal fürs Dummsein. Was keinen Spaß macht, ist Team Kirschwässerle. Anstrengend zuzuhören aufgrund der Ausdrucksweise, die ohne dauernd Scheiße nicht auskommt. Irgendwann blöken sich alle nur noch an und mindestens einer plärrt rum. Unsympathischer Haufen, Fred natürlich ausgenommen. Anmerkung der Redaktion, yes. Abseits dessen und in der normalen Besetzung aber einer der besten Podcasts zu dem Kram, den ihr da eben so macht. Ja, vielen Dank, Team Kirschwässerle hat so viel Hass da jetzt auch nicht, finde ich. Das muss auch mal sein, komm. Team Kirschwässerle ist halt ein Nischenprodukt. Ja, und das ist, die Leute, die es mögen, die mögen es und wir mögen es halt auch. Ich mag auch nicht alles, muss ich dazu sagen, aber ich mag die Batzen. Ich verstehe auch, was Sepp meint, weil einerseits feiern wir uns so, manchmal so gefühlt ein bisschen ab, als Leute, die so voll auf so Filmkunst stehen. Auf der anderen Seite lästern wir dann aber auch genüsslich, wie in Folgen Regisseure aus der Hölle, über so Arthouse-Filme. Also wir sind uns oft selber nicht so richtig einig, wie weit die Kunst gehen soll. Aber wir sind halt auch nur Menschen. Ja, also gerade dieses Thema ist ja halt doch relativ schwierig. Also wenn man, ich würde jetzt mal stark behaupten, dass die Aussage, dass wir alte Filme scheiße finden, falsch ist. Mhm. Weil wir ständig über alte Filme reden. Das hat er aber auch pauschal nicht gesagt, ja. Doch, hat er ja, doch vielleicht geht es dann aber halt auch einfach um so ein paar Kunstbegriffe da halt so drin. Kunstfilme hasse ich halt. Ja, und das ist halt auch, ey, ich finde es okay, das auch mal abzufeiern, dass man es vielleicht auch einfach blöd findet, weil damit würde man sich ja jetzt in meiner Überlegung auch irgendwo anmaßen, das alles im Verständnis für sich zu pachten. Und es ist okay, Dinge nicht zu wissen. Und dann mache ich mich lieber drüber lustig, dass ich es auch mal nicht weiß. Also ich weiß, dass viele von euch da draußen uns schon für Aufsätze, Schulaufsätze oder sogar Facharbeiten zitiert haben. Einige haben uns auch schon geschrieben, das finde ich voll geil. Aber seid euch bewusst, dass es hier kein wissenschaftliches Format ist, dass es keine wissenschaftliche Arbeit ist, dass es keinen Anspruch an Vollständigkeit hat, dass wir 3 besoffene Wichser sind, die Scheiße erzählen. Und ich habe heute garantiert auch richtig Scheiße über Quantenphysik erzählt und kriege jetzt freundliche Korrekturmails von Leuten,
über das Thema und die möchte ich auch bekommen. Seid einfach euch bewusst, dass wir auch menschliche Wesen mit Fehlern sind. Also legt nicht alles, was wir sagen, auf die Goldwaage und glaubt auch nicht, dass alles, was wir sagen, wahr ist. Außer wir sagen im Podcast, es ist wahr, dann ist es wahr. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ja. Ja, Prost, Leute. Ja, cheers. Mit meinem alkoholfreien Weizen hier. Neues von uns, den Kakis, kommt jeden Montag. Wenn ihr uns mal nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, dann schaut mal vorbei auf Instagram oder unserer TikTok-Seite. Infos und Tickets zu unseren Live-Auftritten und auch Kaki-Merchandise gibt's auf unserer Website kackundsacht.de. Wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann abonniert unseren Premium-Kanal ab 5 Euro im Monat auf Steady mit vielen tollen Zusatzinhalten und das gute Gefühl, uns als Projekt zu unterstützen. Auch hierfür kackundsach.de ist auch verlinkt immer in der Podcast-Beschreibung. Josen. Wir verschwinden jetzt in das Quantenreich. Nee, mach das ohne mich. Ohne Scheiße, nee. Kannst du alleine machen. Ich hab Quantenelefantenfleisch gegessen, das hat nicht geschmeckt. Nee. Ich face mich jetzt erstmal nach Hause wie Ghost. Ja. Das ist geil. Mega. Okay. Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss. Was passiert hier gerade? Wisst ihr, was ich da sage? Nee. Dass ihr verschwitzte Eier habt und Vollidioten seid.